Oder? Check, one, two. Ja, jetzt sind wir wieder da, man. Wir haben ein Signal. So, jetzt, wir fangen mal jetzt neu an. Ja, komm, wir tun einfach so, als ob nichts gewesen wäre und wir starten bei dir, Alex. Gerade ist der Track ausgegangen. Genau. Bam, auf jeden Fall. The Amazing Journey from the one and only Who from the Tommy Album. Und das hast du hier auf Radio Emergency gehört. Und das ist ein perfekter Einstieg, dieses Thema, was wir heute haben hier an dieser 11. Mai-Tag 2016. Mittlerweile ist es 20:07 Punkt genau auf der Rock'n'Roll-Uhr. Und ich weiß, dass ihr mal darauf gewartet haben, um das Rock'n'Roll-Uhr zu hören. Und Frank ist mittlerweile schon wieder da, denn der muss mal kurz mal abbrechen, um seine Tasse Kaffee mal nachzuholen. Aber da wir keinen Ton gehabt hätten, hätte ich dieses Thema mal schweigen können. Also siehst du, intuitiv habe ich gewusst, ich habe ein bisschen mehr Zeit heute am Start. Hey, schön, dass alles läuft. Schön, hier zu sein, Alex, mit dir zusammen im Studio. Und Grüße an alle da draußen, die da zuhören und die Leute, die schon im Chat hier reichlich am Start sind. Sehr schön, dass ihr heute Abend dabei seid. Denn wir haben echt ein heißes Thema am Start, oder Alex? Richtig heiß. Also so heiß, dass teilweise könnte man mal die Finger daran verbrennen. Ja, das ist, weißt du, es ist so, da kommt schon wieder der böse Hitler-Name rein und dann ist das schon wieder alles immer ganz, muss man aufpassen, dass man nicht in irgendwelche ideologischen Fallen tappt. Aber was wir, ihr wisst, hier bei uns in der Sendung, wir beschäftigen uns gerne mal auch mit Themen in der Geschichte. Und das heute ist auch so ein Thema, was es sich lohnt, nochmal anzuschauen. Ja? Revisionismus ist das, ja. Ich weiß, das ist auch so eins von diesen Wörtern, auf die wir konditioniert sind. Oh, Revisionismus, das ist irgendwie was Schlechtes oder so, ja. Aber hey, was heißt das denn eigentlich wortwörtlich? Das ist ein lateinisches Wort und das heißt nichts anderes, als sich die Dinge wieder anzuschauen, nochmal anschauen. Und das würde ich sagen, ist eigentlich der Auftrag von jeder Generation. Also wir alle müssen immer wieder die Dinge anschauen, ja. Weil auch sich Weltbilder ändern und oft auch die Perspektiven ändern und es ist unsere verdammte Pflicht, Dinge da wieder anzuschauen. Ja. Gerade Geschichte ist nicht in Stein gemeißelt, wie auch keine andere Wissenschaft oder so. Ja. Und heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen. Wir steigen ein mit der Frage Hitler in Argentinien. Ja. Und auf jeden Fall jemand, der sich mal damit sehr, sehr, sehr beschäftigt. Das ist unser Kollege Volker, der als Redakteur mal bei unserer Freunde vom Kulturstudio arbeitet. Und der ist auch Mitglied des sogenannten Shark Hunters. Na, und das ist auch mal ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, das sind über 77 Länder mittlerweile, die dort freiwillige Mitglieder haben, die Informationen und sowas mal für Leute so wie Harry Cooper, um die Forschung mal weiter hineinzuschauen. Mm. Na, weil man spricht immer über neue Sachen, das man entdeckt und so weiter. Aber ja, erstmal. Das ist ein ganz spannendes Netzwerk, dieses mit den Shark Huntern. Das wird uns Volker hier gleich erklären. Er ist Mitglied, Member bei den Shark Huntern. Und das ist überhaupt schon mal, also an sich schon interessant, diese Gruppe, Organisation, Netzwerk vielleicht. Eine ganz andere Herangehensweise an Geschichte. Was wir also heute bekommen, ist Geschichte, die ist nicht irgendwo an den Kathedern oder an den Universitäten geschrieben worden, sondern das ist Geschichte, die auf eine andere Art und Weise ans Licht kommen, eben durch dieses Shark Hunter Netzwerk. Hochspannende Sache so. Und vielleicht steigen wir noch ein mit dem, was wir alle ja gelernt haben. Wie war das 1945? Ja, die letzten Tage hier in Berlin, Führerbunker, genau. Wir kennen diese Geschichte, der Führer und andere Top-Leute, Goebbels mitsamt Familie und so, die haben alle, als es aussichtslos war, als es klar war, jetzt geht nichts mehr, haben sie alle so sich mit Zyankali oder so ähnlich Selbstmord begangen und die letzten Getreuen hätten dann halt die Körper dort im Hinterhof dann irgendwie verbrannt. Ja. So weit wird es uns erzählt. Was haben wir für Beweise dafür? Es gründet sich im Grunde genommen auf zwei Dinge. Zum einen haben wir die Zeugenaussagen von den getreuen Leute, die da zum Schluss dabei waren, so Leibstandarte. Sind wirklich die treuesten der Treuen. Wir haben deren Zeugenaussagen. Ja. Und wir werden aber heute feststellen, dass deren Zeugenaussagen nicht unbedingt glaubwürdig sind, sondern vielleicht nur dieses wirkliche Geschehen decken sollten. Ja? Genau. Und dann der andere, was wir jahrzehntelang als Beweis hatten, das sind ein paar Knochen und ein Schädel, richtig, den die Rote Armee erbeutet hat in Berlin und dann jahrzehntelang in der Sowjetunion hatte. Und da hat man immer gesagt, hier, das ist der Schädel von Adolf Hitler. Ja, hier ist der Beweis. Wir haben ihn. Ja?
Und bis dann, und ich weiß jetzt selber gar nicht mehr noch, was in den 90ern oder in den 2000ern, auf jeden Fall in der Nach-Sowjetzeit, hat man mal diesen Schädel mal mit modernen wissenschaftlichen Methoden und untersucht. Und sieh da, der Schädel ist ganz sicher nicht von Adolf Hitler, sondern der stammt von einer jungen Frau. Ja. Ja, hier gehen eure Beweise so, da sind sie. Also ja. Wir haben keine Beweise, das ist es. Und deswegen lohnt sich's, dieses Thema wirklich nochmal neu anzuschauen mit Open Mind, also mit offenem Verstand, und wir werden mal gucken, was ist denn wirklich da passiert. Und ja, jetzt würde ich sagen, holen wir mal den Volker in die Leine. Auf jeden Fall. Einen wunderschönen guten Abend, Volker. Bist du bei uns, mein Lieber? Ja, ich bin da. Ja, wunderschönen guten Abend, Volker. Sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns mal auf ein richtig spannendes Thema heute Abend. Volker, ich denke, dass mal interessant wäre, herauszufinden, von Anfang an, wie bist du überhaupt dazu gekommen, um diese Sache einzusteigen? Und erzählen Sie uns mal bitte über diese Shark Hunter-Geschichte. Wie ist das alles bei dir so den Pfad gegangen? Ja, einfach mal loslegen und lass uns mal hören. Ja, also die Mitgliedschaft im Shark Hunter, das ist halt, es kommt immer alles so zufällig beieinander, wobei, naja, Zufälle, ob es die gibt, weiß man nicht. Aber es hat eigentlich angefangen, bin ja eigentlich schon länger in der Trufa-Szene, wie man sich nennt. Also 2003 hat es mal irgendwann angefangen mit 9-11, also mein Weg, dass hier was nicht in Ordnung ist und so. Und, Volker, warte mal, wir müssen mal kurz mal hier eine lautere Pegel, oder kannst du mal ein bisschen näher an die Mikrofon reingehen? Ja, ich gehe da so. Ja, ich denke, das ist besser jetzt. Ja, okay. Also wie gesagt, ich höre oder ich habe sehr viel amerikanisches Radio gehört, Jeff Renz, also hauptsächlich. Und da ist mir immer dieser Gast aufgefallen, dieser Harry Cooper, und ja, der hatte solche komischen Geschichten erzählt von Argentinien, dass da nach dem Krieg Adolf Hitler abgeblieben sei, und das hat mich immer mehr interessiert, und irgendwann bin ich dann auch mal dort Mitglied geworden. Okay, warte mal. Volker, es scheint, dass wir haben hier ein paar technische Probleme. Ist deine Mute-Knopf noch an? Nö, eigentlich. Wir haben uns ja getestet vorhin. Müsste doch eigentlich in Ordnung sein. Okay, warte mal. Lass mir mal. Oh man, I can't believe this shit. Warte mal. So, lass uns mal das nochmal probieren. Volker, sag mal ein paar Worte rein. Ja, Test. Geht das jetzt? Funktioniert's? Test, Test, Test. Ja, jetzt scheint das mal sehr gut aus. Okay. 1, 2, 3, ja. Ja, okay. Es tut mir leid, Leute. Wir haben hier mal ein paar technische Probleme gehabt. Ich weiß es nicht, wieso. Aber auf jeden Fall, wir haben mal damit eingestiegen, ist, dass erstmal Volker ist bei uns in der Sendung. Der ist beschäftigt als Redakteur bei Kulturstudio. Und heute Abend haben wir ihn in der Show. Und es geht einfach darum, ist, dass Volker gehört zu dieses Shark Hunter Gruppe. Und ich wollte, dass Volker mal uns erklärt, wie der überhaupt in diese Thema eingestiegen ist und was ihm dazu geleitet hat. So, Volker, es tut mir leid, nochmal von vorne, bitte schön. Ja, also wie gesagt, das begann eigentlich damit, dass ich viel amerikanische Radiosendungen übers Internet höre. Das fing halt damals schon an, 2003, da bin ich so halbwegs aufgewacht mit 9-11, dass da was nicht stimmt. Und die ersten Informationen waren halt aus Amerika. Und so habe ich dann viel Jeff Renz gehört, da drüben sehr bekannt, Talkshow-Sendung. Und da ist mir dieser Harry Cooper halt immer aufgefallen. Von den Shark Hunters, der war da halt einmal monatlich zu Gast und ist immer noch monatlich zu Gast dort. Und ja, so ja, begann das Interesse da also auch, diese Geschichte, also auch dann gesamt die deutsche Geschichte, die Weltkriegsgeschichte, ja, so begann das. Ne? Die Shark Hunter, das heißt da wörtlich übersetzt, die Haijäger,
Das ist ja eigentlich eine Gruppe, die hat sich ja eigentlich gar nicht mit dem Thema jetzt befasst, wo, wie jetzt Hitler, was dann nach Berlin basiert sein könnte, sondern eigentlich geht es ja bei denen um was anderes. Es geht eigentlich um, die beschäftigen sich mit U-Booten so weltweit und da natürlich interessant, Zweiter Weltkrieg, deutsche U-Boot-Technologie und die spüren sozusagen die Geschichte von diesen U-Booten nach. Das ist um was es eigentlich geht, oder? Genau, das ist ihr Hauptthema. Die haben sich gegründet 1983. Und wir können ja gleich nochmal ein bisschen über die Geschichte von Harry Cooper, wie er dazu kam, erzählen. Und die haben sich 83, wie gesagt, gegründet. Und hauptsächlich geht es da um die U-Boot-Sache im Zweiten Weltkrieg. Hauptsächlich die deutschen U-Boote, aber auch die der Alliierten. Der U-Boot-Krieg, den Verbleib der U-Boote. Dann sind ja viele, weiß man gar nicht über den Verbleib. Und so forscht man halt da und sucht, hat auch Veteranen gesucht, also Überlebende und auch gefunden, in Deutschland natürlich und auch natürlich in Amerika. Und so ist das dann zusammengewachsen und ja, jetzt haben wir, glaube ich, da, also stehen wir bei Mitgliederstand von 9000 oder sowas. Wow. Wobei die Veteranen, die sterben natürlich leider alle langsam weg, aber da gibt es auch noch über 100-Jährige. Aber ganz witzig. Das heißt, bei den Shark Hunters, also die Mitglieder sind Leute, die sich eben für dieses U-Boot-Thema interessieren. Und was es so besonders macht, das sind eben dort ganz viele Leute dabei, die eben selber Veteranen waren, in irgendeiner Form mit den U-Booten zu tun hatten. Das sind zum Teil Privatforscher und Leute aus allen möglichen Ländern. Ne? Und das ist, was ja da so ein ganz erstaunliches Netz eigentlich so gibt, was du sonst gar nicht hast irgendwo. Ja, genau. Das ist also, wie gesagt, ehemals feindübergreifend und man trifft sich auch hier in Deutschland oder in Österreich trifft man sich und das ist halt, man will das aufarbeiten und Freundschaften haben sich da ergeben und ja, der Völkerfreundschaft natürlich zugeneigt, ne? Mhm. Jetzt deine Frage, wenn man spricht über diese Shark Hunters, dass die forschen nach mal gewisse U-Booten und sowas, ist das so, dass diese Shark Hunter Mitgliedschaft, dass das sind Leute, die tatsächlich hinaus ins Meer fahren und tauchen und versuchen diese Dinge per Sonar oder sowas oder was weiß ich, die zu verbergen oder zu finden? Also das ist mir so nicht bekannt, dass man da irgendwie sucht. Also es ist so, also auf deutscher Seite sind bis zu 200 U-Boote vermisst. Das heißt, also ihr Verbleib ist gar nicht geklärt. Boah, so viele. Also, ja. Da zählen jetzt also nicht die man versenkt hat, weil wenn in so einem Krieg meinetwegen die Engländer ein U-Boot versenken, dann taucht es in der Statistik auf. Ja. Also dass man die jetzt physisch sucht, das glaube ich, das würde auch den finanziellen Rahmen da übersteigen, aber zumindest versucht man zu forschen, was denn damit jetzt passiert sein könnte. Und so kam man dann natürlich dann auch auf diese Argentinien- und Antarktis-Geschichte. Aha. Ja, und so, es ist nicht, also wie gesagt, man sagt bis zu 200. In den letzten Kriegsjahren gab es unheimlich viele Wirren darüber, wie viel überhaupt noch U-Boote also von Stapel gelaufen sind, fertiggestellt worden sind. Und also da kommt solch eine Zahl eben schon bei rum. Ne? Aha. Und und der Resultat davon, ich meine, okay, du hast gesagt oder erwähnt, ist, dass diese Antarktis und auch in dieses Südamerika-Geschichte ist das mal zustande gekommen und so sind die Leute darauf gekommen. Wie sind die Hinweise dort die Verbindung da? Das ist, was mir interessiert ist. Wie ist das Verbindung? Wie kommt das denn überhaupt? Also das ergibt sich durch die ganzen Veteranen, die auch da sofort wo man das Vertrauen gewinnen konnte und so viele Veteranen dann auch dazu kamen. Da sind natürlich auch, sag ich mal, mehr oder weniger hochrangige Leute
also nicht Spitzenpositionen, aber schon höherrangige Leute dabei gewesen, die dann natürlich Tipps gegeben haben, was hier und da gewesen sein konnte. Ne? Mhm. Ja. Und wie ist jetzt, wie ist jetzt der Harry Cooper auf diese ganze Argentinien-Geschichte gekommen? Ich meine, zum einen ist ja so, dass manche von diesen U-Booten sind in Argentinien aufgetaucht oder dort in diesem hier im Rio de la Plata, also Argentinien, Uruguay. Aber klar, da hat er also, wenn du nach U-Booten suchst, musst du auf jeden Fall sowieso in Argentinien auch mal nachschauen. Aber wie ist denn dann diese ganze Story dann gekommen hier mit der Hitlerflucht aus Berlin? Ich meine, wie ist das? Woher hat er denn das Zeug auf einmal bekommen hier? Ja, dazu musst du mal vielleicht erstmal ein bisschen ausholen. Er ist eigentlich auch zufällig an das Thema überhaupt rangekommen. Also er hatte ganz andere Absichten oder Lebenspläne und er hat dann in den späten 70er, Anfang der 80er Jahren hat er, sag ich mal, seine Berufstätigkeit geschmissen. Und er war also auch noch amerikanischer, also Racing, in irgendwelchen Racing-Teams und hat dort Racings gefahren und das hat er dann mal alles hingeschmissen, hat sich eine Yacht gekauft, eine 10-Meter-Yacht und ist in die Bahamas geschippert und hat dann quasi alles hinter sich da gelassen und hat da das Geld irgendwie alles verprasst und dann noch so eine schöne Story, er hat dafür so eine Art Playboy-Magazin, hat er da irgendwie so drei Damen, junge Damen mitgenommen auf der Fahrt. Also total der Lebemann, ja, also ab in den Bahamas und leckt mich am Arsch alle und ihr könnt mich mal. Ja, und da ist er dann auf den Bahamas, ist er da um so eine kleine Insel eines Tages mal geschippert. Und da hat er so Ruinen vorgefunden aus dem Zweiten Weltkrieg und konnte den alten Verwalter dieser Insel sozusagen, hat er da getroffen und mit dem hat er gesprochen, was sind das für Ruinen, was sind das für alte Sachen hier, die hier stehen, Funkmasten und so weiter. Und dann sagte der, ja, das wäre im Zweiten Weltkrieg eine Insel gewesen, eine Station für die deutschen U-Boote, um sie also zu verpflegen. Also auf der Insel gibt es ein Wasserreservoir oder mehrere. Da wurden die also mit Frischwasser und mit Food versorgt. So ist er eigentlich da auf das Thema gekommen und da hat er sofort gesagt, naja, diese evil Nazis. Und er ist ja, sag ich mal, nach dem Krieg war er ja auch bei der Air Force 4 Jahre lang. Ist also da noch indoktriniert worden und dass die Nazis natürlich alles Unmenschen seien und so weiter. Und man hat ihm dann erzählt, dass die einfach so die Leute aus dem U-Boot oder aus Schiffen raus einfach abgemäht haben und so weiter. Also man hat da Schauermärchen erzählt. So wurde er da indoktriniert auch bei der Air Force. Wollte Pilot werden, aber es hat dann nicht geklappt. Ja, und so war er dann halt noch konditioniert und hat sich da erstmal keine großartigen Gedanken gemacht, außer dass er das natürlich komisch fand, dass in Bahamas eine kleine Insel existiert, wo deutsche U-Boote verseucht wurden. Ja, das ist ja, dass das nicht untergeht. Ich meine, das ist, wir haben heute ganz viele so erstaunliche Dinge, aber das ist ja schon der erste Knaller eigentlich. Ja, ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, warte mal, wait a minute, Bahamas, das ist ja wirklich der Hinterhof der USA. Ich meine, wie kann es das sein, dass im Krieg deutsche U-Boote dort in aller Ruhe dort an Land gehen können, irgendwie sich mit Trinkwasser versorgen. Die nächste Frage, haben die da nur Trinkwasser angenommen oder vielleicht auch Diesel, Treibstoff und von wem haben sie den dann bekommen? Ne? Also ich meine, auch in den Bahamas, das ist wirklich Amerikas Hinterhof. So. Ja, well, ich glaube mal, auch was interessant ist, dass sicherlich Volker hat Informationen darüber, ist, dass da gab es mal eine U-Boot-Kapitän, die Auftrag gehabt hat, diese Manhattan Project zu zerstören. Ne? Ja, da weiß ich aber nicht. Also da ist die Sache eigentlich unklar. Vielleicht wisst ihr da mehr zu. Mir ist das einfach zu unglaubwürdig. Okay.
Wie gesagt, da weiß ich zu wenig drüber. Okay, und was ist mal mit dieser, da gab es diese Film in Deutschland, mal, wo Jon Bon Jovi mitgespielt hat, Herbert Grönemeyer, da gab es mal auch diese Titel. Das Boot. Das Boot. Ne? Das ist ja ein Roman, das ist auch sehr interessant, der ist ja von einem ehemaligen U-Boot-Mann geschrieben, von Lothar Günther Buchheim. Ja. Kannst du dafür etwas zu sagen, ja? Ja, das hat die Situation eigentlich ganz verdeutlicht, wie das damals war. Ach, übrigens ist das die U-Boot-Flotte der Deutschen hat also die schlechteste Rückkehrrate überhaupt, die es so ziemlich auf der Welt gibt. Also ich glaube, bei den US-Amerikanern, bei der U-Boot-Flotte war das so, dass einer von sieben nicht nach Hause gekehrt ist und bei den Deutschen war es umgekehrt. Also von sieben Seeleuten, die in den U-Boot-Krieg gezogen sind, ist nur ein deutscher Seemann zurückgekommen sozusagen. Genau, ja. Das heißt, die Leute, die das gemacht haben, waren auf jeden Fall, ich weiß, sind so Dinge, die hören die Leute heutzutage gar nicht mehr gerne, aber es ist so Werte wie Tapferkeit, das haben die schon verkörpert. Also ich meine, das waren jetzt nicht irgendwelche Cowards, also so Angsthasen, so, die aus dem Hinterhalt irgendwie operieren. Weil so wird es immer dargestellt. Ist er vielleicht auch so. Also wenn du auf so einem Frachtschiff bist, ist es natürlich ein U-Boot schon was Hinterhältiges, taucht auf einmal auf und bang, ja. Aber diese Leute waren also welche, die den da nicht wirklich die große Angst hatten, so, sondern da Tapferkeit ist eigentlich so das Wort, was mir da einfällt, so in den Krieg gezogen sind. Ne? Ja, also bei so einer Rate ist das ja schon fast ein Selbstmordkommando. Ja. Aber sie haben es halt trotzdem gemacht und also diese schlechte Quote liegt natürlich auch daran, an die Geschichte mit der Enigma, ja, dass der Code halt geknackt war und da hatten sie natürlich fast gar keinen Schutz mehr, ja, und das ist natürlich dann übel. Ne? Aber wir waren ja noch bei Buchheim und das Boot und ich weiß nicht, vielleicht das Boot hat auf jeden Fall dieses Bild auch mal ein bisschen anders dargestellt, so, oder? Weil da hat man dann gesehen, also gerade auch der Film ist ja dann auch super produziert, weil es eine so Highlights deutsche Filmgeschichte so. Und da hat man auf einmal dann gesehen, so eine eher ganz menschliche Seite von diesen Seeleuten, auch diese permanente Druck und Angst, diese psychische Druck, unter dem die da waren, ne? Ja, ich denke auch, das ist also wirklich gut dargestellt, wie so eine Situation in so einer schmalen Röhre da wirklich ist, ne? Und oder war in diesem Krieg. Ja, das ist schon psychologisch sehr gut dargestellt, finde ich. Na okay, dann kommen wir nochmal zurück zu, wo wir vorhin waren hier. Also der Cooper war auf den Bahamas und hat dort diese seltsame Anlage vorgefunden, ne? aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber und genau. Gut, hat sich immer noch vielleicht gewundert auch, aber immer noch, naja, hier, wow, Nazis waren sogar hier, Heavy Stuff und so. Aber wie ging es dann weiter so, ja? Ja, vor allen Dingen war da also auch eine Fußstation, ja, also drauf und ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man da Funkverbindung hat, irgendwo am Ende der Welt, also von Deutschland aus gesehen jetzt. Und das hat ihn dann erstmal weiter nicht interessiert. Irgendwann war sein Geld alle und er ist dann zurückgeschippert und ist dann zurück nach Chicago, glaube ich. Genau, er war ja aus Chicago sozusagen auf die Bahamas dann und dann ist er wieder zurück. Ist, glaube ich, bei seiner alten Firma wieder angefangen. Und dann ist ihm das wohl noch mal eingefallen und er hat sich dann, wie gesagt, da mal schlau gemacht, was es denn damit auf sich hatte mit dem ganzen U-Boot-Krieg. Und so kam er dann, glaube ich, zu diesem Thema. Ja. Und wie hat er dann die Shark Hunter gegründet? Also ich meine, er hat dann angefangen zu recherchieren und dann hat er irgendwie dieses Netzwerk aufgebaut. Und ich meine, der Cooper, wir kennen den, ja, und ich kann es auch nur jedem von euch empfehlen, der gut in Englisch ist, sich das auch mal anzuhören. Also wenn ihr einfach Harry Cooper in YouTube eintippt, dann kommt ihr auf die ganzen Shows, die er mit Jeff Renz gemacht hat und das ist echt good stuff. Weil der scheint ja so ein Typ zu sein, halt so ein im positiven Sinne ein Menschenfänger. Also einer, der halt super gut kommunizieren kann, der immer, also und die Leute vertrauen dem. Und so hat er es dann geschafft, der dann Leute auch zusammenzubringen, die früher befeindet waren und hat er dieses Netz aufgebaut. Wie hat er denn das gemacht? Ja, also wie gesagt, 1983 fing das an und er hat dann Veteranen gesucht. Also natürlich hat er erstmal amerikanische Veteranen gefunden,
die also auch U-Boot-Fahrer waren und so weiter. Und dann ist er aber auch in Europa fündig geworden und hat deutsche Veteranen gefunden. Und so ist das, ja, das Netzwerk dann größer geworden. Ein prominentes Mitglied in diesem Club war übrigens Ronald Reagan. Ja. Oh, really? Der Schauspieler. Ja, und der Präsident, ja. Okay. Er war auch bis seit seinem Tode dort Mitglied bei den Shark Hunters. Also, ja, wie man sieht, er hat da schon ein bisschen gewirbelt, aufgewirbelt und schon ein paar Leute dabei, die ja, schon was zu sagen haben. Ne? Wow. Und so hat er halt Informationen bekommen, also er hat sich auch mit mehr und mehr Leuten getroffen und die haben halt diese ganzen, gerade am Anfang so diese ganzen Veteranen, die haben halt alle dann ihre Geschichte erzählt und so haben sich dann verschiedene kleine Mosaiksteinchen zu einem größeren Bild zusammengefügt und da sind dann irgendwie auch die Informationen gekommen, dass da eine sehr große Verbindung irgendwie gab zwischen Deutschland und Südamerika oder wie? Ja, also vor allen Dingen ist ihm erstmal, glaube ich, die Kinnlade runtergefallen, weil er war indoktriniert natürlich auch und hat dann festgestellt, dass er mit diesen Veteranen da tatsächlich auf Menschen trifft, ja, wo man ihm ja immer gesagt hat, die Deutschen, die Nazis, das waren keine Menschen, die wären nicht in die Kirche gegangen und so weiter. Und dann stellt er halt fest, das sind auch Menschen, die sich um ihre Familien kümmern. Und auch sonntags in die Kirche gehen und also nichts anderes, ja, und auch gerne ihr Bier trinken und so weiter. Ja, also da ist ihm das dann, glaube ich, wirklich bewusst geworden, ja, dass ja mal irgendjemand die Völker aufeinander gehetzt hat. Ja, ja und das, ja. Ja, Entschuldigung, Volker, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich muss mal zurück zu dem Ersten Weltkrieg denken. Einfach mal über diese Gespräche, dieses Sykes-Picot-Abkommen, das wird erzählt, wie die deutschen U-Booten, dass die sogar mal einen Zeitungsartikel in den USA mal herausgelassen haben. Und der war eine Diskussion, wo diese Lusitania mit amerikanischer und britischer Zivilvolk drauf waren, dass von einem deutschen U-Boot mal gesungen wurde. Aber das ist nicht Zweiter Weltkrieg. Das ist schon mal, das ist das Spiel, das... Das Spiel geht mal weit zurück, ne? Ja, ja. Also das fing dann natürlich an und also im Versailler Vertrag wurde dann ja auch ausdrücklich der deutschen Marine verboten, überhaupt U-Boote zu besitzen. Ja. Aha. Und ja, und ich weiß gar nicht, wie viel also die Wehrmacht also dann nachher an U-Booten im Einsatz hat. Das waren viele Hunderte. Aber wie gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg, also bis zur Machtübernahme Hitlers, gab es kein einziges U-Boot, ja, für die deutsche Marine. Ja, und man hat dann aber, glaube ich, schon, man hat da, glaube ich, schon einen kleinen Trick gemacht. Man hat, glaube ich, in Holland oder in den Niederlanden hat man schon U-Boote, aber nur kleine bauen lassen und angeblich sollten die verkauft werden an andere Nationen und die sind aber irgendwie nie ausgeliefert worden. So hatte man, glaube ich, 1938 zumindest irgendwie 57 kleinere U-Boote. Ja, aber nicht leistungsstarke, weil ja, man wäre vielleicht gerade mal nach England gekommen oder irgendwie so. Ja, nichts Tolles zu der Zeit. Ne? Ja, und dann gab es dann halt diese rasante Entwicklung und bis hin zu Elektroantrieben und so weiter. Ja, also das war eben am Ende des Krieges. Ja, und wie kommen wir jetzt nach Argentinien? Na, das ist ja, glaube ich, die Frage. Ja. Mhm. Und ja, da ergab es sich halt, also zwei Jahre nach Gründung 1985, hat sich jemand als Mitglied eingeschrieben und hat sich dann per Brief gemeldet beim Harry, ein sogenannter Don Angel Alcazar. Und ja, wie gesagt, der hat dem Harry einen Brief geschrieben über das, was er Ende des Zweiten Weltkriegs, also bei der Kapitulation und darüber hinaus, so alles gemacht hat für die Deutschen. Aha. Und das klang für ihn erstmal alles unglaubwürdig und irgendwie so eine Story.
Aber er hat es dann erstmal weggelegt und hat dann aber andere Mitglieder mal so befragt und da sind auch ehemalige CIA-Mitarbeiter im Club sozusagen, also auch, sage ich mal, aus dem Zweiten Weltkrieg, die sich da, ne, von der CIA-Leute und ja, und die haben dann bestätigt, dass dieser Don Angel Alcazar tatsächlich existiert. Er sei nämlich Spion gewesen für die Achsenmächte, also für Japan und für Deutschland. Ist ein Spanier und ja, so hat er dann den Brief wieder in die Hand genommen und hat dann weitergelesen. Also weil ihm das eben bestätigt worden ist, dass dieser Spion tatsächlich existiert. Ne? Ja, und in diesem Brief beschreibt dieser Don Angel eben die Flucht aus dem Bunker in Berlin. Wow. Im April 1945. Und er hat gesagt, ach, jeder weiß doch, ja, Hitler hat Selbstmord begangen und ist verbrannt worden und die offizielle Story und konnte es gar nicht glauben, was das denn für ein Zeug ist. Ja, und ja, hat dann einfach weitergelesen und letztendlich haben sie daraus ein Buch gemacht. Ich glaube, das war einer seiner ersten oder das erste Buch von Harry Cooper, The Escape from the Bunker. Und da ist eben dieser Brief, eben diese Beschreibung dieses Don Angel, wie Hitler aus Berlin rausgebracht wurde und nach Argentinien gebracht wurde. So, jetzt bin ich mal gespannt. Genau, weil wir müssen nur mal das Szenario jetzt auch für alle unsere Hörer nochmal aufstellen. Also ich meine, das sind die letzten Kriegswochen so. Es ist völlig klar, der Krieg ist für Deutschland verloren so. Berlin ist umzingelt von der Rote Armee. Also es gibt aus Berlin, du kannst nicht mehr auf dem Landweg irgendwie dich absetzen. Also irgendwann ist der Ring geschlossen so und irgendwann war Berlin umzingelt. Ich meine, wie kann man aus da überhaupt rauskommen? Also Berlin hat da keine Küste, also da kann ihn kein U-Boot oder so abgeholt haben. Damit geht schon los. Ich meine, wie ist der aus Berlin rausgekommen so? Ja, also leider gibt's noch keine deutsche Übersetzung für das Buch. Die arbeiten dran, aber es will sich hier natürlich kein Verleger finden in Deutschland, wie so üblich. Aber es kann man also in Englisch ganz gut lesen, ist nicht so dick das Buch, also wer das kaufen möchte, kann das bei ihm kaufen. Ich glaube, das wird also auch nach Deutschland geschickt. Also, wie ist das passiert? Das Ganze soll passiert sein am 21. April 1945. Ich glaube, die offizielle Todestag Hitlers soll ja, glaube ich, der 30. April sein. Aber wie gesagt, das soll am 21. April passiert sein. Und dieser Don Angel war mit im Bunker. Er war bei der Auslandsspionage oder Auslandsgeheimdienst tätig. Er ist kurz zuvor aus Madrid, wo er vorher gearbeitet hat, für das Deutsche Reich, ist er dann nach Berlin in den Bunker sozusagen zitiert worden. Und hat dann dort einige Tage oder Wochen verbracht und hat dann also die letzten Tage miterlebt. Am 16. April soll es dann also dort, sag ich mal, schon den Befehl gegeben haben, alles zu räumen und zu vernichten. Und das hat sich das Ganze aber dann trotzdem noch bis zum 21. April hingezogen. Und Drahtzieher dieser ganzen Sache soll wohl Martin Bormann sein, so schreibt er. Und im Prinzip sei es so, dass es eigentlich gegen Hitlers Willen geschehen sein soll. Wie gesagt, er schreibt das so, ich kann das jetzt nur wiedergeben. Ja, kann sich jeder seine Meinung darüber machen. Auf jeden Fall, Martin Bormann stand wohl dahinter. Der ihn dann quasi aus dem Bunker rausgeholt hat am 21. April mit Eva Braun. Und da
ja, also... Vielleicht müssen wir noch mal kurz auf diese Namen eingehen. Martin Bormann, das ist jetzt nicht jeder so gleich Historiker. Wer war Martin Bormann? Ne? Der war ursprünglich Stabschef, glaube ich, bei Rudolf Hess. Ja, was auch schon interessant ist, ja, Rudolf Hess und die Geschichte mit dem Englandflug und so, haben wir auch schon mit ihm gesprochen. Ja. Also da kam der her und der ist aber, wird beschrieben als ein sehr ehrgeiziger Charakter. Ja, und der wohl dann in den letzten Kriegsmonaten wohl so eigentlich die Schattenregierung war, weil so wird es erzählt, Hitler war wohl schon sehr zerrüttet von den ganzen Ereignissen und dann auch mit gibt's auch viele Geschichten, wie er dann schon auch mit allen möglichen pharmazeutischen Produkten irgendwie bearbeitet wurde, Hitler. Und Bormann war sozusagen der Typ, der da so die Fäden in der Hand hat. Weil das muss man auch sagen, so eine Flucht, die kannst du ja nicht spontan machen. Die müssen das ja schon ein bisschen vorbereitet haben über Wochen, Monate, vielleicht noch länger, eben auch schon, wo flieht man hin? Also es war jetzt keine heillose Flucht, sondern das war schon von Anfang an gut geplant. Und dieser Bormann, sagst du, ist so derjenige, der dort den Hut auf hatte und der das alles organisiert hatte. Genau, er war wohl der starke Mann hinter Hitler, also in den letzten Wochen. Und er war ja sowieso enger Berater und hat die Fäden dort in der Hand gehabt und hat wahrscheinlich, also nicht nur er alleine, da muss also wie gesagt mehrere Leute noch dahinter gestanden haben, also es ist quasi eine Regierung in der Regierung, die quasi diese Flucht dort geplant haben. Beteiligte daran waren zunächst auch sicherlich Canaris, später ja dann verurteilt und gehängt. Aber zunächst war er wohl dabei und das ist vielleicht auch noch eine interessante Figur für später mal im Laufe der Sendung. Admiral Canaris war das, ja? Ja, genau. Das ist auch schon wieder Seemann, ne? Ja, genau. Also der hat auch viel mit Argentinien schon von Anfang an, schon im Ersten Weltkrieg zu tun gehabt. Und also da sind viele Figuren, die, sage ich mal, nicht im Vordergrund stehen, aber trotzdem sehr einflussreich sind. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, von wem es war, aber mir ist in Erinnerung, Harry Cooper spricht davon, dass irgendeiner von den Leuten aus Bormanns Stab irgendwann gesagt hat, wir haben einen Shangri-La für den Führer gefunden. Also weil das ist ja die Frage, wenn fliehen, wo überhaupt auf der Welt? Ich meine, da gibt's ja diverse Möglichkeiten. Ne? Ich meine, Südamerika ist eine Option, andere Möglichkeiten wären auch gewesen, irgendwo vielleicht in die islamische Welt zu gehen, ne? oder auch in weit weg in irgendwie Südpazifik oder Fernostasien. Das bringt uns dann wieder zu die Shangri-La und diese ganze Gerüchte über das, was in Antarktis, was war natürlich die ganze Flat Earther darüber sprechen oder was weiß ich. Und das ist denn schon wieder eine Einleitung dazu, dass der tatsächlich, was auch Admiral Byrd darüber in seinen Memoirs mal dort mal freigegeben worden ist. Ja, deswegen lass uns mal, Volker, lass uns mal darauf eingehen, was ist denn eigentlich so diese Südamerika-Connection? Also warum hat man gesagt, okay, Südamerika, Argentinien, das ist vielleicht das allerbeste Exil oder so für die Top-Leute. Was ist diese Südamerika-Connection? Weil du hast da selber auch schon angedeutet, die ist auch schon älter. Die geht auch schon zurück auf den Ersten Weltkrieg oder vielleicht noch länger her. Was ist das für eine Verbindung? Erzähl doch mal darüber, bitte. Ja, Alex hat das gerade schon kurz erwähnt. Meine U-Boot-Fahrer entdeckten ein echtes irdisches Paradies und die U-Boot-Flotte Deutschlands kann stolz sein, dass sie am anderen Ende der Welt für den Führer eine unannehmbare Festung errichtet hat. Das soll Karl von Dönitz gesagt haben. Dönitz, ja. Und das war auch ein Topmann. War der nicht sogar bis zuletzt dann irgendwie noch... Ja, der hat... Im Amte hier sozusagen, ja? Richtig, ja. Der hat ja dann quasi die Reichsregierung übernommen in Kiel. Und bei der Flucht soll er auch dabei gewesen sein. Also einige Generale waren dabei, also Keitel, Jodl und Großadmiral Dönitz seien dabei gewesen sein. Und da hat er den Brief dann auch wieder aus der Hand gelegt, der Harry Cooper, weil er gesagt hat, Moment mal, Dönitz, er war doch in Kiel. Er war doch gar nicht in Berlin, ja. Und kann doch gar nicht sein, da hat er den Brief dann wieder weggelegt, ja. Bis ihm dann ein deutscher Veteran seines Clubs dann gesagt hat, ich guck mal in meinen Unterlagen nach.
Und der hat dann festgestellt, gerade am 21. April war Großadmiral Dönitz tatsächlich in Berlin. Wow. Ja, also an dem einen Tag, einen Tag nach Hitlers Geburtstag. Ne? Ja, und ich führe das mal weiter. Was ich noch interessant finde bei dieser Flucht, bevor ich dann gleich auf eure Frage zurückkomme, also bei dieser, sag ich mal, Verabschiedung aus diesem Bunker, wurde Hitler sozusagen, also der war gesundheitlich angeschlagen oder unter Drogen, wurde dann quasi verabschiedet und aus seinem Quartier kamen also dann auch Eva Braun und zwei junge Mädchen in Zivil und eine ältere Frau. Ja, das mal für später schon im Kopf behalten, das ist vielleicht ganz wichtig. Ja. Mhm. Außerdem, wie gesagt, Keitel, Jodl und Dönitz. Ja. So, und das nur mal im Kopf behalten für später. Es gibt eine längere Geschichte, was Deutschland in Südamerika betrifft. Das geht schon in den Ersten Weltkrieg zurück. Es gab ein Kriegsschiff Nürnberg. Die haben 1914 bereits Feuerland umrundet, beziehungsweise Magellanstraße, dieses Gebiet erforscht, also nicht nur umrundet, sondern auch erforscht. Und zwar muss man sich das da unten so vorstellen, so ungefähr wie in Norwegen oder noch karstiger, weil dort sozusagen der Bergrücken ins Meer verläuft, hat man da Fjorde und also es ist wirklich total versprenkelt alles. Ja, das kann ich voll bestätigen. Also ich war da unten schon in der Gegend, auch in diesen Gewässern mit da rumgefahren. Das ist wirklich, wirklich krass, auch wie ein Labyrinth. Also das, da gibt es ganz viele verschiedene Seestraßen und immer super kleine Inseln noch und Gletscher, die da reinkalben. Also ziemlich wild. Und es ist schon allein so als Seegebiet wirklich ein Versteckspiel dort. Ja, also und wie gesagt, dieses Kriegsschiff Nürnberg, das hat dort, also wie gesagt, man sagt, man hat dort Erkundigungen getätigt, wo man denn Schiffe verstecken kann, wo man kleine Buchten haben oder Buchten überhaupt haben kann, wo man sozusagen so Art Basen errichten könnte, so entweder U-Boot oder Schiffbasen, so ziemlich versteckt auf jeden Fall. Und interessanterweise soll auf diesem U-Boot schon der junge Canaris dabei gewesen sein, als Leutnant oder so. Können die Zuschauer ja mal nachforschen. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, ob das sein kann. Aber wäre ja interessant. Er soll schon dabei gewesen sein und interessanterweise hat er, glaube ich, 1938 diese Tour quasi wiederholt. Ich weiß jetzt nicht mit welchem Schiff. Er ist dann nochmal dahin quasi, kurz vor Kriegsausbruch und hat dort weiter geforscht, also noch weiter ins Detail geschaut, ob man da Verstecke finden kann. Ja. Steht das in Verbindung auch mit diesen Antarktis-Expeditionen? War der auch dort am Start? Also zeitlich steht es auf jeden Fall im Zusammenhang. Ob es da irgendeine Verbindung gibt, das bleibt Spekulation. Das da kann jeder gerne forschen. Ist mal auf jeden Fall interessant, weil die Neuschwabenland-Expedition war ja auch, soweit ich weiß, 1938. Ne? Hm. Und hier, wo wir da schon sind, ich meine, wir werden immer wieder mal abweichen und wieder zurückkommen so auf den Hauptstrang, aber wo du sagst, diese Neuschwabenland-Expedition, einer der Hauptfinanziers war ja Rudolf Hess. Ne? Und das ist auch interessant, weil wenn wir dann wieder die Verbindung haben, der Stabschef von Rudolf Hess war eben Martin Bormann. Das heißt, die wussten schon frühzeitig, da unten gibt's interessante Dinge, sagen wir mal so. Ja? Ja, also wenn man sich das nochmal so diese ganzen Figuren anschaut, dann ist es wirklich so, dass es so eine Schattenregierung gab eigentlich. Ne? Also es gab die Public Relations, also die offizielle Regierung, aber es mussten eine Menge Leute
gegeben haben, die also hinter den Kulissen da noch weitaus mehr gearbeitet haben. Mhm. Ne? Und noch so eine Namenszufälligkeit, oder mag da schon von Zufällen sprechen, wo wir gerade bei diesem Kriegsschiff Nürnberg sind. Erster Weltkrieg, das du gerade beschrieben hast, da, also erster Weltkrieg, deutsches Kriegsschiff Nürnberg, wo vielleicht auch dieser junge Canaris, damals vielleicht noch Leutnant, an Bord war. Der Kommandant von diesem Boot war Graf von Spee. Ja. Genau. Und was deswegen so witzig ist, weil im Zweiten Weltkrieg dann, ja, im Zweiten, ja, Weltkrieg gab es ja dann diesen riesen Panzerkreuzer oder der Graf Spee. Die Graf von Spee, die benannt ist nach dem Kommandanten, der eben schon im Ersten Weltkrieg im Südpazifik war. Genau. Und dann im Zweiten Weltkrieg diese Graf von Spee, das ist ja so eine ganz bekannte Geschichte, die war eben so auf Kaperfahrt dort, auch wiederum im Südatlantik unterwegs. Und es ist dann dort aber irgendwie dann in Schlachten mit englischen Schiffen verwickelt worden und es ist dann beschädigt gewesen und dann ja eingelaufen. Laufen da im Rio de la Plata, da in Argentinien, haben wir so Hallo gesagt. Und dort wurde dann aber, die Engländer haben sozusagen diese Meeresenge dann auch verbalkadiert und es war klar, das Schiff kommt eigentlich nicht mehr raus und haben sie die Übergabe gefordert. Und dann hat doch der Kapitän von der Graf Spee dann dieses Schiff dort im Rio de la Plata versenkt, damit es nicht in den Feind in die Hände fällt. Und ich meine, was für ein witziger Zufall, dass dieses Schiff Graf von Spee heißt. Ist, ja, derselbe, der eben im Ersten Weltkrieg auch schon am Start war. So, ja, absolut, man. Ja, also ist da in Südamerika, wie gesagt, da gab es schon Hochburgen mit deutschem Einfluss. Also man weiß gar nicht, warum. Ja, also was war denn da jetzt so interessant? Also in Argentinien waren die Deutschen schon stark vertreten. Also während des Kaiserreichs, also Erster Weltkrieg, Mercedes war da schon aktiv. Ja, und so hatte man also auch Geld dort, ja, also und Manpower und Wissen und die waren da schon verteilt, ob das jetzt Brasilien war, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Chile, ja, und in den öffentlichen Mainstream ist das natürlich alles schmuddelig, ja, wie unsere Geschichtsschreibung ja sowieso schmuddelig zu sein hat. Ja. Aber das stört uns nicht, wenn wir einfach forschen wollen. Ja, wir wollen ja einfach mal schauen, was denn da sonst noch passiert ist. Und ihr sprach ja vorhin von Revision. Also wir wollen einfach nur noch mal hinschauen. Ja, also auch in Ecken und Kanten der Welt, die eigentlich ja abseits liegen von dem damaligen Geschehen. Und das macht die Sache wirklich merkwürdig, eigenartig. Aber da ist noch jede Menge zu erforschen. Ja, vielleicht eins noch, wo wir gerade so in dieser alten Verbindung sind zwischen hier Deutschland und diesem Südamerika-Ding. Dieses Schlachtschiff Deutschland, war das nicht auch verwickelt in und ist sogar dort versenkt worden dann in einer Seeschlacht, die rund um die Falklandinseln liefen? Im Ersten Weltkrieg? Da weiß ich nichts. Nee. Bin ich jetzt nicht sicher, ob ich das zueinander bringe. Aber was ich mir sicher bin, im Ersten Weltkrieg gab es eben dort um die Falklandinseln schon eine riesen Seeschlacht, wo man sich auch fragt, ich meine, hallo, Erster Weltkrieg ist, warum kämpfen die dort unten um diese Insel mit diesen paar tausend Schafen drauf? Diese selben Inseln sind in den 80er Jahren dann nochmal zu einem Kriegsort geworden, dann zwischen Argentinien und England wieder. Und ich weiß nicht, ob wir da schon wieder vorausgaloppieren, weil dann müsste man sich auch fragen, sind das vielleicht dieselben Kriegsparteien gewesen wie schon im Ersten Weltkrieg? Also ja, man kommt von Hölzchen auf Stöckchen, aber das ist egal, weil es ist einfach so verzweigt und so. Und es fängt schon so früh an, ja. Und das macht, also mir macht es auch Spaß, da einfach zu forschen, weil es ist einfach, da ergeben sich auf einmal so viele Sachen, Merkwürdigkeiten, die man nicht erklären kann und die man einfach versucht zusammenzuspinnen. Ja, also nicht jetzt im Sinne von bekloppt sein, sondern Fäden zu ziehen. Ja, schon überhaupt halt die Frage, was ist da unten von Interesse? Ich meine, okay, jetzt ist so kriegsstrategisch ist es wahrscheinlich, bevor der Panama-Kanal entstanden ist, war das wahrscheinlich schon wichtig, weil halt dort unten alles, was sozusagen von Westamerika, Westküste, mit dem Boot fährt, das muss halt da unten rum.
Aber ich meine, so, ich habe es jetzt nicht gar nicht genau im Kopf, wann der Panama-Kanal gebaut wurde, aber im Zweiten Weltkrieg war der definitiv schon da. Und ich glaube auch schon, ich glaube eigentlich auch schon vor dem Ersten Weltkrieg wurde der gebaut. Bin mir also aber nicht ganz sicher. Aber dann fragt man sich umso mehr, was machen die da unten? Also was ist da so strategisch jetzt da unten zu holen am Ende der Welt? Ja. Naja, ich meine, andererseits, da gibt's mal auch, was ich vorher erwähnt, bevor wir mal in die Sendung eingestiegen sind. In Amerika, da gab's mal dieses, ich glaube, Irving heißt der. Auch eine Person, der ein Buch geschrieben hat, die dann verfilmt worden ist, mit die Schauspieler Gregory Peck. Das Buch heißt The Boys from Brazil. Und das ist auch interessant, weil angeblich Mengele, der spricht über Mengele, dass er in Südamerika irgendwo heimlich mal abgetaucht ist und hat das DNA von Adolf Hitler mitgenommen und hat Frauen ihre Eierzellen damit befruchtet, mal mit diese DNA-Zellen von Adolf Hitler und jetzt muss man freaky, ja, das ist real freaky, man. Und ich meine, wann ist das? Das ist Mitte der 70er Jahre oder sowas, Anfang der 70er Jahre. Diese Frauen, die dieses DNA von Adolf Hitler bekommen haben, waren auch, die ganze Idee war, ist, dass diese Kinder, die geboren worden sind, na, die eigentlich mal Klonen von Adolf Hitler gewesen waren, dieselbe Lebensbedingungen gehabt haben, dass der Vater mal ein Postbote war und die haben mal tatsächlich Leute herausgeschickt, diese Väter dann umzubringen, so dass man da in dieselbe Situation, so wie Adolf Hitlers Vater gestorben ist und so weiter. Und man spricht auch über diese israelische Leute, die auf die Jagd von diesen Nazis, die natürlich dann auch mal nach Südamerika gegangen sind. So, Israel spielt auch eine Rolle da drin. Na, ich meine, man kennt das auch, dass die gab's mal diese Leute, die nach dem Ende der Krieg und so weiter und auch bis in die 70er Jahre hinein, dass Israel hätte einen Geheimdienst gehabt, die solche Leute aufgespürt haben. Und witzigerweise alles in Südamerika wieder. Und da sind wir mal bei diesem Thema dann schon. Aber das sind so kleine Äste, die mal immer von dieser angeblichen Verschwörung mal ausästen. Und ich frage mich mal, hey, ist da wirklich mal eine Menge Wahrheit dahinter, dass wir eigentlich mal nicht zu Licht bekommen? Ja, also Mengele ist auf jeden Fall da auch abgetaucht. Dann haben wir da den bekanntesten sicherlich Eichmann, der 1960 dann auch entführt wurde vom Mossad. Aus dem Inland von Argentinien, in San Carlos de Bariloche. Mhm. Und was haben wir denn noch? Den Priebke. Ich weiß jetzt gar nicht, oder verwechsel ich die beiden jetzt? Also auf jeden Fall, die waren auf jeden Fall abgetaucht darunter. Und ja, warte mal, Priebke wurde ja, glaube ich, noch 1992, 95 rum. Wurde er unter Hausarrest dann gestellt in Argentinien und nach Italien ausgeliefert. Ja, genau. Und dort ist er 2013 dann verstorben im unter Hausarrest. Ist 100 Jahre alt geworden. Ja, aber wie gesagt, die hat man da unten in San Carlos de Bariloche auf jeden Fall aufgegriffen. Ja. Entschuldigung, dass ich lache, weil wenn du erwähnst schon Bariloche, war nicht der Barack Obama gerade da gewesen, Frank? Ja, zufällig. Ne? Ja, what the fuck is he doing in Bariloche? Das ist halt ein landschaftlich reizvolles Gegend dort. Und deswegen, ja, super. Ja. Schönes Urlaubsort. Ja, ich habe leider nicht viel gefunden in englischsprachigen und deutscher Sprache, so gar nicht, aber ich habe ein bisschen Spanisch kann ich auch und habe so ein paar argentinische Filmclips darüber gesehen und es hieß tatsächlich, dass er privat dort war und Golf spielen wollte. Ach so. Ja. Also, weil die so eine geile Golfplatz haben, ja. Ja, wahrscheinlich keinen besseren Golfplatz auf der ganzen Welt, ja. Ja, genau. Irgendwo im Hinterland in Argentinien, das ist ganz klar. Also es sind auch noch andere amerikanische Präsidenten da aufgeschlagen und zwar so bei Carter ist es nicht, glaube ich, nicht confirmed, also nicht sicher.
Aber Eisenhower wurde dort gesichtet und zwar schon 1960. Aha. Von Carlo di Bariloche, ganz wichtig. Und wie war es denn noch? Müssen wir überlegen. Oh, jetzt vergessen. Na, das, ja, da hast du doch schon drei zusammen. Ja, das ist schon abgefuckt. Weil wenn man überlegt, und ich glaube, da gab es mal so irgendwie so eine wichtige Ergebnis, das was war das nicht da irgendwelche Beerdigung von Ronald Reagans Frau, wo das Beerdigung abgesagt ist und das in der Bariloche geflogen ist? From Nancy Reagan? Nancy Reagan ist gestorben, da war die Beerdigung für sie und der fucking Barack Obama, der geht nach Bariloche. Um Golf zu spielen, weil zufällig an der Tag war der beste Wetter, um dann den Tag Golf zu spielen. Ja, vielleicht liefen da die Old German Open oder so. Ja, genau. Also das sind Sachen, wo ich mal sitze und ich kratze mir mal jetzt den Kopf und ich sage, hey, what the fuck? Ja, das ist wirklich krass. Aber hey, es ist halt eine Wahnsinnsgeschichte. Aber bevor wir echt zu Bariloche kommen, ich glaube, wir haben unsere Schulter, Volker. Ich glaube, wir sind vorher ein bisschen vorausgeeilt. Und lass uns nochmal aufgreifen an dem Punkt, okay, wie kamen die aus Berlin raus und dann wie kamen sie nach Argentinien? Und dann kommen wir direkt dann wohl zu dem Bariloche. Lass uns das da mal aufgreifen, Volker. So. Haben wir uns vorher ein bisschen. Springen hin und her, aber macht nichts. Nein, es ist total abgefahren. Ja, es ist alles total abgefahren. Und zwar, also wir waren beim 21. April, da wurde quasi Hitler dann von Bormann und mit Eva Braun und was wir gerade gesagt haben, Dönitz, Keitel dabei, wurden evakuiert. Man hat dann die Landroute genommen Richtung Bayern. Da der Korridor war wohl noch offen. Und wie gesagt, das war schon im Bombenhagel natürlich alles dort, und aber das konnte man mit letzten Kräften da, wo alles noch frei halten. Dieser Don Angel Alcazar, der ist dann wenige Stunden später, also nachdem das passiert ist, dann auch geflohen aus dem Bunker und hat also auch die gleiche Route genommen. Runter nach Bayern und er ist dann weiter über die Schweiz, wo ihn auch irgendwelche Vatikan... Ganz genau, weil wir reden gerade, du sprichst über die Rattenlinien. Genau, die Rattenlinien, genau. Und wie gesagt, es ging dann über die Schweiz, dann weiter nach Spanien. Vigo und Villa Garcia sind da zu nennen. Das ist, glaube ich, in dem Film Das Boot ist das, glaube ich, auch eine Szene, wo sie gerade da irgendwie verpflegt werden und versorgt werden, soweit ich mich ja noch da erinnere an den Film. Das ist auch interessant, als ob der Buchholz auch vielleicht von diesen Dingen gewusst hätte. Ja, das war eigentlich auch relativ und ist eigentlich auch relativ bekannt, dass es diese Rattenlinie da gab, bis, Vigo oder Villa Garcia. Also auf jeden Fall sind sie dahin oder er ist dahin und ich glaube, er war vorher nochmal in Madrid oder so, weil er ja spanischer Staatsbürger sowieso war und ist da nochmal zur Familie und zu seiner Frau irgendwie. Und später hat er dann, glaube ich, ein Jahr später, also 1946, April 46, hat er dann also er war immer noch tätig für den deutschen Geheimdienst, obwohl die ja schon kapituliert hatten, war er trotzdem noch tätig, auch mit einem ganzen Netzwerk zusammen. Und dann hat er wohl den Auftrag gekriegt, wohl auch sich selber dort nach Villa Garcia abzusetzen, beziehungsweise einen Auftrag zu erfüllen. Dort hat er dann Bormann wieder getroffen. Und der Auftrag lautete dann also von diesem Hafenstädtchen aus Meer zu fahren mit irgendeinem Kutter und auf jeden Fall hat man sich dann dort mit einem U-Boot getroffen, glaube ich, nachts oder
also wie in einem Film das Brot. Ja, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Und ja, wie gesagt, und dann ist er mit Bormann, sind sie dann runter nach Argentinien mit dem U-Boot. Wir sprechen hier vom April 46. Ja. Und ja, wie gesagt, sind dann darunter und sind dann dort auch angelandet nach, glaube ich, 18 Tagen Fahrt. Und ja, wie gesagt, da ist man dann angelandet. Man ist dann natürlich auch schon empfangen worden, weil, wie gesagt, das Netzwerk hat gearbeitet weiterhin. Und dort haben sich die Wege wieder getrennt. Also er hat Bormann sozusagen dahin begleitet. Bormann ist aufgenommen worden und er hat sich dann auf offiziellem Wege irgendwie wieder zurückgemacht nach Madrid zu seiner Familie. Also so soll das gelaufen sein. Wow, das ja, ist ja echt so eine Dolch- und Degen-Geschichte, ist das ja wirklich. So, jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wie Hitler da jetzt weit, also von Bormann sagt er, ne, er hat ihn da runtergeschickt quasi. Und aber Bormann wollte sich aber nie wirklich dazu äußern. Er hat ihn natürlich gefragt, was ist jetzt mit Hitler passiert und so weiter. Hat sich aber nur andeutungsweise geäußert, und zwar, dass er nicht diese Rattenlinie genommen hat oder verbracht wurde, sondern die ganze Sache Richtung Norwegen wohl gelaufen wäre und von Norwegen eben dann die Route nach Argentinien genommen wurde. Ja. Das passt auch zusammen mit einer Story, die also ganz, also keine Verschwörungstheorie ist, sondern bestätigt ist. Es handelt sich dabei um das U-Boot U-977 unter Heinz Schäfer. Die haben sich noch nach der Kapitulation in Norwegen nicht ergeben, sondern die haben die Bootsmitglieder, die verheiratet waren, haben sie dort verabschiedet, also die Familie haben und die Alleinstehenden, haben die Klappen, die Luken wieder geschlossen und sind wieder abgetaucht, was sie ja nicht nach Kriegsrecht hätten gar nicht machen dürfen, weil sie hatten natürlich den Befehl, sich alle zu ergeben. Und also wegen nach der Kapitulation. Und ja, dann ist man von dort aus Richtung Argentinien und dort ist das Schiff am 17. August 1945, also schon einige Monate nach der Kapitulation, dort aufgetaucht und hat sich ergeben. also von dem Tage in Norwegen, bis sie sich ergeben haben, sind, glaube ich, hat er beschrieben, 66 Tage vergangen. Was macht, ach so, und das U-Boot war also, als es in Norwegen losfuhr, also wäre nicht im Stande und in der Lage gewesen, mit ihrem Treibstoff dort runterzukommen. Also man sagt, sie seien dann nur noch zu einem Drittel betankt gewesen, aber es muss dann wohl unterwegs irgendwelche Tankstellen geben. Ja, also sie haben ja 66 Tage sind sie durch die Weltmeere geschippert und ja, unbehelligt. Ja. Wow, 66 Tage. Vorhin hast du gesagt, so ein U-Boot hat eine Fahrzeit bis Südamerika, Argentinien, so, was waren es, 16 Tage oder 17? Ne? 18 Tage, 18 Tage. Also das war die Route Bormann. Da passt allerdings chronologisch was nicht zusammen. Sonst würde ich sagen, das wäre das U-Boot 530. Aber weil er ja sagt oder geschrieben hat, dass es ein Jahr später war, 1946, passt das nicht. Aber wäre das auch 1945 gewesen, dann würde es passen, weil ja auch das U-Boot U-530 am 10. Juli in Argentinien sich ergeben hat. Also auch weit nach der Kapitulation. Ja. Das würde mit dieser Bormann-Reise zusammenpassen, wenn er nicht sagen würde, es war ein Jahr später. Also, ja, wie gesagt,
vielleicht werden auch falsche Spuren und Fährten gelegt, man weiß es nicht. Hm. Und wenn der Mann von der Spionage war und Agent ist, dann muss man halt immer gucken, man weiß ja nicht, was davon wahr ist. Ja? Und ob die eine ganze Story wahr ist, weiß man auch nicht. Ja. Hm. Also, wenn ich so richtig verstehe, ist also so der Teil der Geschichte, wie genau dann Hitler und die Seien aus Europa nach Argentinien kommen, ist nicht hundertprozentig klar. Also gibt es mehr Möglichkeiten. Aber dann lass uns mal wieder anknüpfen. Okay, dann in Argentinien. Also ich meine, was spricht dann dafür? Also hat man, wie ging es dann da weiter? Gibt es da eben dann Hinweise aus Argentinien, dass Hitler tatsächlich da war? Ja. Also man ist angelandet da in Mar del Plata. Das ist jetzt also, ich glaube, das ist abseits von Buenos Aires. Also ja, das ist südlich, ein gutes Stück. Von südlich, ne, weiter unten. Also Richtung Falgard schon. Und ja, eigentlich, ja klar, wenn man natürlich flüchtet, dann nimmt man natürlich wahrscheinlich nicht die Hauptstadt als Fluchtpunkt, sondern ein bisschen außerhalb. Ja, also von da aus, also da endet, sage ich mal, das Buch, ja, aber jetzt nochmal wieder zu Harry Cooper, der hat ja ein paar andere Bücher auch geschrieben und selber geforscht. Von da aus ging es dann auf jeden Fall nach San Carlos di Bariloche, ja, und das ist im Landesinneren, das ist Vorandengebiet, fast Grenzgebiet schon zu Chile. Und ja, man kann im Urwaldgebiet, also da ist nichts eigentlich, also damals schon gar nicht, was irgendwie nach Zivilisation aussieht. Da ist ein großer Gebirgssee, ist dort, habe den Namen jetzt vergessen, müsst ihr nachgucken. Ja, das ist schon so ein bisschen ähnlich wie der Königssee in Bayern, ja. Am Obersalzberg da. Und also ja, ist halt so ein Gebirgssee, ist nicht ganz so steil, aber ist auch wesentlich größer. Und da sind auch zwei oder mehrere Inseln drauf und auf diesen Inseln gab es auch oder gibt es heute auch merkwürdige Ruinen. Und in der Stadt, die also zur damaligen Zeit 1945 war die Stadt gerade mal 500 Einwohner groß. 500, also eher ein Dorf, ja. Ein Dorf, da war nichts. Well, ja. Ich meine, was gibt's Aktuelles davon? Ist gerade mal die Frau von Eric Honecker dort in Chile gestorben. Witzigerweise. Interessanterweise, das ist auch ein sehr witziger Aspekt, dass du den mal reinschmeißt, Alex. Also, auf die Honeckers haben die Route nach Südamerika. Ja, das ist auch interessant. Ja, deswegen musste ich mal das gerade hier reinschmeißen. Ich meine, das sehen wir immer wieder, dass irgendwelche, nenn das wie man will, Diktatoren, Präsidenten oder was weiß ich, die landen alle in Südamerika. Und ich frage mich, liegt das an das Kochen da, an das Mahlzeit oder an das Bier oder sowas? Oder ist das tatsächlich dieser Golfplatz, das jeder mal drauf will? Ja. Ja? Also, ja, also Entschuldigung, ich musste das mal gerade reinwerfen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Also es geht also immer wieder mal runter, ganz eigenartig, ne? Also wie gesagt, Mercedes ist da auch finanziell beteiligt gewesen, also auch schon nach dem Ersten Weltkrieg oder vielleicht auch schon vor dem Ersten Weltkrieg. Ich weiß gar nicht, waren in der Gründung da, aber ist egal. Die waren schon da tätig, auf jeden Fall, und die haben dort auch ein Hotel finanziert, in diesem San Carlos di Bariloche. Mercedes hat ein Hotel finanziert. Soll da mitfinanziert worden sein, ne? Das ist ein inzwischen ganz großes Hotel, also aus Holz gebaut, wunderschön. Ob es damals schon so groß war, weiß ich nicht, aber der Kern sicherlich auch. Und wie gesagt, 500 Einwohner, aber ein Hotel. Ja, es ist total ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. In diesem Hotel, ne, war jetzt auch Obama. Jetzt nennt es sich auch Resort und hat einen Golfplatz. Ja, und genau in diesem Hotel, also war Eisenhower und Ronald Reagan. Und jetzt Obama. Ja. Hey, weil,
deutest du damit an, dass du sozusagen in demselben Hotel auch früher der Hitler residiert hat, ja? Nee. Okay, weil ich habe das jetzt gerade so gesehen, weißt du, wie Obama so den Führerlounge eincheckt. Also ich meine, oh Mann, ne? In der Nähe schon. Ich werde vielleicht mal hier was in den Chat schmeißen, einen Link. Oh ja, ist cool, weil Volker ist heute Abend auch bei uns im Chat. Also alle, die im Chat sind hier, der Volker ist hier drin als Shark Hunter. Und macht jetzt gleich hier mal einen Link auf. Aber ja, hier ist was gekommen. Jetzt gucken wir uns gleich mal an hier. Da sind ein paar Fotos dann zu sehen. Ja, also da kann auch jeder mal Fotos gucken von diesem Ort und von dieser ganzen Gegend. Also da war, wie gesagt, Harry Cooper, glaube ich, 2009 das erste Mal. Und mit seinen Leuten und also mit seinen Members, die da das Geld dafür hatten, da runterzugehen. Und da ist mal so die Gegend und Fotos und da sieht man auch dieses Hotel, das ist also ein Riesenhotel. Und da war also Eisenhower 1960, also kurz vor seinem, ich glaube 1961 war, glaube ich, Schluss für ihn als Präsident, ne? Da ist er auf jeden Fall gesehen worden und wie gesagt, die ganzen Nazis in Anführungsstrichen, die haben sich dorthin abgesetzt, diese Absatzbewegung, ja. Und an diesem großen See dort, habe ich ja gesagt, da gibt es zwei Inseln drauf, also mindestens zwei Inseln, da gibt es wahrscheinlich noch mehr, aber zwei Hauptinseln und da findet man auf dieser Seite, wenn man runterscrollt, ganz eigenartige Ruinen, die er da auch besichtigt hat und fotografiert hat. Die sind später zerstört worden, deshalb Ruinen. Dort soll es Forschungsarbeiten gegeben haben nach 1945. Ob da jetzt an Nukleargeschichten geforscht wurde oder an Sachen wie Flugscheiben und so, das bleibt jedem selber überlassen. Man kann es nicht feststellen. Merkwürdigerweise ist auf einer dieser Inseln ein ganz großer Hangar gewesen. Wie ein Flugzeughangar, alles gemauert. Inzwischen natürlich alles zugewuchert, es ist kein Dach mehr drauf und so weiter. Überall Bäume und so weiter. Aber man kann erkennen, dass das mal eine große Halle war. Wow. Ja? Und das ist eine kleine Insel, also da gibt es keine Flugbahn oder eine Rollbahn oder sowas. Ja? Aha. Warum baut man auf einer kleinen Insel, so einem Inselchen, irgendwie eine große Halle? Ja, und auf der anderen Insel, kurz daneben, gab es so Laboreinrichtungen, wo da natürlich aber auch alles rausgerupft wurde, beziehungsweise es dann später gesprengt wurde. Ja, und das sind jetzt alles Ruinen, die kann man besichtigen. Und kein Mensch weiß, was da passiert ist, aber ja, kann man rätseln. Wow, das ist wirklich, I mean, this is really interesting. Das haut mich mal jetzt weg, diese ganze Geschichte. Interessanterweise ist, dass ich habe mal dieses Bericht, wo Jeff Renze und Harry Cooper mal unterhalten haben. Und jetzt letztens, das ist gerade, hat er mal in dieser Radiosendung für 3-4 Monate mal erzählt, dass einer Kollegen, die zu den Shark Hunters gehört, hat irgendwie zwei Tochtern von Goebbels irgendwie entdeckt worden in Südamerika. Die ja nach der offiziellen Geschichtsschreibung auch 1945 im Führerbunker umgebracht wurden, also genau. Auch die Kinder und so. Ja, und angeblich, da gab es mal eine Verbindung zu irgendwelcher Arzt, die mal aufgesucht worden ist und die haben tatsächlich irgendwas gefunden. Hast du Informationen darüber, Volker, was du uns mal über diese Sache mal erzählen kannst? Die Geschichte mit den Goebbels Töchtern? Ja. Ja, er war jetzt wieder auf Tour, Anfang dieses Jahres, Februar, genau. Ich habe mal einen Link reingestellt, auch in den Chat. Okay. Da ist also diese Reise beschrieben, aber nur zum Teil. Das wird weitergehen und zwar jetzt am Freitag ist er wieder
wird er wieder bei Jeff Renz sein. Es ist leider bei uns immer 4 Uhr morgens. Man kann ja die Wiederholung hören. Ja. Wie gesagt, da geht's dann wahrscheinlich weiter mit seiner Tour, die er da jetzt im Februar hatte. Und da ist er allerdings nicht in Argentinien gewesen, sondern also doch schon in Argentinien, aber eine ganz andere Ecke, und zwar Grenzgebiet Brasilien, Uruguay und Paraguay. Das ist so ein 4-Länder-Eck da, wo so alles so die Grenzen so nah beieinander sind. Und da hat er mal eine Tour gemacht und hat wieder ganz interessante Leute kennengelernt. Unter anderem, wie gesagt, ein Ärzte-Ehepaar, die behaupten, Kinder dort behandelt zu haben und später erst erfahren haben, was das denn für Kinder waren. Ja, und aber das haben sie erst später erfahren. Ja, und das sollen zwei Goebbels-Mädchen gewesen sein. Also ich wollte mal kurz mal zurückgreifen, dass du sagst, okay, das hat man nicht mit Argentinien irgendetwas zu tun, und das war eher an die Grenze Brasil. Aber wir brauchen uns mal gar nichts vorzumachen. Da komme ich mal zurück auf dieses Buch, was dieser Irving geschrieben hat, The Boys from Brazil. Ich meine, warum würde denn mal diese Roman oder Novelle, was auch immer, warum würde ein Film über denn Brasilien denn sein? So, da muss mal irgendwelche Verbindungen in diese gesamte Südamerika sein. Wie gesagt, das ist ja alles grenznah und überschreitend da. Und also neben dieser Story von diesen Ärzten gibt es da noch eine ganz interessante Story. Und zwar gibt es noch eine andere Spekulation, dass Hitler gar nicht mit einem U-Boot geflüchtet ist, sondern mit einem Flugzeug. Jetzt war das aber damals im Zweiten Weltkrieg um die Zeit nicht so wie heute, dass wir Jets haben, die fast ohne Auftanken irgendwie einmal um die Welt fliegen können, sondern das war ja noch Propellermaschinen. Und das wäre ja eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass man nonstop irgendwie selbst von Spanien aus da runterfliegen könnte. Es gab aber eine Maschine, das war die Junkers U-390V2, glaube ich. Von der gab es drei Exemplare. Und das war eigentlich so alles noch so im Forschungsstadium, und das Kriegsende hat das dann alles natürlich kaputt gemacht. Aber drei Maschinen existierten wohl, und diese V2, also diese zweite Maschine, die soll wohl auch ein bisschen umgebaut worden sein, dass sie also große Waldreichen erreicht, und die soll dort im Grenzgebiet Brasilien, Uruguay, nee, Argentinien, ja, das ist so ein Dreiländereck da, aber noch auf uruguayischem Gebiet soll die dort gelandet sein. Und da gibt es eben auch die Theorie, dass da vielleicht Hitler an Bord war. Ja. Mhm. Und da hat er auch geforscht. Das ist also auch auf diesem, ich habe da, glaube ich, den Link da reingestellt. Da geht es halt um diesen Platz, wo das da sein soll. Ich guck mal, Day 16, 14. Februar, Expedition, da sieht man also auch so dieses Flugzeug, also diesen Prototypen dort, allerdings das Foto ist aus Deutschland, ein Archivfoto, und wie gesagt, das soll da gelandet sein. Jetzt muss ich mal gucken, das ist argentinische Grenze. Das ist am Schluss. Rio Uruguay, genau. Also kurz vor der Grenze, sage ich mal, vor Argentinien ist es gelandet. Weiß man nicht, ob es eine Notlandung war. Ist auf jeden Fall gelandet in einer deutschen Kolonie. Kolonie del 19. April oder so ähnlich heißt sie.
Also überall waren Deutsche da. Ja, nee, das ist schon krass. Ja. Das ist schon krass. Ja, also und Harry Cooper hat da also ja durch seine Verbindung und so weiter hat er einen Tipp gekriegt und so und ist dann da runtergereist und in dieses Dorf sozusagen, was schon gar keins mehr ist, ist schon ziemlich verlassen, wohnen dann noch ein paar alte Damen, die das eventuell erlebt haben könnten, die sich dazu aber ausschweigen und ja, das ist eben das Gerücht, dass dort diese Maschine gelandet sein soll. Entweder mit Hitler oder noch etwas anderes mit technischem Equipment. Und zwar soll nach einiger Aussagen sollen da die Glocke drin gewesen sein. Oh, yeah. Jetzt wird es gleich wirklich heiß. Also, ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt gleich mal eine kleine Pause so, weil ich meine, wir sind jetzt so an dem Punkt, okay, wir haben jetzt das so hier drüber gesprochen, die sind also da nach Südamerika gekommen, ja. Und stellen sich jetzt natürlich dann einige Fragen. Du hast schon angedeutet, dort auf dieser Insel da in diesem Bariloche, dort sind irgendwie die Spuren von gewissen technischen Produktionsstätten oder sowas. Das führt uns dann weiter in ein richtig heißes Thema so, Technologien. Und wir werden auch über die Frage sprechen, wie konnte das eigentlich alles gehen? Ich meine, hatten die nicht auch irgendeine Deckung? Wir müssen auch drüber sprechen, wie waren die denn in Argentinien willkommen? Und hatte wirklich Amerika von all diesen Dingen überhaupt nichts gewusst und die so überhaupt nicht mitbekommen? Auch jahrzehntelang nicht. Und oder gab es da vielleicht einen Deal, um jetzt da nicht zu viel zu spoilern? Ne? Und ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause. Jetzt an der Stelle, wo wir mal uns alle noch mal ein bisschen chillen können und dann kommen wir dann in diese Themen rein, ja, oder Volker? Jo, machen wir. Okay, Ladies and Gentlemen, heute Abend ganz besonderer und heißes Thema hier bei Amok Alex und Frank Stoner Show, man, mit einem Special Guest, man, Redakteur von unser Kulturstudio Freunde, mal Volker dabei, The Shark Hunter, das hört sich richtig geil an, ne? Ja. Yeah. Und wir machen mal eine kurze Pinkelpause um 21:27 Uhr und wir kommen mal gleich zurück, man, und mit mehr Stuff and I'll tell you something, haarsträubende Zeug heute Abend hier of Radio Emergency. So don't touch that dial. Stay tuned. We'll be right back, man. And we're going to do some music. Here he is, Tom Petty and the Heartbreakers. Und wieder passend zu dem Thema, und der Titel heißt Refugee. And we're coming back. Getting into outer space with Steve Miller, man. Und das man mit Fly Like an Eagle. Was für eine großartige Titel. Großartiger Klassiker. Und bevor das Titel überhaupt mal diesen Namen verdient hat, habe ich damals mal Steve Miller Band mal gesehen bei The Midnight Special, man. Und das Titel war gerade bei der Arbeit. Aber großartiger Titel. Und das hast du hier um 21:36 Uhr, punktgenau auf der Rock'n'Roll Uhr an dieser 11. Mai Tag 2016 hier auf Radio Emergency gehört. In the Amok Alex and Frank Stoner Show. Mit einer richtiger heiße Thema, man. Richtiger heiße Thema. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Leute sagen, was ist das schon wieder? Das ist so ähnlich wie bei der Flat Earth Theory. Na, und dass manche Leute, die sind so mit damit fixiert, dass das ist so passiert und nichts anderes. Aber wir reisen das mal ein bisschen auseinander heute. Heute haben wir mal einen besonderen Gast bei uns, mal Volker, The Shark Hunter, Redakteur von unseren Kollegen von Kulturstudio. Und ein spannendes Thema, Frank. So viele Sachen haben wir mal schon mittlerweile darüber gesprochen. Ne? Ja, überhaupt interessant, der Song, den du gerade gewählt hast, Fly Like an Eagle, der passt nämlich auch in unsere Saga rein. Ja, weil ja. So muss man auch gleich den Volker nochmal fragen. So, war da nicht, mir geistert da im Hinterkopf irgendwas rum, es gab doch auch diese Operation Adlerflug oder so. Ja, wirklich. Frank, Fly Like an Eagle. Hey, man. Adlerflug, das hat damit auch was zu tun. Aber hey, um jetzt mal so eine Bilanz zu ziehen, wir sind ja schon einige Zeit hier am Start heute Abend. Also Volker hat uns hier die Geschichte dargelegt, Hitler und mehrere Top-Nazis oder Eliten. Wir reden auch nicht nur jetzt von Parteimitgliedern, wir reden auch tatsächlich nicht nur von einer Hand von Leuten, sondern vielleicht müssen wir das noch genauer ausführen, aber wir reden wirklich von Tausenden, ja, die da übergesiedelt sind. Also auch Leute aus der Wirtschaft, Spitzenleute aus der Wirtschaft, die da auch... Ja, du Volker hat auch schon hier das Mercedes-Engagement und so weiter erwähnt. Ja. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, die sind da hingekommen, aber
ich meine, die müssen doch irgendeine Form von Protektion genossen haben, ja, denn sowohl in Argentinien selber kann das ja nicht an der argentinischen Regierung irgendwie spurlos vorbeigegangen sein, was da passiert. Ich meine, die Leute landen dort an und so, und also da muss es irgendwas geben, und dann muss man auch fragen, ob die Amerikaner das jahrzehntelang auch nicht mitbekommen haben, das scheint ja auch irgendwie sehr fragwürdig. Und auch da ist die Antwort, wie so oft in der Weltgeschichte, ja, es gab halt einen Deal. Man hat einen Deal gemacht mit den Amerikanern, schon zu Kriegszeiten, ja, der den Spitzenleuten aus dem NS-Staat die Flucht ermöglicht. Und da würde ich sagen, in diese Themen steigen wir jetzt mal ein. Vielleicht als erstes, Volker, lass uns mal drüber reden, welche Protektion haben diese Leute in Argentinien bekommen, ne? Weil ich meine, was auffällt, die haben relativ zurückgezogen gelebt. Also wir haben ja nicht gesehen, dass dann in Argentinien auf einmal irgendwie da irgendwelche alten Nazis politisch aktiv werden. Also die haben keine Parteien dort gegründet, sondern die haben relativ zurückgezogen gelebt. Auch übrigens nicht alle in diesem Bariloche, sondern durchaus auch verteilt im Land. Auch nicht nur in Argentinien natürlich, aber man hat die da unbehelligt gelassen. Was war der Deal zwischen den NS-Spitzen und den Argentiniern? War es einfach nur Geld, dass man die bezahlt hat? Geld hatte man ja genug. So, erzähl mal darüber, Volker. Entschuldigung. Ja, also das kann ja nur passiert sein, auf Argentinien auf jeden Fall dem NS-Regime da wohlgesonnen gegenüberstanden. Und das war eben der argentinische Präsident Juan Domingo Perón. Und der hatte seine Amtszeit dort seit 1946, hat er natürlich vorher auch schon Einfluss, und ist allerdings 1945 geputscht worden und ist ins Exil gegangen. Jetzt habe ich, also Wikipedia benutze ich nicht üblicherweise als Quelle, aber zufällig hatte ich da mal reingeguckt und ist mir aufgefallen, dass man 1000 Kilometer nördlich Buenos Aires da irgendwie Gebäude gefunden hat und in einem Waldgebiet. Also die waren überall verstreut, auch die Deutschen. Also dieses Bariloche war sicherlich ein Zentrum oder ein starkes Zentrum, aber die waren auch sonst verteilt, auch in Chile, Paraguay, Uruguay. Uruguay war den Deutschen nicht wohlgesonnen eigentlich. Aber es gab Gebiete, sag ich mal, wo man trotzdem hat niederlassen können. Ne? Ja, wie gesagt, Perón, ganz wichtig, hat die da quasi geschützt und war quasi neutral. Deshalb, wie gesagt, haben sich auch die beiden U-Boote dort nach Kapitulation ja noch ergeben können. Und ohne dass sie da jetzt ausgeliefert werden mussten. Also sie wurden regelrecht geschützt. Ja, also die Nazis, ja, sage ich jetzt mal, die da runtergegangen sind. Also das mal mit dieser Perón-Familie, das ist schon sehr, sehr, sehr interessant, weil in 1947 Evita, ne, sie hat eine europäische Tour gemacht, das hieß das Rainbow Tour. Und wir haben vorher darüber gesprochen, ist das über diese Rattenlinie, dass die Vatikan hat mal auch mal ihre Finger ins Spiel. Und witzigerweise, in 1974, als Evita dieses Rainbow Tour gemacht hat auf Europa, ein von den Haupttreffen, was sie unternommen hat, war mit Francesco Franco, Papst Pius der XII. Und man fragt sich, was spricht man dort so ab mal in 1947? Ja, das ist denn schon eine andere Sache gewesen. Ja, ne? Ja, diese Familie Perón ist sowieso erstaunlich. Ich meine, die haben ein Erstaunen, also es sind so Emporkömmlinge. Also ich meine, der Mann Perón, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen nochmal heißt. Juan Perón. Der war zunächst mal bei der Armee, halt Offizier so. Aber irgendwie hat der dann auf einmal auch einen ganz erstaunlichen Aufstieg gemacht, ist innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr reich geworden. Und es, also so für mich sieht's aus, Volker, korrigier mich dann, wenn's falsch ist, aber für mich sieht's so aus,
als ob eben diese Top-NS-Leute mit dem Perron auch direkt so ein Geschäft abgeschlossen haben. Einer protegiert den anderen so, ja. Und man hat dem Perron halt, es gab eben diese deutschen Beziehungen auch überhaupt schon vorher zu Argentinien, und dann hat man auch finanziell den halt gepusht und ihm dabei unterstützt, dass er der starke Mann wird in Argentinien, und umgekehrt hat er halt den Deutschen dort, und es sind auch nicht nur Deutsche, wir reden auch von Kroaten und so weiter, den halt gestattet, im Land zu bleiben, wenn sie a, politisch unauffällig bleiben, ja, also nicht jetzt anfangen, da irgendwie Parteien zu gründen und ihre Ideologie jetzt wieder offen zu so auszutragen, und ein Schutzgeld mussten sie natürlich bezahlen, und das ist jetzt dann noch so die Frage, so gab es nicht vielleicht auch gewisse technologische Unterstützung für Argentinien? Da gab es ja auch schon dann in den 40ern in Argentinien so nukleare Forschungen und solche Dinge, was damals schon außergewöhnlich war, dass ein Land wie Argentinien sowas macht. So. Ja, genau, das könnte eben, also wie gesagt, von dieser Insel ist ein sehr gutes Indiz, ja, dass es da so Nuklearforschung gab, und vor allen Dingen aber ist auch die Luftwaffe, die argentinische Luftwaffe, auch versorgt worden mit Technik und Know-how, und auch, sag ich mal, die Ausbildung der Piloten und so weiter, das haben also auch die Deutschen da übernommen. Also solche Sachen gab es auf jeden Fall, dass man da auf jeden Fall zusammengearbeitet hat, aber wie gesagt, es war natürlich gefordert, dass man da unterm Radar bleibt, ja, und nicht, also man wollte nicht unbedingt jetzt, Argentinien wollte nicht jetzt noch unbedingt Angriffsziel der Alliierten werden, ja, also nachdem die Kampfhandlungen eingestellt waren nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich dauert der ja noch an, aber das ist ein anderes Thema noch, aber wie gesagt, nach Beendigung der Kampfhandlungen wollte da Argentinien nicht unbedingt dann auch noch die Alliierten dann als Feind haben. So, ja, und so sollte man schön unterm Deckel bleiben, aber man hat natürlich auch profitiert, ja, von der Technik und von dem Manpower, und ja, wahrscheinlich sogar auch die Amerikaner. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal die Unterstützung für die Argentinier. Ein Ding muss man auch noch einwerfen, du hast ja schon gesagt, die haben also, man hat halt den Argentiniern dabei aufgeholfen, eine Luftwaffe aufzubauen und solche Sachen. Aber wir sind heute Shark Hunter hier, Herr Steber. Auch U-Boote, ja. Und es ist doch sogar so, dass in dem Falklandkrieg, den die Argentinier dann in den 80ern, Anfang der 80er hatten, mit den Engländern, da hat doch sogar wenigstens ein U-Boot bei den Argentiniern auch mitgekämpft, was ein argentinisches Boot, weil in Argentinien gebaut wurde, was aber eigentlich vom Bautyp her eins von diesen deutschen U-Booten war. Ja, und überlegt mal, also wie gesagt, wenn das stimmt, ne, dass 200 U-Boote verschwunden sind, ja, ja, vielleicht das eine oder andere vielleicht auch mal von den Argentiniern quasi geschenkt wurde oder irgendwie sowas, ja. Ja, also das, da natürlich, also wenn man sowas macht, ist doch klar, dass man sich abspricht. Das ist doch logisch, das ist ja auch heute und überall auf der Welt so. Ja. Also, ja, auf jeden Fall haben alle profitiert davon. Ja, okay. Und jetzt lassen Sie mal fragen mit Amerika. Weil, ja, ich meine, okay, wir wissen, eins können wir schon mal rausholen, so, wir wissen, nach der offiziellen Geschichtsschreibung müsste doch eigentlich die ganze Welt dann Hitler und seine Leute gejagt haben, ja. Ich meine, es war doch auch 45, war doch auch tatsächlich von Stalin, da gibt es auch noch Dokumente, wo Stalin fast getobt haben soll und den Amerikanern vorgeworfen hat, ihr habt Hitler entkommen lassen. So, offiziell hat man natürlich gesagt, so auch um das eigene Volk zu beruhigen, hier, guck, wir haben ihn geschnappt, hier ist sein Schädel. Aber die wussten auch schon, dass der Schädel nicht unbedingt stichhaltiger Beweis ist. Und man denkt sich doch, im Grunde müssten doch die Amerikaner über Jahrzehnte hinweg höchstes Interesse gehabt haben, so diese Top-Leute einzufangen, so. Und dass das jahrzehntelang, dass die da in Südamerika sein können, ohne dass es amerikanische Geheimdienste mitzubekommen, ist ja eigentlich völlig unglaubwürdig. Also spricht doch alles dafür, dass es auch da einen Deal gab. Und was könnten denn da so die Karten gewesen sein, die Deutschland in der Hand hatte? Und was konnte man denn Amerika anbieten? Weil ich meine, die Situation 45 war klar, der Krieg ist verloren. Was konnte man Amerika anbieten, dass die sagen, okay, wir drücken auf da so ein bisschen so ein Auge zu, aber ihr müsst Cent machen. Ja? Also erstmal
Erstmal konnte man den Amerikanern gar nichts anbieten, weil die haben sich erstmal alles genommen. Ja, ja, stimmt. Also, was in Deutschland zu kriegen war, das haben die sich natürlich alles genommen. Ja, Kriegsbeute, ja, also ich sage nur Patentamt München, ja, das ist komplett nach Amerika verlegt worden und ja, es ist alles gestohlen worden, ja, und auch das alles, was da war noch und nicht weggeräumt werden konnte. Ja, aber auch die Russen werden sicherlich auch in ihren ostbesetzten Gebieten sicherlich aber auch, was nicht zerstört wurde oder so, noch eingesackt haben, auch Leute. Ja, also es gibt die bekannte Aktion Paperclip. Ja, da ist also natürlich dann auch Wernher von Braun als bekanntester, ist dann ja, nach Amerika verschleppt worden, sage ich jetzt mal. Ach, nicht nur er, nicht nur er. Der, ja, ja, der, ich sag ja, als bekanntester. Ja. Ja. Und mit ihm ganz viele Leute. Ja, und wahrscheinlich auch, ja, also man sagt eigentlich in den NASA-Kreisen, dass die NASA eigentlich Wernher von Braun ist. Hm. Ja. Also nicht nur Wernher von Braun, sondern seine Mitarbeiter, die haben eigentlich die ganze NASA-Geschichte, die Raumfahrt und ja, ob es stattgefunden hat, die Mondlandung, weiß man nicht, aber zumindest hat, also das hat Wernher von Braun seine Leute gemacht. Ja, und es geht sogar so weit, also Harry Cooper hat also auch Leute da, also ehemalige von der NASA. Und die ihm ganz klar gesagt haben, eigentlich haben wir schon fast Deutsch gesprochen bei der NASA. Ja, also weil nicht nur Wernher von Braun, sondern ganz viele. Und ja, er hat seine V2-Technologie da mitgenommen und sein Know-how und hat da letztendlich die Saturn und alles gebaut, ne, daraus. Ja, gut, das war das Geklaute. Aber es scheint wohl etwas zu geben, was die Alliierten nicht gekriegt haben. Ja, und jetzt wird es natürlich ganz mysteriös, ne? Stichwort Flugscheiben und solche Sachen. Hauneburg und Vrielscheiben. Und da, sag ich mal, das haben sich wahrscheinlich die Deutschen nicht nehmen lassen. Sozusagen, das haben sie, so wie das aussieht, vorher evakuieren können, auch darunter nach Argentinien, aber auch natürlich die Antarktis da in Verdacht, da wegen Admiral Byrd, die Story, hoffentlich kennt sie jeder, so dass Admiral Byrd, der Amerikaner, also dort eine Forschungsreise gemacht hat, wann war das, 46 oder 47, weiß ich jetzt nicht genau, also kurz nach Kriegsende und das, und er sagte, also er ist losgefahren, hat gesagt, das ist eine militärische Aktion, ja, es ist nicht nur Forschung, das ist auch militärisch, da haben ihn alle Leute komisch angeguckt, oh, Krieg ist doch vorbei, was soll denn das jetzt, ja, na, aber er ist da hingeschickt worden, also mit vielen Kriegsschiffen und U-Booten und ja, nach wenigen Wochen ist er dann mehr oder weniger Hals über Kopf geflohen, nachdem er einige Schiffe, Flugzeuge und sonstiges verloren hat. Das war dort unten die Region, die 1938 vom Seekreuzer Schwabenland halt für die Deutschen entdeckt wurde. Deshalb eben der Name Neuschwabenland. Und das war in dieser Region und da ist Admiral Byrd halt abgehauen letztendlich und man sagt, oder er hat das dann auch bei einem Interview in einer südamerikanischen Zeitung hat er dann zugegeben, dass er dort von merkwürdigen Flugscheiben oder irgendwas angegriffen wurde und sie keine andere Wahl hatten, als abzurücken. Ja, und so, also da haben wir die Antarktis und das war vielleicht etwas, was die Deutschen noch anzubieten hatten, in Anführungsstrichen. Ja. Und deshalb auch vielleicht die frühe Reise von Eisenhower 1960. Man sagt sogar, dass er schon 1955 da war in Bariloche. Das ist aber unbestätigt.
um dort eben irgendeinen Deal zu machen. So nach dem Motto, wisst ihr was, lasst uns in Ruhe, Adolf Hitler sitzt hier am unserem See, der hat hier seine seine Estancia und lasst uns einfach in Ruhe, dafür geben wir euch ein bisschen Technologie. Also das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, des Deals. Aber hier der Deal aus meiner Sicht hat der schon wesentlich früher begonnen. So. Hier gebt mir mal ein paar Sätze, dann zeichne ich mal das Bild, so wie sie es für mich darstellt. Und einiges ist auch was auch Harry Cooper so sagt, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Es war spätestens ab Ende 43, Anfang 44 war im Grunde genommen klar, wie der Krieg ausgehen wird. Ja, es war nur eine Frage von Material und Zeit, aber im Grunde war klar, wie der Krieg ausgehen wird. Und ich meine, zu jeder Zeit gab es auch Geheimdiplomatie. Und ich glaube, man hat schon relativ früh Kontakt mit den Amerikanern aufgenommen und hat gesagt, hey, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Ja. Und ich meine, in diesen Verhandlungen konnte man einiges anbieten. Also die Geschichte rund um Werner von Braun und die ganzen Raketenbauer, das ist ja vielleicht nur die bekannteste, aber genauso ist als Pfand, was man einbieten konnte, diese ganze Geheimdienstapparat von Gehlen, diese fremde Heere Ost, dass man da ein unglaublich großes Netzwerk hatte über Russland, Sowjetunion, was die Amerikaner nicht hatten. Das war das Nächste, was man bieten konnte. Man konnte anbieten, durchaus auch weitere geheime Forschung, ganz düsteres Thema, zum Beispiel die medizinischen Experimente, die man mit irgendwelchen KZ-Sklaven angestellt hat. Alles Erkenntnisse, wo es auch schon geht um was dann später in Amerika als MK-Ultra dann weitergeführt wurden. Also all diese Mind-Control-Projekte, auch die, da hatte man Erkenntnisse 1945 oder in den 40ern, die Amerika nicht hatte. Das war auch eins von den Angeboten. Ich meine, was man auch mal dazu reinschmeißen muss, Frank, ist, dass man darf auch nicht vergessen, na, dass als NATO gegründet worden ist, der Stabschef von Adolf Hitler war zuständig für die Militär. Der war der Minister des Militärs, Defense bei NATO gewesen. Das war der Stabschef von Adolf Hitler. Das darf man auch nicht vergessen, ne? So, man fragt sich mal, guck mal, weil die Deutschen nicht nur allein durch ihre Technologie bekannt waren, aber auch ihre strategische Art mal, wie die diese Fronten geschützt haben. You know? So, das ist auch mal eine Ding und, also das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Und dann ist da noch eine ganz große Trumpfkarte im Spiel. Es gibt ja Hinweise darauf, dass Deutschland ein Atomwaffenprogramm hatte. Und ein Atomwaffenprogramm, was wohl schon relativ nah am Erfolg war. Also und gleichzeitig hatte Deutschland ein Raketenprogramm, wo vielleicht schon die Frage ist, wie nah bist du dran, eine Interkontinentalrakete zu bauen, die potenziell diese Atomwaffe dann bis auf den amerikanischen Kontinent bringt oder sowas. Diese Stealth Planes auch, ne? Es scheint, also das ist die Frage, wie weit das ist, ist boah, umstritten natürlich auch jetzt in der Geschichte, aber es scheint so, als ob das auch eben so ein Faustpfand war. Und vielleicht liefen auch die Verhandlungen im Jahre 43, 44 schon so ab, dass von deutscher Seite du auch sagen kannst, hey, guck mal, wir haben ja diese Aktion, also Atombombe haben wir jetzt dann bald am Start, ja. Und vielleicht kann man es auch, bei so Verhandlungen kannst du auch mal das als Drohpotenzial einsetzen. Hey, wenn wir schmeißen dieses Ding. Aber das macht ja auch keinen Sinn, weil der Krieg, selbst wenn Deutschland eine Atombombe, mehr hatte man da nicht. Also ich meine, das war nicht so, dass wie heute, dass da Tausende gibt. So. Selbst wenn du eine so eine Bombe schaffst, auf London zu werfen oder gab es nach New York zu bringen, gab es auch verschiedene Ideen, die dann vielleicht tatsächlich von einem U-Boot aus irgendwie dahin zu schicken. Yeah. Irgendwie. Ja, dann wird Deutschland trotzdem den Krieg verlieren, so. Aber dann wäre die Konsequenz natürlich umso härter, so. Dann hätte man echt gesagt, okay, dann lassen wir in Deutschland aber keinen Stein mehr aufeinander. Also, hatte man dann vielleicht eher aber dann gesagt, okay, aber, wir könnten diese Technologie euch in die Hände geben, wenn der Krieg vorbei ist, weil dass der Krieg dann verloren geht, ist klar. Wir könnten die euch in die Hände geben, ansonsten geben wir es den Sowjets. Ja, und also man hatte da sehr wohl was in der Hand und es geht ja auch sogar so weit, das hat glaube ich auch der Cooper erzählt oder zumindest in der Sendung, wo er auch dabei war, da wurde gesagt, dass es ernsthafte Hinweise gibt, dass wenigstens eine von den beiden Atomwaffen, die Amerika eingesetzt haben soll in Hiroshima und Nagasaki, dass wenigstens eine von den beiden mit deutschen angereicherten Uran
bestückt war. Was eben Teil dieses Deals war. Also. Okay. Und natürlich haben beide Gewinner oder alle Gewinnerseiten nach dem Krieg Deutschland zerflattert und gepflückt, wo sie nur konnten. Aber während dem Krieg hatte man schon vorher darüber gesprochen, wem lassen wir die entscheidenden Dinge zukommen, ne? Sowas wie diese Atomwaffe. Und das könnte eben Grund gewesen sein, wo dann Amerika gesagt hat, ja okay, den Deal gehen wir ein. Weil ich meine, Harry Cooper erzählt es ja selbst, dass er bei den Shark Hunters auch Leute sind, Piloten, die berichten, dass sie mit amerikanischen DC-10s zum Teil hunderte, wenn nicht gar tausende von Leuten aus Europa nach Argentinien geflogen haben. Also selbst die US-Armee war direkt eingespannt im Transport von diesen Leuten. Das heißt, es gab da definitiv einen Deal, der am Laufen war. Und das Letzte noch, Volker, und dann kannst du reinsteigen. Es scheint aber so, als ob man den Amerikanern auch nicht alles gesagt hat. Und eben die allerheißesten Technologien. Und man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen. Es war auf jeden Fall so, dass in Deutschland der 30er, 40er Jahre technologisch an ganz anderen Dingen auch gearbeitet wurde, als das heute so unser Mainstream-Technologie ist. Ja? Also nur so Stichworte Schauberger und solche Sachen. Also man hat da auch ganz andere Konzepte am Start. Und dementsprechend, und vielleicht kommen wir da auch dann noch drauf, also auch schon fast okkulte Connections, wenn wir dann über die Frill-Gesellschaft reden und vielleicht sogar einen Technologietransfer der außerirdischen Ursprungs, wo möglicherweise ist. Ja. Also man hatte auf jeden Fall Technologien am Start, die absolut außergewöhnlich waren, die freaky waren, die extrem fortgeschritten waren. Und manches hat man da in den Deal eingebracht, aber vielleicht die aller süßesten Zucker, die hat man dann versucht, irgendwie auch dann unter dem Radar nach Südamerika beziehungsweise Antarktis zu schleusen. So. Volker, jetzt hau rein hier. Ja. Ja, also ich teile diese Theorie also nicht so wirklich. Und aus folgenden Gründen. Also zum einen wurde gesagt, ja, wir würden Deutschland keinen Stein auf dem anderen lassen. Das ist ja gerade passiert. Ja, die Briten und Amerikaner, die haben hier keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen. Und naja, es hätte schon noch schlimmer ausgehen können. Also ich meine, ja, klar, die ist schon logisch, ja, Bombenkrieg, aber immerhin, wir sind ja alle noch da, also in den Städten, also wir sind jetzt selber hier in einem Haus, was da 1937 gebaut wurde. Das hätten sie der Öffentlichkeit nicht verkaufen können in Amerika. Also, na, wenn aber eine Atombombe auf New York geflogen wäre, dann hätte man. Nee, lassen wir mal die Atombombe weg jetzt hier erstmal. Und wie gesagt, so wie die Amerikaner, die Deutschen behandelt haben, Rheinwiesenlager, sage ich nur. Ja, genau. Und, überhaupt das Nürnberger Tribunal, was überhaupt keinen Rechtsstatuten, also absolute Siegerwillkür, Justiz. Und wie gesagt, sie haben sich alles genommen, alles an Technologie, und sie haben sich alles unter den Nagel gerissen. Und auch, dass man sagt, sie hätten sagen können, wir geben dann den Sowjets alles. Dazu muss man mal wissen, dass dieser Krieg eigentlich gegen den Bolschewismus war. Also den Sowjets hätte man nie und nimmer irgendwas gegeben. Ja? Und weil, wie gesagt, dass der Nationalsozialismus sozusagen genau das Gegenteil oder der Gegenpol war zu diesem Bolschewismus. Und da hätte man Stalin nie was gegeben. Also das fällt auch weg. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich teile es nicht so ganz, dass man schon vor Kriegsende da irgendwie was versucht hat. Also dazu ist eigentlich Deutschland viel zu schlecht behandelt worden trotzdem. Also das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich denke eher, wie gesagt, dass man teilweise, sage ich mal, Technologie verkauft hat oder als Schutz sozusagen übergeben hat dafür, dass man sagt, lasst uns hier in Ruhe, hier unten in der Antarktis oder meinetwegen auch in Südamerika, lasst uns in Ruhe, und dafür habt ihr euren Werner Braun, macht eure Rakete da, schießt euch zum Mond oder sonst was, wir haben hier unsere Flugscheiben, aber das sagen wir euch natürlich nicht. So, das ist eher so meine Theorie, aber wie gesagt, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ja. Jetzt ist ja so, manche haben den Schutz dann irgendwann verloren. Also dieser Eichmann, der wurde ja vom Mossad dann geschnappt. Ich meine, was ist denn da los? So,
Weil ja, ich meine, wenn die den Eichmann geschnappt haben, dann wussten sie doch, da sind noch mehr Leute so. Also deswegen sieht es ja auch so aus, ob der Typ irgendwie in Ungnade gefallen ist. Irgendwie und also die Protektion nicht hatte. Die ganze Welt, also alle Geheimdienste, alle wussten, dass die da unten sind. Ja, der CIA wusste das, ja, der wusste wahrscheinlich auch, dass der Ali da unten war und zum Mossad muss man sagen, Israel ist ja erst nach dem Krieg gegründet worden, ja. War zwar vorher schon geplant, aber ist dann gegründet worden und der Mossad war ganz neu. Den gab es also vorher, also vor dem Krieg oder während des Krieges gab es das ja noch alles gar nicht. Und die haben ihn da entführt, aber das gab eigentlich einen Skandal vor der damals jungen UNO. So nach dem Motto, fui, das macht er aber nicht nochmal. So geht das nicht. Ihr könnt hier nicht einfach Leute entführen, ja. Also wenn, dann muss das rechtsstaatlich gehen. Also Israel hat da schon, zumindest diplomatisch einen vor den Sack gekriegt, ja. Das sind vielleicht auch nicht so die wichtigsten Personen gewesen. Und das, wie gesagt, das hatte auch ein Nachspiel. Ja, aber trotzdem, es ist ja mindestens bis 1955, also bis zum Putsch Perons, sind sie auf jeden Fall geschützt worden. Danach sind sie wohl weitergewandert nach Chile, ist ja nicht weit, ist ja gleich um die Ecke da von Bariloche aus. Und da gab es ja auch noch lange Zeit, ne, dieses Pinochet-Regime. Und da ist man wohl auch ganz gut untergekommen. Adolf Hitler soll, wie gesagt, auch da an diesem See gewohnt haben. Ich habe ja die Bilder da mal reingestellt oder die Tour. Da ist also ganz unten auf der Seite sind also auch Bilder von dieser Villa. Es ist also auch am anderen Ende sozusagen dieses großen Sees. Und da soll also er mit Eva Braun oder meinetwegen ohne oder wie auch immer soll er da mindestens bis 1955 gewesen sein. Und dann bis 1962 soll er angeblich gestorben sein, laut Harry Cooper und seinen Informationen soll er dann ja, sich woanders aufgehalten haben. Ja. Ja, also Antarktis haben wir ja so auch noch nicht drüber gesprochen. Neuschwabenland. Und wir hatten ja schon von einigen Personen erzählt, da gibt es sehr interessante, und zwar auch Canaris war da eine Figur, die sehr wichtig ist. Wie gesagt, im Ersten Weltkrieg schon Erkundungsfahrten gemacht und später dann auch... Also es gab einige okkulte Gesellschaften. Es gab die Vriel-Gesellschaft, es gab die Thule-Gesellschaft und das Ahnenerbe, vielleicht auch noch mehr, aber das waren so die wichtigsten. Und da tauchen diese Personen auch auf. Und wenn man sich das gerade mal die Vriel-Gesellschaft, sage ich mal, als Startpunkt anschaut. Ach so, daran hängt dann auch noch mal die Herren vom Schwarzen Stein, hängen da personell mit dran und thematisch und auch die Templer. Die Herren vom Schwarzen Stein, das ist so die Geschichte hier vom Untersberg, da bei Berchtesgaden auch. Ja. Gleich gegenüber wo Hitler auch seinen Sitz hatte. Der hat doch da mal drauf geguckt auf den Untersberg. Genau, ja, ja. Ja, das ist so der, sag ich mal, der esoterische Nationalsozialismus, ja. Von da ist es eigentlich auch gestartet. Da gab es einige Treffen, beginnend 1917 schon. Und dann durch die 20er Jahre der Weimarer Republik gab es da konspirative Treffen, wo auch Hitler beteiligt war. Jedenfalls teilweise. Und das, wie gesagt, es geht schon tief in die esoterischen Grundlagen raus. Und da haben wir die Vriel-Gesellschaft. Dort, das war ein Club der Damen eigentlich eher. Das waren
spirituell Begabte oder, wie man heute sagt, Damen, die channeln konnten, also Medien, die kamen teilweise auch aus dem Balkan, also Kroatien, Serbien und so weiter. Na, da kommen mir mal die Helen Blavatsky gleich mal ins Kopf. Ja, das spielt alles so damit eine Rolle. Rudolf ja. Steiner, ne? Steiner und Freier von Sebottendorf, auch eine ganz wichtige Figur. Hm. Ja. Und ja, das ist natürlich alles schwierig zu bestätigen oder so. Man kann halt nur die Quellen auch von damals, also je älter die Quellen sind, umso besser, finde ich. Also ich habe erstmal die alten Bücher gelesen, da Sebottendorf zum Beispiel hat selber Bücher geschrieben und Dietrich Eckart und so, ja. Und das sind alles sehr wichtige Figuren da. Und ja, dort haben diese Damen sozusagen, Maria Ortitsch, die bekannteste, haben da also gechannelt und sie sei von den Aldebaranern, also von außerirdischen Mächten, sei ihnen da Zeichnungen und technische Sachen übermittelt worden. Und das ist dann verarbeitet worden und dort sollen dann die ersten Flugmaschinen entstanden sein, die halt die Gravitation überwinden und die auch keinen herkömmlichen Verbrennungsmotor oder irgendwas brauchen, sondern ihre Energie halt woanders herkriegen. Also alle da, im Prinzip alles das, was wir uns schon seit Jahrzehnten wünschen, ja, um endlich nicht mehr auf dieses Öl und diese ganze Mist da angewiesen zu sein. Das sei da schon also in den 20er Jahren übermittelt worden. Und aus diesen Gesellschaften ist die NSDAP, also quasi mit Adolf Hitler, dann hervorgegangen als exoterischer Punkt. Und aber diese Gesellschaften sind ihre Wege trotzdem weitergegangen, auch unabhängig davon. Sie waren teilweise eingebunden, auch teilweise finanziert, dann teilweise aber im Krieg auch nicht mehr richtig beachtet vielleicht. Es heißt an einer Stelle, dass man Hitler irgendwann mal gegen Kriegsende informiert hätte seitens der Vriel-Organisation oder auch Thule, dass man hier jetzt Flugscheiben hätte und er hätte dann getobt, warum man ihnen nichts gesagt hätte und so. Also solche Sachen gibt's auch. Also die haben dann also auch eigenständig sozusagen weitergemacht. Ja, nicht gegen unbedingt, aber sie waren auf einem anderen Level. Ja, sie waren auf ihrem esoterischen Level und die Partei und die ganze Politik, das war halt die Ausführenden. Ja. Ja, und ich denke, dass das muss mal auch mal für die meisten Leute bekannt sein, dass Heinrich Himmler war jemand, der eine hochrangiger Wart in die Nazi-Partei und der selber mal ein ziemlich tiefer Okkultist gewesen war. Na, und deswegen, obwohl da gibt's mal keine historische Referenzen für die Vril Society oder sowas oder für die Thule Society oder Gesellschaft, wie man das sagt in Deutsch. Es bezieht sich immer wieder, dass man sieht, dass Himmler so allein durch diese Expeditionen, was er mal auch in Ägypten gemacht hat, die Suche nach Bundeslade. Die Bundeslade und alle diese Dinge. So. Oder auch die Suche nach dem Gral in zwischen Frankreich und Spanien, in den Pyrenäen, ne? Ja, hier die Geschichte von Otto Rahn, Kreuzzug gegen den Gral, hat auch ein bekanntes Buch von da. Ja, und das zeigt immer wieder, dass you know, man spricht über Science Fiction, World Society Science Fiction und sowas, gibt's keine historischen Beweise. Aber immerhin, da gibt's mal Eindeutungen, dass tatsächlich das in Parteien, verschiedene Parteien mal benutzt wird. Ja. Also interessante Figuren sind, also oder Hauptfiguren sind eben, sag mal, Leute, die eigentlich nicht so bekannt waren, also die haben sich nicht in den Vordergrund gestellt, Karl Hausberger, Rudolf von Sebottendorf. Haushofer hieß der, oder? Bitte? Haushofer hieß der, oder?
Weil du hast gerade gesagt, Karl, Karl Haushofer. Ne? Mhm. Ja. Butter, Weiz und dann und den Prälat Gernot, Dietrich Eckhardt, war wieder mit den Templern auch und mit den Herren vom Schwarzen Stein verbunden. Und der hat schon relativ früh, also in den 20er Jahren, Adolf Hitler begleitet. Ja, also die haben sich da am Obersalzberg, wo Hitler nachher sein Gebäude da gekauft hat, da hatten die sich dann also schon, hatten die schon Gespräche miteinander. Ja, also esoterisch und exoterisch. Und so hängt das alles so zusammen. Ja, und dann hat er halt später auch seinen Sitz da oben gebaut und hat halt immer auf dem Untersberg geschaut. Und die Geschichte des Untersberg, die Mythologie von den Herren vom Schwarzen Stein, das geht schon auf das Jahr 1200 nach Christus zurück. Also in den Kreuzfahrerzeiten. Ah, hat der. Ja. Und das hat was auch zu tun. Ich meine, das wäre jetzt für diese Sendung ist einfach zu viel, aber das hat was mit der Ishtar-Geschichte zu tun, mit der Geschichte, aber das wäre, glaube ich, für so eine Sendung. Ich will dir kurz widersprechen. Ich glaube, wir müssen das bringen, so, weil das wiederum, Connections macht zu anderen Sendungen, die wir ja schon gehabt haben. Da sind wir nämlich ganz schnell wieder bei dem Thema Ishtar, Schwarzer Stein, Black Cube, und deswegen lass uns diese Geschichte mal erzählen. Wo wir jetzt hier das schon gerade streifen. So viel Zeit muss echt sein, weil das ist wirklich wichtiger Stuff. Ja, ja. Volker, die Geschichte von diesen Herren vom Schwarzen Stein. So. Ja, aber man kann das echt nur ankratzen, weil das ist wirklich ein breites Gebiet. Mhm. Ja, und das ist halt, das ist wirklich esoterisch. Ja, aber das manifestiert sich also exoterisch durch diese Geschichte mit den Flugscheiben. Ja. Und da scheint ja wirklich eine Menge dran zu sein. Wir denken, also es gibt ja offizielle Berichte, also Kriegsberichte der Amerikaner, wo sie halt mit ihren Bombern über Deutschland fliegen und dann die sogenannten Foo Fighters sehen, irgendwelche Lichtpunkte, Lichterscheinungen oder Flugscheibenerscheinungen, die sie dann irgendwie beim Radar stören und all solche. Das ist alles, wie gesagt, dokumentiert und nachweisbar, ja. Niemand hat von uns so eine Scheibe gesehen bis jetzt, oder vielleicht doch. Aber man muss halt gucken, was ist dokumentiert, ja, steht in den Akten der CIA oder sonst wo. Und das ist halt so. Und da auch Admiral Byrd und so weiter, der hat es ja auch in Zeitungsinterviews und so weiter gesagt, dass wir hier einer Macht gegenüberstehen. Wie war das nochmal, in einem nächsten Krieg stehen wir einer so großen Macht gegenüber, die können von einem Pol zum anderen springen und ja, also solche Sachen. Und ich befürchte, oder was heißt befürchte, also ich denke mal, dass diese Vril-Gesellschaft, also diese Damen, diese Channel-Damen, das eben angekratzt haben, dass sie Verbindungen aufgenommen haben, möglicherweise zu diesem Aldebaran oder auch woanders hin, und dass man damit vielleicht diese Kräfte geweckt hat oder auch an die wieder zur Erde gebracht hat. Ja, und dass das eben in der Antarktis und in Südamerika sich manifestiert hat und dass man da eventuell weiter geforscht hat, also... Wow, es ist wirklich, Volker, jetzt wird es richtig so heiß. Also ich spüre das förmlich knistern und in mir drin, weißt du, da stehen auch so Connections auf einmal so, ja. Also jetzt wird es richtig spannend. Und meine Intuition sagt mir, wir müssen diese schwarze Steingeschichte anschauen, weil vielleicht ist das tatsächlich auch wieder so ein Missing Link zwischen diesem modernen Phänomen Neotempler, aus den Neotemplern rausgewachsen sind, diese völkischen, okkulten Gesellschaften, deren exoterischer Arm dann eben die NS-Partei war, wie du es ausgeführt hast. Und da ist vielleicht eine Connection hin, aber eben zu diesem alten, antiken Kram so. Und deswegen scheint mir das echt wichtig.
Ich hau's jetzt mal kurz raus, diese Geschichte von diesen Herren vom Schwarzen Stein. Und wenn ich mich irgendwo dann verhau oder so, dann korrigier mich da ruhig. Aber so im Groben oder im Ganzen müsste die Geschichte, hab ich sie so in Erinnerung. Es ist die Zeit der Kreuzzüge und es ist eben einer, der da am Start ist. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aber halt ein Ritter, der eben aus dieser Gegend der Alpen kam. Ja, und der war als Kreuzritter unten in auf der arabischen Halbinsel, ja. Und in dieser Zeit ist er, man hat da nicht permanent gekämpft, sondern manchmal waren auch mehr Generationen Friedenszeiten und dann konnte man auch vielleicht Gegenden dort bereisen, so. Und dieser Ritter war also jetzt nicht nur in dem, was heute Palästina ist, sondern ist vielleicht auch schon ein bisschen weiter da, was heute Syrien ist oder so, oder vielleicht schon in Richtung Irak, Zweistromland. Und das soll wohl so gewesen sein, so geht diese Legende, dass dieser Ritter einen Traum hatte und in diesem Traum ist ihm eine antike Göttin erschienen. Nennen wir sie Ishtar. Ja. Oder auch Isis, wenn du willst. Ja. Ja. Wir haben ja darüber schon oft gesprochen, das sind halt die verschiedenen Namen, aber bezeichnen letztens immer dieselbe Kraft oder dieselbe Göttin. Also eine antike Göttin erscheint ihm im Traum. Und sie sagt ihm, beschreibt ihm eine Stelle, wo er suchen soll, dort, wo er halt war, und da wird er einen schwarzen Stein finden. Und dann soll er diesen Stein, das hat er dann am nächsten Tag dann gemacht, und tatsächlich findet er den Stein, und dann ist ihm nochmal erschienen im Traum, oder das war vielleicht auch nur ein Traum, und da kam dann der Befehl, okay, diesen Stein sollst du zurückbringen in dein Heimatland, und dort ich weiß nicht, ob man damals schon Untersberg gesagt hat, manche sprechen auch vom Mitternachtsberg, was ganz noch heißer macht, so, aber jedenfalls soll er diesen Stein dort wieder zurückbringen und dort in diesem Berg verstecken. Na, und das ist derselbe Untersberg bei übrigens hier Alex, nur falls du dich nicht erinnerst, hier derselbe Untersberg, wo haben wir auch drüber gesprochen, wo letztes Jahr dieser Typ in dieser Höhle, ja, da, genau, 1000 Meter tief war, ja, und, ja. Höhlen gibt's da sowieso viele, und dann gibt's auch alle möglichen Gerüchte, dass manche Höhlen dort auch wie Irritationen im Raum-Zeit-Kontinuum sind. Da gibt's Berichte, dass Leute dort verschwinden über Jahre, und für die man's nur 10 Minuten oder sowas. Und das ist eigentlich eine super spannende Geschichte, dass wir also diese Verbindung haben von Zweistromland, Babylon, wenn du willst, wo ein schwarzer Stein herkommt, der mittels eine Göttin channelt, das dem Typen nichts anderes ist. Der träumt das, ja. Das ist auch nichts anderes als channeln. Er bekommt die Information, den Auftrag, bringt es hier nach zum Untersberg. Und das ist dann genau dieser mysteriöse Untersberg. Und es ist dann eben auch ein Zentrum von dieser okkulten NS-Geschichte, also wo eben Leute wie Frill-Gesellschaft, die kannten diese Geschichten. Und einen Namen vielleicht auch noch einwerfen, schon im 19. Jahrhundert, Lanz von Liebenfels, der einen Neo-Templer-Orden gegründet hat. Und das waren übrigens die ersten Leute, die in der Moderne die Swastika, das Hakenkreuz, so als Symbol auch genommen haben für diese Bewegung. Mhm. Ja. Dieser Lanz von Liebenfels übrigens hat auch diese Ostara-Hefte geschrieben und herausgegeben. Ja. Diese Ostara-Hefte, die wiederum den jungen Adolf Hitler beeinflusst haben. Ja. Und ich meine, all diese Dinge kreisen dann auch um diesen Untersberg und um diese alten Legenden. Und deswegen halte ich das für super wichtig, weil da scheinbar so ein Missing Link doch auftaucht. Ja. Es ist viel Spekulation, aber ist klar, es ist jetzt nicht historisch irgendwie so belegbar, aber ihr versteht, woher ich komme. Also warum das so ein wichtiges Ding ist, diese Geschichte vom schwarzen Stein. Ja, da ist auch die Höllenreise der Isais, ja, das ist diese Saga, ja, die passt da ja auch mit zusammen, ja. Dass Isais beauftragt wurde von Wotan. Also Shaddain hat den schwarzen Stein gestohlen, der ein Stück aus der schwarzen Sonne sozusagen oder ein Teil der schwarzen Sonne ist, ja. Wow. Und die Isis eigentlich oder Ishtar, kann man sagen, Ishtar besser, eigentlich für die Menschheit also diesen schwarzen Stein gemacht hat, quasi als Abbild der schwarzen Sonne. Der ist also, wie gesagt, von Shaddain dann gestohlen worden und Isais macht die Höllenreise um ins Reich Shaddains, um diesen schwarzen Stein dann wieder zu bergen sozusagen, und alle raten ihr ab. Und sie macht es dann aber. Und da das Reich des Bösen, des Shaddain, eben ein männliches Reich ist, würde sie dann mit ihren langen Haaren sofort auffallen. Und dann hat man ihr die Haare
etwas gekürzt und da musste sie als Knabe verkneiret dann von Shaddain den schwarzen Stein eben zurückholen und ich habe die Geschichte nie zu Ende gelesen. Vielleicht ist dieser Stein dann zum Mitternachtsberg geschafft worden. Und ja. Hier, nochmal, damit ich es auch richtig verstehe hier, diese Geschichte, die du gerade erzählt hast von Isaias und so, das ist so alte babylonische Geschichte, ja? Ja. Ja. Da müssen wir übrigens auch nochmal, nur mal so als Einwurf, da müssen wir mal kurz unseren Kollegen Mario Prass mal fragen hier, wie der hier diese Namen deuten wird. Also ich meine, hey. Aber so Frank, da haben wir auch darüber gesprochen, man. Das geht auch hier mal, diese babylonische Geschichte, wo das, aber guck mal jetzt mal die Verbindung. Katharien schon wieder mal, die zu Judentum, und die haben mal diese Juden denn aus Rom gebracht, von Babylon nach Rom, wo die mal die haben das Talmud gefolgt. Und da sind wir schon wieder bei dieser abgefuckten Dinger, man. Ja. Ja. Die Prophezeiung nicht zu vergessen, ja, also Entschuldigung, wir haben noch reingeschrieben. Welche Prophezeiung, sagst du mal deutlich, bitte? Sayaha? Erzähl mal. Ja, das also gehört auch dazu. Also ich sollte man auf jeden Fall mal lesen. Kann man einfach eingeben in eine Suchmaschine und man findet das schnell. Und das sind Bruchstücke aus der Zeit Nebukadnezars, die gefunden wurden. Und das sind Briefe der Seherin an Nebukadnezar und zurück. Und da sieht sie halt die Zukunft. Und wenn man sich das mal so durchliest, dann stellt man fest, dass man genau in dieser Zeit gerade lebt. Echt? Ja, also die das kenne ich gar nicht, das klingt echt spannender. Ja, wir haben ja auch in anderen Schriften in der Bibel und so weiter, Offenbarung und so hier in den indischen Schriften, das ist die Kali-Yuga-Sache, es ist eigentlich, steht überall das Gleiche drin. Und es ist schon erschreckend, wenn man das liest. Also, das ist die Zeit, in der wir leben, also wo die Wahrheit zur Lüge wird und die Lüge zur Wahrheit und alles auf den Kopf gestellt wird und das Gute will nichts mehr gelten. Es wird nur noch Schmutz sein und Weiber wollen sich nicht mehr als Weiber geben. Sie werden Männerkleider tragen. Gender-Debatte, Freunde. Gender. Bitte? Gender-Debatte wollte ich dann noch sagen. Ja, die ganze Gender-Scheiße, ja. Ist Wahnsinn. Liest euch das. Werd feststellen, dass wir in dieser Zeit leben. Und die einsamen Gerechten, die werden dort halt. Nichts mehr gelten und sie werden warten auf den dritten Sargon, der da kommen wird und mit einer Schar aufrichten und Shaddain dann, wie gesagt, in die Hölle schicken. Also ja. Die gleiche Geschichte, die wir dann später so in der Johannes-Apokalypse dann haben. Ja. Genau, ja. Also ich sag ja, es ist egal, welches Buch du nimmst. Ja, und aus welcher Zeit, es steht immer dieselbe Geschichte drin. Und wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, dann ups. Ja? Naja, die Frage ist halt nur, wer erzählt die Geschichten so? Weißt du? Ja. Und als eins, weil bevor ich das vergesse, wo wir diese Geschichte von den Herren vom Schwarzen Stein hatten, der träumt nachts und es kommt eine Kraft, sie stellt sich ihm vor und sagt, hey, ich bin Ishtar und so und ja, die Maria Ortitsch und Sigrun und diese Medien dann in den 20er Jahren von der Frill-Gesellschaft, die channeln jemanden und die stellen sich vor, hallo, wir sind die Leute von Aldebaran, wir haben eine Message für euch, ja. Zur selben Zeit oder ein bisschen später dann ist ein gewisser Aleister Crowley in Montauk, Long Island, an diesem geomantisch extrem wichtigen Punkt. Und er channelt auch jemanden. Und da stellt sich jemand vor und sagt, hallo, ich bin, wie hieß es dann, Nam, ja, und irgendein Alien, so ein Grey. Und ich erzähle euch mal was. Und es ist die große Frage ist wirklich,
ist das vielleicht, kommt das alles von derselben Quelle? Ist es dieselbe Quelle, die zum Teil die verschiedenen Parteien bei den Menschen in verschiedenen Zeiten durch irgendwelche medialen Channel-Techniken manipuliert? Und ist vielleicht das dieselbe Quelle, die auch diese Prophezeiung wieder in die Welt setzt? Und ist das nicht sozusagen, also nur so als Frage oder als Verdacht, ist das dann nicht die Quelle, die einfach dafür die ganze Zeit sorgt, für diese Zwietracht untereinander so? Ja. Ja, aber die soll ja enden, ja, und das soll ja dann übergehen ins goldene Zeitalter. Also wir können jetzt darüber philosophieren, wie weit oben wir das ansetzen können, aber das ist dermaßen Spekulation. Ja, wir sehen ja die Spitze der Pyramide nicht. Wir meinen immer, wir sehen irgendwelche Spitzen der Pyramiden, die Rothschilds und vielleicht die Juden oder der Vatikan und für irgendjemand sind die Bilderberge die Spitze, ja, und so weiter. Aber ganz oben können wir gar nicht gucken. Da können wir spekulieren, ja. Aber eins steht mal fest, wenn man sich mal die wenn man sich mal einfach Ägypten anschaut, ja, da haben wir die Pyramiden. Da haben wir alles Mögliche an Bauwerken und Statuen und was weiß ich nicht alles. Das ist ja unglaublich. Und da denkt man immer, da wollen die uns erzählen, das hätten irgendwelche Sklaven gemacht mit irgendwelchen Werkzeugen, die überhaupt gar nicht in der Lage sind, sowas zu erstellen und so ein Blödsinn. Ja? Und es muss Zivilisationen gegeben haben auf dieser Erde, die uns weit überlegen waren. Und das waren wahrscheinlich auch wir Menschen. Aber schon Zivilisationen, die vielleicht schon in einem goldenen Zeitalter gelebt haben. Entschuldigung, Volker. Ja. Die ganze Welt wartet darauf, dass ich mal das sage. Das zieht uns alles wieder zurück zu die Himmelsscheibe von Nebra. Das muss ich mal halt so sagen, die mal für 4000 Jahre gefunden worden ist und da sieht man schon, dass die erste Sternbild, was mal die älteste Sternbild der Welt, was mal gefunden hat, das ist eine Millennium-Fund und so weiter. Aber ich muss mal hier was zusammenfassen, weil wir haben über Babylonien gesprochen, diese babylonische Sachen, was mal diese Leute folgen, ja? Jetzt, du hast mal Ishtar ernannt. Und Frank hat gesagt, dass dieser Ishtar ist bei dieses Tempelritter in einem Traum aufgetaucht. Jetzt, ich muss mal hier kurz mal ein paar Sachen zusammenstellen. Baal. Mhm. Wo wir gerade in London der Turm von Baal eingeweiht haben. Und dasselbe Tag, wo Prince gestorben ist und an den 90. Geburtstag von die liebe Königin, wo Niagara Falls in Lila war. Ja, ne? Okay, wait a second. die Geschichte mit Baal Zebo wurde damals erzählt, dass er angeblich fremdgegangen ist, wurde zerstückelt und ist gestorben und seine Körperteile wurden zerteilt innerhalb des Landes. Seine Frau unter dem Namen Semiramis, hat gesagt, nein, er ist ins Himmel gestiegen und ist Sonnengott geworden, Nimrod. Und das Interessante dabei ist, dass die Semiramis hat eine Religion eingerichtet, weil sie hat behauptet, dass sie kam von dem Mond in einem Mondei, ist in dieser Euphrates-Fluss mal gelandet und ist nackt auf die Welt gekommen als Ishtar. Ja. Die eine Sohn gehabt, der Talmun hieß, der mit 43 Jahren bei einer Jagd auf eine Eber, und das kommt mal dann zu die Ostergeschichte und dann... Ja, aber lass uns die Kurve noch nehmen, weil, da genau, du sprichst von dem Mondei, da haben wir nämlich das Symbol Osterei und wir haben uns ja hier zu Ostern versucht, damit auseinanderzusetzen. Und die Kinderopfer, man. Ishtar, Oster, Ostara und hot damn, da sind wir wieder bei den Ostara-Heften von Lanz von Liebenfels und da sind wir wieder bei den Neo-Templern und da sind wir dort, wo dieses alte, okkulte, wollen wir es Wissen nennen oder
oder diese okkulten Traditionen sich auf einmal wiederfinden im 19. Jahrhundert in den bayerisch-österreichischen Alpen und von dort aus dann dieses ganze diese ganze NS-Geschichte im 20. Jahrhundert dann abhebt. Hammer, oder? Aber mal ganz, also diese ganzen Geschichten, ja, ist es nicht eigenartig, warum wird uns von der offiziellen Geschichtsschreibung so viel Blödsinn erzählt, also so viel Schwachsinn, ja? Warum hat es die Menschheit bislang nicht geschafft, mal sich zusammenzusetzen und all das wirklich, also nicht mehr mal okkult, ja, also verborgen, sondern offen zu legen und alles mal zusammenfügen? Irgendjemand will das doch nicht, oder? Ja, genauso sieht's aus. Weil das ist doch, das sind so viele Sachen, die so perfekt zusammenpassen, aber es ist so viel, dass man den Überblick verliert. Ja, volle Zustimmung. Und deswegen ist auch die Shark Hunter bringen so cool, weil das ist eben so eine Art, hier netzen sich die Leute zusammen und guck mal an, was dann passiert, so was da für Wahrheiten rauskommen. Und wenn wir das sozusagen im Großen bekommen würden, also die World Shark Hunter, so weil Truth Hunter oder sowas, ja, was würde da für ein Bild dann entstehen für uns? Ja, das war ja eine rhetorische Frage. Ja, weil ich weiß natürlich, dass das irgendjemand oder irgendwelche, sie wollen es einfach verhindern, dass unsere Menschheitsgeschichte nicht zur Wahrheit nach oben tritt. Und aber wir haben jetzt etwas, was sich Internet nennt, und das hat es noch nie gegeben. Wir alle können uns weltweit vernetzen. Wir können Wissen austauschen. Wir können zusammenarbeiten, wir können die Dinge zusammenführen. Für mich ist das auch manchmal schwierig. Also ich kratze auch nur an Oberflächen herum, aber ich will das einfach wissen. Ich will einfach die Wahrheit wissen. Ja. Und also wenn es offizieller Seite nicht gemacht wird, weil man das nicht will oder jemand das nicht will, dann müssen wir es halt machen und wir haben die Möglichkeit übers Internet. Jetzt haben die schon Gegenstrategien und bringen jede Menge Desinfos auch in die ganze Geschichte rein. Aber im Prinzip haben wir eine Möglichkeit, die so, also zumindest in diesem dunklen Eisenzeitalter hier noch nie gegeben hat. Und ich glaube, wir sind zivilisatorisch eigentlich ganz unten. Also das, wie gesagt, sagt ja das Eisenzeitalter, das Kali-Yuga. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eben uns Wissen anzueignen und Erkenntnis. Und soweit ich weiß, da gab es ja mal diese Nakamadi-Schriftrollen, die da auch, am Toten Meer. Ja, wo von Archonten gesprochen wurden und dass man die Archonten bekämpft und sie gar nicht bekämpfen kann und man weiß auch gar nicht, was es ist. Das sind jedenfalls die das Wissen immer wieder zerschlagen, Bibliotheken verbrennen. Alexandria ist als bekanntestes, aber auch letztens ist in Moskau eine wichtige Bibliothek abgebrannt, also ganz eigenartig. Es gibt also sie haben das Archonten genannt und die wollen das Wissen eben kaputt machen. Und die haben aber für sich gesagt, sie nennen sich selber die Gnostik. Vielleicht klären wir das kurz mit den Archonten, das ist eine gnostische Tradition. Und Archonten, ich meine, das ist ein Riesenthema, da könnten wir auch den ganzen Abend drüber sprechen. Wir haben es auch auf jeden Fall schon mal erwähnt, aber nur so für Leute, die jetzt mit dem Begriff noch gar nichts anfangen können, so in a nutshell, wie man in Amerika sagt. Die Archonten, das sind die Idee, das wäre, dass die Archonten wie feinstoffliche Parasiten sind, die eigentlich nicht in unsere Welt hierher gehören, aber sich auf merkwürdige Art und Weise, vielleicht auch magische Rituale bis hin zum modernen CERN und so, sich irgendwie Zugang bekommen in unsere Welt und geistig, auf geistige Ebene, weil sie haben keine Körper oder so, auf geistige Ebene Einfluss nehmen auf unsere Geschichte, indem sie channeln können, indem sie Besitz ergreifen können von Menschen oder und so weiter, also so Besessenheiten und solche Sachen. Und dass das sozusagen eine die Kraft ist, die halt
die natürliche Harmonie, die wir auf der Erde hatten, irgendwann im paradiesischen Zeitalter. Wir Menschen haben diese Erinnerung daran, dass irgendwann mal alles eins war. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, diese Zeit vor der Scheibe von Nebra, wo man einfach eins war mit der Natur. Irgendwann ist es reingekommen. Und eine der Möglichkeiten ist halt, dass diese Archonten letzten Endes die tatsächlich ständig für Zwietracht sorgen. Und dass es aber dieselben Kräfte sind, die eben dann uns immer wieder austricksen und sich tarnen, hey, ich bin Aldebaraner oder hey, ich bin der Erzengel Gabriel, hallo, ich bin Jesus, ich spreche zu dir. Und immer wieder gibt's Figuren in der Weltgeschichte, die das halt aufpoppen und so entstehen Religionen, so entsteht Zwietracht, so entstehen gegenseitige Narrative, die sich dann wieder gegeneinander ausspielen lassen und das so im Kurzen, was diese Archonten sind. Und genau darüber berichtet wird eben in einer von diesen Schriftrollen von Nakamadi, die gnostische Tradition. Die sind erst gefunden worden, ne? Also die sind ich glaube, die sind erst 1948 gefunden worden. Ja, interessanterweise auch wieder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch da ist wieder die Frage, ich meine, die Geschichte geht, da ist halt dieser Beduinenjunge, der dort seine Ziegen irgendwie hütet. Ich war auch tatsächlich auch schon dort vor Ort am Toten Meer. Ich war auch in dieser Nakamadi-Höhle, habe mir das dort angeguckt und so. Und so geht halt die Geschichte. Aber da ist auch wieder die Frage, hat jemand den kleinen Jungen da so einen kleinen Input gegeben? So auch wieder so halt hier, geh mal in diese Höhle, such mal dort und dann schau mal an. Ja. Gleich tauchen diese Sachen auf. Also interessant ist auf jeden Fall auch die Zeit, wo das gekommen ist. Wichtig ist ja, glaube ich, dass man das mit der Realität heutzutage vergleicht. Und und dann kannst du halt gucken, wo ist der Wahrheitsgehalt und wo wird was eingestreut oder wo wird irgendwas gemacht. Und wenn du das verknüpfst mit allen möglichen, ohne dass du jetzt Detailkenntnisse hast, von sumerischen Schriften oder von Vril oder von Wotan und von den nordischen Mythologien, sondern einfach mal so allgemein das verknüpfst, ja, und dann nimmst du mal diese Nakamadi-Schriften raus, ja, also diese Gnosis, also diese Gnostiker, die sagen, wir können nur gegen diese Parasiten, also diese Archonten, wo auch immer, was ihre Ziele sind, sie versklaven uns jedenfalls, indem sie uns Wissen und Erkenntnis bestehlen. Wie können wir sie denn bekämpfen? Und wir können sie nicht durch physische Gewalt bekämpfen. Das haben sie geschrieben. Und es wird aber, sie sagen, die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, aus der Macht der Archonten hier rauszukommen, ist einfach, ihnen zu entsagen. Also ihnen nicht die Macht zu geben. Und nicht auf ihre Angebote reinzufallen, auf ihre materiellen Angebote. Das ist übrigens wieder die Teufelsgeschichte in der Bibel, ja. Genau. Immer das Gleiche, ja. Und so. Also einfach, Jesus hat ja gesagt, weiche von mir, ja. Jesus hat gesagt, ja, ich biete dir hier mein Königreich und alles mögliche an materiellen Dingen. Und Jesus hat dann gesagt, weiche von mir. Also so, die haben das also auch gesagt und haben gesagt, lasst einfach von ihnen. Und sie haben eine Prophezeiung gemacht für die Zukunft und sie haben gesagt, für das Wissen und die Erkenntnis werden in ferner Zukunft breite Wege zur Verfügung gestellt. Mhm. Und da denke ich immer ans Internet, ja, an die Datenautobahn, an den breiten Weg. Breitband, ja. Ja, Breitband. Datenautobahn. Das ist der breite Weg der Erkenntnis. Mhm. Jetzt ist es an uns, das zu nutzen. Glasfaser. Wow, Licht, krass. Quarze, Kristalle. Volker, ich wollte mal kurz mal ein paar Schritte zurücknehmen, wo du mal über Dokumentationen und irgendwelche Bibliotheken, die mal zufällig abgebrannt sind und viele Schriftstücke sind bei uns verloren gegangen. Meine Frage ist das, hast du zufällig über diesen Hexenkartothek gehört, die mal dieses Jahr in die Tschechei gefunden, beziehungsweise in die Czech Republic gefunden worden ist? Das ist eine Versteck, die haben entdeckt von über 13.000 Bücher von Nazi-Hexenbibliothek. Ja, davon haben wenn du mir da mal einen Link. Die Geschichte lautet folgendes. Diese Hexenkartothek, die historische Vorgang der satanischen Hexenverhandlung war eine, Obsession? Sagt man das auch in Deutsch? Besessenheit. Ja. Besessenheit von Heinrich Himmler. Denn Himmler hat eine Verwandten gehabt, die Margarete Himmler
hieß, na, die 1629 an einem Scheiterhaufen umgekommen ist. Und spezialwissenschaftlicher SS-Hexen-Sonderkommando gab es, man. Und Himmler war zuständig davor. Und die haben eine Hexenkartothek, quasi eine Hexenindex, die gegen päpstliche Abstoße des Holocaust mal geläutet haben. Ne? Oh. Zusätzlich zur Propaganda, Himmler hat auch interessiert, die übernatürliche Grund, warum Raben sich immer wieder in Schwärmen an Hexenexekutionsorte sich gesammelt haben, ne? Ja, und warum hat man immer Frauen verbrannt mit langen Haaren oder roten Haaren? Ja, sehr richtig. Da landen wir wieder bei der Vriel, ne? Die an ja, genau, diese Frauen, die man channeln könnten. Richtig, weil ich vorher, hier Volker, du hast, das war auch noch was Interessantes, wir sollten das nicht, ich meine, wir haben so viele interessante Informationen heute haben, aber das sollte auch nicht ganz umgehen, weil das war auch mir ganz neu. Du hast gesagt, die Vriel-Gesellschaft war im Grunde genommen eigentlich eher so eine Art Schwesternschaft. Das waren in erster Linie Frauen, ne? Genau. Und ich meine, man könnte jetzt das Wort Hexe benutzen, wenn es nicht bei manchen so negativ aufgeladen worden sind, aber eher im Sinne von es waren halt vielleicht dieselben oder stehen in derselben Tradition wie ja, dieses alte weibliche Wissen, Hexen, Heiler, Kräuter und so weiter und eben auch diese vielleicht esoterische, spirituelle Seite davon. Das ist das eine Linie? Ja. Das ist auch also krass. Frillgesellschaft und das miteinander zu verbinden, wow. Also diese ganze, wenn ich mal kurz mal hier einschreiten darf, diese Frill-Gesellschaft, das wurde übersetzt von einem Buch, die hieß The Coming Race, die in 1871 geschrieben worden ist. Das war ein Engländer, der hieß Lord Edward Bulwer Lytton. Genau. Na, und er hat, erstmal war der undercover, keiner wusste, weil er hat das anonym geschrieben, na. Und dann später, in was weiß ich, 10 Jahre später oder sowas, ist das herausgefunden, dass er tatsächlich dasselbe geschrieben hat. Engländer war das, ne? 1871. So weit geht das zurück. Und wir haben darüber kurz mal vorher gesprochen. Ist das in alle diese Bücher, auch mal diese Buch mal The Boys from Brazil und wir sehen das von Stanley Kubrick, da wird immer Hinweise. Ob das mal Science-Fiction-Books sind und oder was weiß ich mal, wie die genannt werden, Novels oder sowas, ne? Das immer 50% von diesem Buch kannst du mal als Wahrheit interpretieren. Und so meinst du, ist es mit diesem Bulmer Lytton auch, ja? Ja, genau. Der schreibt einen Roman, The Coming Race. Das ist kein Sachbuch. Also die haben das gelistet als eine Science-Fiction-Novel. Na, weil das Buch The Coming Race aus 1871 wurde dann wieder gedruckt als Vril, The Power of the Coming Race. Mhm, ja. Na? Vril Power ist Vril Kraft, was ja, er dann genau. Auch die Rede ist. Und dann, wenn du guckst mal, dann gehst man dann hier wieder zu die Thule Society und man spricht über technologische Energie, dass die Thule könnte das Vaterland retten. Und dann, wenn man mit Mario Prass... Das nordische Thule, genau, ja. Ja, aber dann, als wir mit Mario Prass mal die Sendung gemacht haben, na, wir haben über 2 Stromländer und er hat gesagt, dass das alles hier passiert ist. Mhm. Ja. Letztens hat er mal was hat er gedruckt? Dass in die Essener Dome, an die unterste Etage, steht an der Wand, wir haben Gott umgebracht. Ja. What the fuck? Das ist aber aus den 80ern, was da ist hier im Essener Dom, ja. What the fuck? Aber man? Ja, was macht das in der Kirche? Ah, this is blowing my mind, all this shit. Ja, was ist das in der Kirche? Die Kirche ist doch eher, ist doch die Synagoge Satans. Ja, der ganze Vatikan ist doch die Synagoge Satans. Und das ist ja spätestens im 2. Jahrhundert alles übernommen worden, ja. Und aber selbst der Vatikan ist ja nur ein Werkzeug, um die Christen sozusagen zu führen, ja. Der Vati halt, ja. Ja, aber warum sind das Frauen? Weil, das ist, also die Göttlichkeit ist immer weiblich und männlich, ja.
Und in der Ishtar-Geschichte ist es halt so, dass die Frau eigentlich das Göttliche repräsentiert und der Mann da aber dazugehört, aber der ist eigentlich der, ja, der Kämpfer, ja, also der also das starke Geschlecht, aber Versorger, die Frau steht im Vordergrund und der Mann ist eigentlich der Soldat für sie, ja. Und Shaddain ist eben nur männlich, also er kennt das Weibliche nicht. Und das ist es eben gerade, warum, denke ich mal, auch gerade in der Zeit der Hexenverbrennung eben gegen Frauen vorgegangen sind mit langen Haaren, mit roten Haaren und so weiter, ja. Oder auch, ja, auch die hatten vielleicht auch, man hat dann gesagt, sie seien von Dämonen besessen und so, das haben die vielleicht gesagt, aber sie hatten vielleicht Visionen und sie hatten Dinge empfangen, also das, was man später als Channeling dann auch genutzt hat hier von den Vrieldamen, ja, aber vielleicht hatten die einfach solche Erkenntnisse und dann hat sich das umgesprochen und ist natürlich sofort die Inquisition gekommen und hat gesagt, ja, eure Erkenntnis, die machen wir jetzt kaputt. Da kamen die Archonten quasi. Ja. Meinst du, dass dann so diese NS-Größen, also gerade diese okkulten NS-Größen, wir hatten Himmler schon erwähnt, Rudolf Hess und diese Leute, glaubst du, dass die sich sozusagen als die männliche Seite, weil die haben ja dann auch diese Männerorden gegründet. SS ist ja hier Bebelsburg und Schwarze Sonne, diese ganzen Geschichten, Silver Star, Agentum-Orden und so weiter. Die haben ja stark dieses männliche Ding reingebracht. Auch wieder dieses Templer-Vorbild, also dieses fast schon mönchisch-männlich, also asketisch so. Glaubst du, die haben sich selber sozusagen in der Rolle gesehen, als eben das Schwert, dieser männliche Part, aber eigentlich für Ishtar, Isis, ja, wie auch immer man es nennen will, so? Ja. Also bei Himmler weiß ich immer nicht, der ist mir viel zu offenkundig, also gewesen, also viel zu publik, ja. Also der ist für mich überhaupt nicht wichtig, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein Mann der Öffentlichkeit und der angegriffen wird und so weiter. Also für mich sind diese Hintergrundleute viel, viel wichtiger. Also Haushofer, ja. Sebottendorf, Eckart, ja. Ja. Und Dietrich Eckart und so. Und ja, die sind natürlich alle verschrien und oh, das sind ja Nazis und. Ja, aber man muss einfach mal reingucken da. Was haben die denn geschrieben? Was ist denn da? Und wie tief geht denn das? Ja, und der Sebottendorf mit seinen Reisen da im Orient und so weiter. Was, ja, Blavatsky und so weiter. Die haben ja so viele Reisen unternommen und haben Wissen gesammelt und Erkenntnisse gesammelt. Und Reisen war ja damals noch nicht so einfach wie heute. Mal eben so in Himalaya und so, das hat nochmal gedauert. Ja, und das, für mich sind diese Hintergrundleute viel wichtiger. Und da verstehe ich, dass, wie das zusammenpasst mit den Damen. Verstehe ich auch, warum dann nachher, also Canaris zum Beispiel, dann, also je später, also quasi die NS-Zeit dann fortgeschritten ist, umso mehr haben die Exoteriker, also die Politiker, die Görings also, und so, mehr und mehr übernommen und was eigentlich gar nicht geplant war und was dann wieder ins Schlechte gefallen ist sozusagen. Ja? Oh man. Und der Krieg ist halt der Vater aller Dinge und da kommt halt, das hat dann alles dann sozusagen verändert. Und dieser, ich sag der Vater, die eben dieses Männliche dann, ne? Ja? Hat dann überhand genommen. Die Vater hatte andere Ziele oder nicht unbedingt deckungsgleich und deshalb auch nachher die Geschichte mit Canaris und so. Und ja, erst waren sie dabei, aber dann haben sie gemerkt, was hier passiert, fällt jetzt in das Schlechte zurück. Das passt nicht mehr mit Vril zusammen, mit der weiblichen Göttlichkeit. Ja. Und aber ich denke mal, dass also auch Martin Bormann und diese Geschichte mit der Flucht von Adolf Hitler, ja, Verschleppung, muss ich schon sagen, von Adolf Hitler, dass sicherlich einige Esoteriker dann auch darunter sind, ja, also mit dieser Absatzbewegung, ja.
Und ja, da sicherlich mit diese vielleicht diesen Kontakt, den sie aufgenommen haben mittels ihrer Flugscheiben, deren Technologie sie dann da von Aldebaran hatten, dann auch die Möglichkeit hatten, Flüge dahin zu unternehmen und vielleicht auch, dass die Aldebaraner vielleicht hier hingekommen sind. Ich sag nur, diese Geschichte mit Admiral Byrd, was ist denn da passiert? Das ist alles so merkwürdig. Das glaube ich nicht, dass jetzt deutsche Flugscheiben alleine das hätten bewerkstelligt können. Entweder hatten sie oder hatten sie schon vorher in der Antarktis Station, oder sie sind halt gerufen worden durch die Vriel-Gesellschaft, dass die Aldebaraner da aufgetaucht sind. Solche Sachen. Eine weitere Möglichkeit, oder was man auch mal bedenken könnte, dass vielleicht diese Antarktis Atlantis war. Ja, man spricht ja vom Untergang Atlantis. Ja, und ja, vielleicht ist das ist ja, so lange weiß man ja noch gar nicht, dass das ein Kontinent ist. Piri Reiskarte, auch bekannt. Ja, also, aber trotzdem in der modernen Zeit hat man dann erst später festgestellt, ja, das ist ja wie ein Kontinent und ja, kann vielleicht auch Atlantis sein, was unter Schnee versunken ist, ja. Unter Wasser, aber dass trotzdem noch dort Höhlen existieren und so weiter, die man dann gefunden hat durch Vriel, vielleicht durch die Frauen, die durch Channeling und sonst was. Dann hat eben Dönitz dort eben seine U-Boote hingeschickt. Er hat gesagt, wir haben für den Führer hier ein Paradies entdeckt und eine unannehmbare Festung. Ja, weil sie vielleicht auch da auf alte Zivilisationen gestoßen sind, die da in Anführungsstrichen geschlafen haben. Oder durch ein Portal eben von Aldebaran dort irgendwie auftauchen konnten. Ja, alles ist möglich. Wir haben nur hier und da Indizien und müssen die einfach mal zusammenfügen und gucken, wie das passt. Ich muss mal zwei Dinge kurz mal reinwerfen. Das wieder mal von Antarktis, was du sagst, das sind auch mal jetzt Fotos, die rumhosieren durch Internet, wo angeblich eine schneebedeckte Pyramide gefunden ist. Wir wissen, dass auch nach dem Treffen mit der Kirill, dass der Papst, der Kirill selber ist in die Antarktis geflogen. Aber jetzt kurz mal das Foto, was ich mal ins Licht bringen wollte. Sagt dir die Name Erik Janssen Hannussen was? Hannussen. Naja, sag mir, worum es geht, weil ich hab's immer so okay. Das war ein Österreicher, Mentalist, Hypnotist und Okkultist. Na, und dieser Erik Jan Hannussen hatte sehr enge Verbindungen zu die Nazi-SA-Elite. Jetzt check this out. Er hat ständig Termine mit Adolf Hitler gehabt, um ihm Massenkontrolle und der Nutzung von das Mandrakes Wurzel schützende Kräfte zu berichten. Adolf Hitler wurde auf dieser Hannussen aufmerksam geworden, nachdem er in Frankreich vorgesagt hat, dass Adolf Hitler Kanzler bis 1933 wird. Okay. Ja, der war das. Genau. Ja, ich wusste immer nicht, wer das gesagt hat. Ja. Dass Erik Jan. Das vorausgesagt hat. Ja. Erik Jan Hannussen heißt der. Und das Interessante. Ja, stimmt, ja. Okay, ja, check this out, Bro. Jetzt geht das mal noch einen Schritt weiter. Er hat auch die Reichstagsbrand, was die Nazis ins absolut Vollmacht stellte. Na? Es wurde gemunkelt, dass dieser Hannussen hat den Asen für den Tat hypnotisiert. Na? Und nach dem Feuer, es wurde herausgefunden, dass Hannussen Jude war und von Nazi-Rivalen ermordet wurde, bevor Hitler ihm für seinen Nutzen mal gewinnen könnte. Also richtig abgefahren. Das ist noch eine Name, der mal interessant ist, weil du hast mal vorher erwähnt, auch Menschen, die mal nicht so ans Licht gekommen sind und was man nicht so viel davon hört. Karl Ernst Kraft ist auch so eine Person. Das war ein Schweizer und wurde Angestellter der Nazis, nachdem er die Bombenanschläge auf Adolf Hitler in München in der Bierhalle vorausgesagt hat. Na?
Erst wurde er festgenommen wegen Konspiration. Und aber seine astrologische Kenntnisse haben die Nazis dazu bewegt, seine Kenntnisse in Dienst zu stellen. Ne? Zuerst hat er mit Goebbels, der Propagandaminister, mal die Entschlüsselung von Nostradamus Quatrains, wo er überzeugt wurde durch die Propheten, dass Hitlers Aufstieg voraussagte und Dominanz der Dritte Reich vorkommen würde. Kraft hat Hitler mit einer Privathoroskop beziehungsweise gegeben und sagte sagte Einfluss gehabt bei der Verzögerung. Es ist gesagt worden, dass er Einfluss gehabt hat bei der Verzögerung bei dieser Operation Barbarossa. Und das hat die Briten Geheimdienst dermaßen mal gestört oder so in Wirr gebracht, dass sie eine sogenannte Mystiker die Nazis beraten haben und auch einen für die britische Militär eingestellt haben. So, da kannst du mal sehen, dass nicht nur die Deutschen fingen an, aber andere, die Alliierten haben sich mal angeschlossen, weil die haben gehört, hey man, die, you know, so da sind wieder Hinweise, dass diese Vrill-Gesellschaft und diese Thüle-Gesellschaft tatsächlich stattgefunden hat, obwohl da keine Schriftstücke oder historische Beweise dafür bestehen. Ja, aber wo wir jetzt schon, ja, das ist, also solche Sachen, so Hintergrundleute interessieren mich wesentlich mehr, ja, als so Leute, die bekannt sind. Wo wir da bei diesen Voraussagen sind, kennt denn jemand Marion Schönemann? Nein, sag mir nichts. Ja. Ja, vielleicht können wir das nach der nächsten Pause mal oder so besprechen, weil da kommen wir nochmal zurück, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe. Okay, ja, das wollen wir vielleicht bald eine Pause machen? Aus dem Bunker, ja? Ja, das, genau das. Der hat vorher erwähnt, ist das nicht nur Adolf Hitler und Eva Braun und sowas, da gab es mal auch zwei junge Damen und eine ältere Frau. Und das ist der Schlüsselwort zu dieser ältere Dame. Dann sage ich mal, Ricky, don't lose that number. That's music from Steely Dan. Aber eins wollte ich noch reinschmeißen, also, okay, vor der Pause, weil sonst vergesse ich das, weil du gerade erwähnt hattest hier, Alex, den Hannesen, und da hast du ja die hier Mandrake, eine Pflanze erwähnt, genau, die da zu nutzen. Diese Wurzel. Das wollte ich noch mal reinschmeißen. Mandrake, das ist auf Deutsch heißt es Alraune. Ja, das sind genau diese Pflanzen, die auch vielleicht manche von euch aus der Harry Potter Saga bekannt vorkommen. Oh, diese, stimmt. Das ist diese Alraune Wurzel, das ist eine alte genau, magische Wurzel, auch weil die so eben im Grunde genommen aussieht wie ein Mensch. Ja, wollte ich nur reinwerfen, dass es darum geht auch. Ja. Oh man, das ist dieselbe Scheiße, was mal ein paar Mal mit mir gemacht hat, mal mit der Geschichte von The Hobbit. Hey, wir müssen alle mal durchlaufen jetzt hier. Also, ich sage euch, Boys and Girls, Ricky, don't lose that number. That's music here, man, from Steely Dan. Mehr Volker, der Shark Hunter, bei uns heute im Studio, man, und beziehungsweise via Skype. Und wie man merkt schon, das ist schon eine richtige abgefuckte Geschichte hier, was wir mal hier durchforschen. Es ist gleich 23 Uhr, wir spielen mal ein bisschen Musik und dann kommen wir gleich zurück und wir finden heraus, was diese alte Dame mal auf sich hat, ne? So, Steely Dan on the start. Here, Ricky, don't lose that number and don't lose that dial, man. Then we'll come right back here on Radio Emergency in the Owl Galaxy of Frank Stoner Show. Stay tuned. So, there we are, back again. 23:07 ist das auf der Rock'n'Roll Uhr an dieser 11. Mai-Tag 2016. Music from Winter Sleep aus Halifax, Canada, mit The Archaeologist, davor Steely Dan, with Ricky Don't Lose That Number. Classic Rock at its best hier natürlich in the Amo Galaxy and Frank Stoner Show. Aber, genauso gut, man, ist die ganze Themen, das wir hier haben, mal in unserer Show auf Radio Emergency. Und heute, man, schon wieder. Ich fühle mich, als wenn ich bin so weggehauen, als wir die Sendung mal mit Mario Prass gemacht haben. Also, Volker, Shark Hunter, hier bei uns, mal Redakteur bei unseren Kollegen vom Kulturstudio. Hier bei uns mal als besonderer Gast heute. And, man, what hot stuff we're talking about today, Frank. Das gibt's doch gar nicht, ne? Ja, es ist wirklich erstaunlich, welche Themen wir heute schon berührt haben. Und auch wieder, wenn hier Stammhörer von uns werden, dann auch wieder sehen, welche Connections da zu anderen Themen wieder gibt. Also es ist echt unglaublich. Wir werden noch so viele Felder, wo wir jetzt wieder weitergehen könnten. Ja. So. Aber lass uns mal den Faden aufgreifen, von wo wir vor der Pause waren. Und da haben wir drüber gesprochen, über
Über was haben wir eigentlich gesprochen? Nein, ach, das war das mit der alten Dame, die Geschichte. Ja, das ist die Keyword war diese, war das Marion Schumann? Schönemann, ja. Schönemann, genau. Marion Schönemann. Und ja. Dann hast du mal den Hinweis gegeben, dass zum Anfang der Sendung, an wo wir gesprochen haben, ist wie und wer ist tatsächlich aus der Bunker geschmuggelt worden mit Adolf Hitler, Eva Braun. Du sagtest, dass da gab's mal zwei jüngere Damen und diese ältere Dame. Und sie heißt Marion Schumann. So, jetzt bin ich mal richtig, richtig gespannt. Ich hab mal meine Sicherheitsgurt schon angeschnallt. Gib's los. Fasten your seatbelts. That's huh? Right, baby. Ja, Marion Schönemann. Also ich hatte am Anfang der Sendung bei dieser Flucht aus dem Bunker, hatte ich ja erwähnt, dass quasi Adolf Hitler dann also aus seinem Quartier trat, um sich dann zu verabschieden. Und dahinter oder davor oder wie auch immer mit ihm, jedenfalls waren zwei junge Mädchen in Zivil und eine ältere Frau und auch Eva Braun. Und meine Vermutung, dass diese ältere Frau eventuell diese Marion Schönemann ist. Wer ist denn Marion Schönemann? Und zwar gab es ein Ereignis, es im Internet, bei YouTube ist glaube ich inzwischen gelöscht, aber es gibt auch andere Dokumentationen über den Berghof, wo Hitler privat auf dem Berghof da berichtet wird. Und da gab es einen Film, Hitler ganz privat, der Berghof, und dort hat berichtet ein Hausmeister von ihm, ein Vertrauter, der den Berghof da sozusagen betreut hat und der da einiges erzählt hat, was da so passiert ist während der Hitlerzeit, also während er da residierte. Und in diesem Film hat er dann gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, als Ribbentrop nach Moskau fuhr, um diese Geheimverträge abzuschließen, eine Erscheinung am Untersberg. Also sie haben ja von dort aus direkt auf den Untersberg geschaut. Und dann ist auf einmal eine Erscheinung dort aufgetreten, eine Wolke, eine farbige Wolke, erst blau und rot und gelb und also ganz eigenartige Wolkenerscheinung, so dass man da schon irgendwie nach Salzburg telefonierte, ob da irgendwas bekannt sei von irgendwelchem Feuer oder sonst was. Und nichts dergleichen. Und alle haben das beobachtet, alle, die dort anwesend waren auf der Terrasse da am Berghof. Und das war eben der Abend, eben wo Ribbentrop da nach Moskau gefahren ist und die Verträge da unterzeichnet hat mit Stalin, Geheimverträge. Und ja, da ist dann Folgendes passiert. Also während dieser Erscheinung oder kurz danach ist dann diese Marion Schönemann, die war dort anwesend, das ist eine oder war eine Wiener Freundin von Eva Braun. Und die sei auch, also auch auf dem Balkan gewesen. Er wusste nicht genau jetzt, ob es Kroatien oder aus, also irgendwo da sei. Auf jeden Fall Balkangebiet. Nur kurz dran erinnern, Maria Ortic, ne, kam ja auch aus Zagreb, ne, Balkan. Mhm. Alles aus der Gegend jedenfalls. Und ne, eine Freundin von Eva Braun, Wienerin, ja, also das passt alles immer zusammen. Und diese Marion Schönemann, das war also eine ältere Dame, also nicht mehr so ganz so jung, und eine mollige Dame, und die hat ihm dann, Hitler, als sie diese Erscheinung gesehen hat, seinen totalen Untergang vorausgesagt. Und alle haben das mitgekriegt. Also er, also dieser Hausmeister da auch. Und er hat das erzählt und er sagt, die hat geschrien, Blut, Blut, Grauen, grausam, grausam. Und also die hat also richtig geschrien da, und
das also hat ihm den richtigen, das, also das, was wirklich mit Deutschland dann passiert ist, 1945, also Feuersbrunst und Grauen und Blut und alles, das hat sie dann vorausgesagt. Und das war eben diese Marion Schönemann. Und Adolf Hitler ist dann, hat das mitbekommen und hat sich dann ganz schnell verabschiedet und ist dann auf sein Zimmer gegangen und hat allen gesagt, ja, wenn es dann sein muss, dann aber bitte ganz schnell. So, das hat er berichtet. Diese Marion Schönemann, das vermute ich eben, dass diese Frau das eben hätte sein können. Ja, also Eva Braun und ihre Freundin, eine ältere Dame. Ja, und die waren also kurze Zeit vorher, bevor also der Hitler-Bunker da evakuiert wurde, waren die dort. Wahrscheinlich auch zu Hitlers Geburtstag, kann natürlich auch sein. Und auf jeden Fall waren die anwesend und Martin Bormann und Dönitz war dabei und noch ein paar andere Generäle, also eine ziemlich enge Gesellschaft, die waren da in seinem Quartier und dann wurden sie von Bormann sozusagen evakuiert nach Südamerika. Also finde ich schon eine interessante Geschichte, dass er sich überhaupt auch auf dem Berghof immer mit diesen Frauen umgeben hat. Also wenn ihr mal einfach so lockere Dokumentationen, einfach nur Bilder und Musik so guckt, einfach mal bei YouTube sucht, dann wird er feststellen, dass da immer sehr viele Frauen, er sich da mit Frauen umgeben hat, also Freundinnen von Eva Braun und solche Sachen, vielleicht auch Vrieldamen oder so, ja. Ja, das ist auch noch ein kleines Detail. Ich weiß nicht, ob wir es heute Abend schon erwähnt hatten, aber ich habe das jedenfalls von dir. Du hast es mir im Vorgespräch hast du das erwähnt. Und nicht, dass das untergeht, aber du hast gesagt, auch die Eva Braun war eigentlich in dieser Schwesternschaft, ja? die war eine Vrieldame. Ist das richtig, ja? Ja, eben genau deshalb sage ich das ja. Ja. Also offensichtlich hat die auch immer. Ich weiß gar nicht, wie die mit Adolf Hitler zusammengekommen ist, unter welchen Umständen. Ich meine, da gibt es offizielle Storys natürlich, kann man nachlesen, aber ob das so stimmt, weiß man ja nicht. Und dann gibt es ja auch noch diese Gerüchte, da weiß ich natürlich auch nicht, ob das, also wie glaubhaft das ist, aber es gibt ja auch diese Gerüchte von Geli Raubal, die wohl auch irgendwie auch eine Nichte war von Adolf Hitler und da wird auch berichtet von gewissen tantrischen Sexualritualen oder tantrischer Sex zumindest, ja, aber auch eine Rolle gespielt hat. Weiß ich nicht, da komme ich nicht klar. Also, ja, es ist vielleicht auch nur ein Gerücht, weiß ich nicht. Es wird auch viel da Falsches eingebaut und so weiter. Also, naja, aber ich meine, ich wollte es nur reinschmeißen, so weil er auch dann auch noch diese Geschichte ist mit den Tibetanern, die, also ich meine, die könnten wir durchaus ja auch noch in diesen ganzen okkulten Mix mit reinwerfen. Stichwort Shambhala, Nikolaus Röhrig und diese ganzen Geschichten und es geht doch die Kunde, dass eben Tibetaner bis 1945 auch da in Berlin waren, also irgendwelche Mönche so. Mhm. Ja, das wird ja zusammenpassen dann wieder auch. Ne? Also was ich finde, was wir mal auch mal darüber erwähnt haben, mal auch auf unserer Facebook-Seite, in der Show. Weißt du, wo ich mal den Link dazu wieder sehe jetzt, wenn man spricht auch über diese Marion Schönemann und so weiter und wir haben über diese Vrill-Gesellschaft und alles drum und dran. Und man sieht auch mal mit die Sachen, was ich hier mit die Thule Society oder die Gesellschaft und sowas, mit all diese Okkulte und Telekinetische und alles drum und dran. Da gibt uns mal den Link automatisch mal zu die Ahnenerben. Ja, also die sicherlich, das da ist er, glaube ich, am wenigsten drüber bekannt. Und wenn irgendwas bekannt ist, dann bin ich immer vorsichtig mit dem, was so geschrieben wird. Ja. Okay, darf ich mal dir mal was vortragen und du kannst mir mal deine Meinung dazu geben, weil ich habe mal hier was über die Ahnenerben
bekommen. Und da steht hier, dass Heinrich Himmler hat die Kontrolle für dies übernommen. Die Recherche über archäologische Funde und wissenschaftliche Geschichte. Eine deutsche Supermachtrasse. Archäologisch betrachtet, Steinruinen und Artefakten untersucht und ihre magische Kräfte zu entschlüsseln. Eine andere Abteilung hat vorgesehen, wetterbasierte Theorien von kosmischer Eis, die erscheinen in einer Vision von der Entdecker, den medizinischer Seite versuchten, die telekinetische Kräfte von der reinen Rasse ins Verbindung zu setzen und in eine geheime Höhle. Die Institution hat darüber berichtet, über Leichen von teutonischen Kriegherren für Wiedergeburt. Mhm. Also das ist die Information, was ich habe über diese Ahnenerben. Na, und wenn man spricht über telekinetisch und diese Channeling und sowas, diese magische Kräfte, das sieht, dass die NS-Partei mal sehr tief dort mal drin verwickelt war. Ja, und dass diese Sachen mal irgendwie genutzt haben, um gewisse strategische Bewegungen oder was weiß ich zu machen, Frank. I mean, this is really freaky. Naja, wie es der Volker vorhin gesagt hat, das kannst du in einem Satz nennen, eben so Frilgesellschaft, Thule, Ahnenerbe, die Herren vom Schwarzen Stein, das sind alles Organisationen, die verschiedene Aspekte von demselben Terrain beackern. Ne? Ja, aber was das Krasse dabei ist, dass in die NS-Partei, in die NSDAP, die haben tatsächlich SS-Elite-Einheiten gehabt, die spezifisch auf diese Sachen konzentriert haben. Mhm. Zum Beispiel der schon erwähnte Otto Rahn und sein ganz spannendes Buch auch Kreuzzug gegen den Gral, der eben in den Pyrenäen nach dem Gral geforscht hat und auch dann auf einmal tief auch in die Geschichte kommt, hier von den Katarern auch, das wäre auch wieder ein weites Feld. So. Ja. Also das ist eigentlich umgekehrt. Die SS ist eigentlich daraus entstanden. Dass es SS-Mitglieder gab, die dann irgendwie auf das Ahnenerben gestoßen ist, sondern genau umgekehrt. Ja. Das gab schon vorher das Ahnenerbe. Ja, das ist also aus dem her hervorgegangen. Wie Hitler ist ja auch aus dem Kreisen hervorgegangen, ja. Und er hatte die exoterische Arbeit zu leisten. Und dann gab es aber auch, wie gesagt, die esoterischen, die Vriels und die Thules. Und die Thules waren dann schon wieder zu sehr exoterisch und materiell angehaucht und so weiter. Und leider gab es dann sozusagen nachher so Verwerfungen. Ja? Aber das ist halt nun mal menschlich, sag ich mal, oder menschlich, was heute halt menschlich ist. Aber diese Fähigkeiten der Vorhersage, der Telekinetik, der Telekinese, was es da alles gibt, Remote Viewing und, das sind alles Fähigkeiten, die wir die Menschheit im goldenen Zeitalter alle besessen haben und die uns genommen wurde und die jetzt latent hier und da zutage kommt, unter anderem mit diesen Medien, die auf einmal Fähigkeiten haben. Naja, ich habe eine gute Bekannte, die ist da auch sehr fähig drin, ja, aber das kommt halt nur latent und unvorbereitet, ja, aber wahrscheinlich kann man das auch steuern und so. Ja, Remote Viewing, da haben wir ja mal eine ganz große Sendung gemacht hier mit deinem Kollegen hier, der Boris vom Kulturstudio. Ja, wir brauchen uns mal gar nicht vorzumachen. Die CIA hat das tatsächlich mal benutzt und die Militär hat das auch benutzt. Ja, die haben Leute dafür ausgebildet, um zu lernen, wie man diese Fähigkeiten nutzt. Mhm. Ja, aber der breiten Masse soll es eben verborgen bleiben. Ja, also das ist alles Hokuspokus. Ja, in den Mainstream-Medien ist alles Quatsch, Löffelbieger und sonst was. Ja, und das funktioniert einfach. Manche Leute haben diese Fähigkeiten wiedererlangt oder partiell, rudimentär sozusagen, steckt es noch in uns, ja, aber es ist nicht grundsätzlich freigegeben und das wollen die
die Dunkel möchte eben nicht, dass wir das wiedererlangen können, weil dann können wir auch wieder Pyramiden wie in Gizeh bauen und so weiter. Ja? Tja. Das machen wenige Menschen in ein paar Minuten prinzipiell. Ja? Weil sie Materie bewegen können, weil Materie gibt es nicht. Materie ist Energie. Und wir müssen noch nicht mal Pyramiden bauen. Wir könnten uns vielleicht auch einfach wieder einfach zusammen in der Natur versammeln und einfach uns freuen des Daseins und dann halt wieder in dieses Zeitalter der Unschuld kommen. Einfach wieder ein ganz einfaches und gleichzeitig voll intensives Leben miteinander führen, Absolutely. Wo wir auf der Erde rumwandeln. Absolutely. Ja, ein viel intensiveres Leben, als es jetzt in dieser Materiezeit ist. Ja, ja, natürlich. Ich muss mal hier was ganz kurz mal reinwerfen, weil wir reden über diese ganze esoterische und telekinetische und alles drum und dran. Frank, du sagst mal, dass immer mal irgendwelche komische Dinge passieren zu dir, wenn du mal hier das Studio verlässt. Du machst dich auf den Weg. Alter, hier, heute ist mir mal was ganz Komisches passiert. Ja, das muss ich mal erzählen, weil das passt genau in unser Thema rein. Ich stehe an die Emafa-Passage hier bei uns in Chemnitz und jeden Mittwoch gibt's da mal von Hertels so eine Grillhähnchen und Schweinehaxe und sowas. Und da kommt eine Polizistin hinter mir, nicht in Uniform, sondern sie hat mal Jogginghose an, Turnschuhe und sie hat so eine Sweatjacket und auf die linke Arm stand Polizei. Okay? Und auf die rechte Arm, du scheiß dich zusammen. MKU. Nein. Yes! MKU! What the? Frank, I was sitting there and I was looking at that and ich wusste nicht, was ich machen soll. Da stand auf ihrer rechter Arm die Buchstaben MKU. Und was glaubst du, was mir als erstes Mal in die fucking Kopf reingefallen ist? Was meinst du, was mir als erstes in den Kopf reingekommen ist? Volker, kannst du dich mal vorstellen? Eine MKU. War das eine Brillenhändlerin oder was? Hä? Die hat Brillen verkauft, wa? Nein, MKU. Ja, das ist eine Schutzmarke. Polizei ist eine Schutzmarke für Brillenverkäufer. Noch eingetragen in München, das wisst ihr doch. Ach so, okay. Ja. Na, Gott sei Dank. Also so, ich bin mal ein bisschen nervös geworden, deswegen. Aber Gott sei Dank, das hat nur mit Brillen zu tun. Und die stand dann hinter dir und hat sie dich dann noch angesprochen oder wollte dir auch nur ein Grill helfen? Nein, also sie sah ziemlich geil aus, ne? Nasenpiercing, mal so platinblonde Haare und ich war so, also ich von ihr würde ich mal gern mal auf dem Bett fesseln lassen. Festgenommen werden, ja? Genau. Aber dass die Buchstaben MKU mehren, ich dachte so, what the fuck is this? Aber die hat dich da nicht angesprochen. Die nein, nicht nein, wegen nein, nein, oder so. Nein. Sie war nicht wegen dir. Sie hat mal ein halbes Händchen geholt oder so. Also ein kurzer, heißer Moment der Paranoia ist immer aufgestiegen. Oh, Alter, aber big time. Das ist genauso wie coming after you, man. Das ist genauso wie bei der LKW, bei dir, bei Blackbox Music, man. Also so hardcore, Entschuldigung, Volker, ich musste mal das reinhauen, weil das war eine richtige Mindfuck heute, man. Und ich hab nichts geraucht, aber trotzdem habe ich mal mit diesem Paranoia gekriegt, Alter. Ja, jetzt weißt du wenigstens, was MKU ist, ne? Tja, es ist eine Brillenfirma von der Polizei. Ja, funktioniert doch. Ja, aber hey, die Herren, wir haben gar nicht mehr so super viel Zeit, aber wir haben echt nur interessantes Zeug am Start und deswegen, let's get back to business. Yeah, no, I'm sorry, und, Frank. Nee, das muss unbedingt sein, weil das passt auch rein. Das, ja. aber hier, Volker, du hattest vorher schon mal irgendwann in der Sendung, haben wir schon mal etwas erwähnt und da müssen wir mal ein bisschen genauer noch drüber sprechen. Nämlich, wo wir schon auch bei Geheimtechnologien waren und wo es über die Frillgesellschaft geht und eventuell eben von Aldebaran oder sonst wo gechannelter Technologietransfer, der dann zu UFOs, Haunebu und so weiter, Hanebu, nee, ich hau's jedes Mal durcheinander, irgendwie komisch. Haunebu heißen sie, ja. Haunebu, ja. Ja, eins hattest du vorhin erwähnt und das spielt auch in dieser ganzen Argentinien-Sage eine große Rolle, nämlich das Projekt Die Glocke. Volker, erzähl mal, was ist die Glocke was hat das mit Argentinien zu tun mit der Frillgesellschaft auch? Erzähl doch mal. Ja, das ist wahrscheinlich ein Teilprojekt dieser. Ich weiß auch gar nicht, ob das so was Spezielles ist, weil eigentlich in diesen Frill-Maschinen war so ein Triebwerk eigentlich eingebaut und ich habe hier so merkwürdige Zeichnungen. Wo auch immer ein Bestandteil dieses Triebwerks, Vril-Triebwerks, ist immer die Glocke. Ja,
Jetzt ist wahrscheinlich, dass, helft mir mal weiter, wo, in welchem, das war, glaube ich, irgendwo in Ostpreußen oder Westpreußen. Was heute Polen ist. Ja. Da gab es oder gibt es merkwürdige Ruinen, ziemlich abseits der Zivilisation, also von Städten oder so. Da gibt es heute noch Ruinen zu besichtigen. Das sind ein kreisrundes Gestell. Ich schätze mal einen Durchmesser von 50 Meter, also Durchmesser, aus Beton gegossen und steht da einfach in der Gegend rum. Und niemand weiß, was denn das für einen Zweck haben soll. Und dort soll irgendeine dieser Geheimgesellschaften eben dieses Projekt Glocke realisiert haben. Das ist wahrscheinlich auch eine Jenseitsflugmaschine oder eine Antigravitationsmaschine oder beides zusammen. Wahrscheinlich nochmal ein anderes Projekt zu Vril, wo eben diese Glocke sozusagen extrahiert wurde, vergrößert wurde, um damit vielleicht auch Zeitreisen oder Ähnliches machen zu können. Und diese Glocke ist sehr mysteriös. Also ich weiß auch bis heute nicht, also es hängt auf jeden Fall zusammen mit diesen Flugmaschinen und dieser Zeitreisengeschichten jenseits Flugmaschine, wurde es ja auch damals genannt von Vril. Und ganz mysteriös, und dieses Teil ist absolut verschwunden. Es gibt wohl Bilder auch davon irgendwie, ja, so alte Bilder, aber man weiß immer nicht, ob das gefaked ist oder sonst was oder Pläne und so. Aber dieses Ding ist eben verschwunden. Das Einzige, was noch dasteht, ist dieses Gerüst, wo das drauf stand eventuell oder eine Halterung bedeutete. Und alle suchen danach, die ganze Welt sucht danach, nach dieser Glocke. Und Harry Cooper kam eben, weiß nicht, vor einem oder zwei Jahren mit einer neuen Information aus seinen CIA-Kreisen oder deutschen Veteranen, weiß ich gar nicht mehr genau, wo eben gesagt wurde, dass mit dieser U-390-V2 Teile, also die demontierte Glocke, nach Südamerika geschafft wurde. Mhm. Ja, und da passt das wieder mit diesen komischen Forschungseinrichtungen in Bariloche zusammen. Ja. Wo ein riesen Hangar steht, also jetzt eine Ruine, wo Bäume drin wachsen und so weiter, aber was man noch erkennen kann, das muss eine riesen Halle gewesen sein. Wie ein Hangar, ja, also ohne Zwischentragwerke oder sonst was, wie so ein Flugzeughangar, aber ohne Piste. Und dann verknüpft man das einfach wieder. Ist da tatsächlich dieses Ding dahin transportiert worden oder sind Experimente mit Haunebus oder Vrils oder sonstigen Flugscheiben oder mit dieser Glocke eben dort weitergetrieben worden? Ja? Wow. Diese Glocke, das ist also ein von dem, was wir ungefähr wissen, weil es ist wirklich eben schwierig, das jetzt genau zu verifizieren heißt. Aber es ist also ein hochtechnischer Device, ein Apparat, der äußerlich die Form einer Glocke hat, ungefähr vielleicht doppelt so hoch ist wie ein Mann, also wie ein Mensch, so dass man Größenverhältnis hat. Und dieser Device soll wohl eine entscheidende Rolle spielen, eben dann letztens bei der für diese UFO-Technologien, also etwas, was eben die Gravitation halt aufhebt, also irgendeine Art von, vielleicht auch von Antriebssystem oder sowas soll es darstellen. Also wie der Kern halt von dieser UFO-Technologie. Ja, aber Frank, wenn man schaut alte Fotos aus dem 60er Jahre an, wo der irgendwelche UFO Besichtigungen stattgefunden haben. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass da gibt's mal Sachen, so diese Flugobjekte, was fotografiert worden sind, die sehen genauso wie eine Glocke aus. Und deswegen frage ich mich mal. Manche haben auch unten so eine Art Glocke dranhängen oder so. Ja, auch solche Bilder, ob das wo ich mal auch mal, weil wenn Volker das erwähnt, die Glocke und sowas, und ich sitze da und ich denke so, diese ganze Dinge, bei Area 51 mal darüber gesprochen wird.
Na, dass dort teilweise mal, du hast mal diese alte Schwarz-Weiß-Fotos und du siehst mal so ein Objekt, die mal durch die Luft schwebt und das sieht aus wie eine Glocke. Und natürlich, wenn man vermutet, dass das mal eine Form von einer Glocke, deswegen kann ich mal für jemanden, der sich nicht so weit in diese Thema hineinzieht, dass man sagt, okay, das ist vielleicht eine gefakte Bild oder sowas oder das ist irgendwas anderes, das man mal hochgeschmissen hat. You know? Aber das habe ich gesehen und das kann ich völlig nachvollziehen. Das mit den Fakes ist auch ein Problem, Volker hat es ja auch gesagt. Das ist natürlich immer schwierig, wenn wir nur Fotos haben und tatsächlich ist es ja auch so, dass solche Dinge ja gerne von allen möglichen Seiten auch gerne propagandistisch genutzt werden, um es vor ihren Kahn zu spannen. Und deswegen ist es natürlich schwierig, immer mit diesen Fakten. Aber kommen wir nochmal zurück zu Harry Cooper. Ich meine, was erzählt der zu der Glocke? Gibt's aus Argentinien irgendwelche Hinweise, dass es dort war? Irgendwelche Leute, die davon berichten, als zusätzlich noch zu dem, was du ja gemeint hast, Aussagen, dass man die demontierten Teile dorthin geschafft hat. Gibt's aus Bariloche oder sonst wo, gibt's da Berichte, die darauf hindeuten, also dass an irgend so komischen Projekten gearbeitet wurde? Ja, also bislang hat er da auch nur Andeutungen gemacht und müsst ihr mal eins vergessen, er wird auch nicht alles sagen, er will ja seine Quellen zum einen schützen und er möchte ja seine Quellen auch weiter gerne befragen. Ja, also das ist immer so ein Zwiespalt für ihn, so was kann er in der Öffentlichkeit sagen und also er ist auch viel in Deutschland zum Beispiel unterwegs oder in Europa hier, also Österreich, Deutschland und das weiß ich von einem Hotelier, dass er, also neben den Reisen, die er offiziell macht, ist er auch sehr viel in Deutschland. Man kann davon ausgehen, dass er auch viel in Argentinien ist. Davon erzählt er aber nichts. Ja. Und er hat so seine Kontakte, die pflegt er auch und versucht dann da natürlich auch viel rauszukriegen und kriegt wahrscheinlich auch viel raus, aber er wird auch nicht alles sagen. Ja, würde ich auch nicht machen und würdet ihr auch nicht machen. Ihr möchtet ja eure Quellen schützen und gewisse, ja, das muss ja irgendwo weitergehen. Und bislang hat er nur Andeutungen gemacht und er war ja jetzt, wie gesagt, im Februar dort in Südamerika und er hat einen Teil der Story und der Reise hat er ja erzählt. Ich hoffe, dass er jetzt am Freitag, ist ja die nächste Sendung, dass er dann noch mit mehr Infos rauskommt. Er wollte eigentlich kurzfristig noch eher eine Sendung mit ihm, mit Renz machen, aber das hat er verschoben. Wahrscheinlich hat er noch ein paar Quellen, die er da schützen und anzapfen möchte. Vielleicht hat man ja auch gesagt, du kannst jetzt hier nicht alles sagen und so, du musst jetzt hier, ne, da. Also der weiß mehr, als er sagt, ja. Und ich hoffe, dass jetzt bei den kommenden Sendungen da ein bisschen mehr bei rauskommt und dass er dann vielleicht auch was zur Glocke sagen kann. Auf jeden Fall ist interessant, dieses Flugzeug ist auf jeden Fall interessant. Das ist eine Riesenmaschine für die damalige Zeit gewesen, eine Transportmaschine und mit hoher Reichweite und da könnte man sicherlich auch einiges mit transportiert haben. Also wenn die Deutschen vor Kriegsende, also gerade da Richtung Preußen, Ostpreußen, Westpreußen, wo die Russen dann halt zuerst reinkamen, wenn die da alles schnell zusammengepackt haben, in so ein Flugzeug gepackt haben, wo es nur 2-3 Stück von gab und dann da runtergeschafft haben, dann wäre das schon sehr interessant. Ja? Und ich glaube auch daran, weil diese Inseln sind sehr auffällig, ja, diese Forschungsinseln. Das heißt, diese Story, die ist immer noch am sich entfalten. Also ihr hört Leute, immer mehr kommen. Da kommt immer noch mehr und das wird nicht aufhören, ne? Und eins der wichtigsten Medien zur Verbreitung von der Story ist ja hier Jeff Renz. Und du hast gesagt, ja, hier die Woche geht's wieder weiter. Da wollte ich mal fragen, Jeff Renz, da war doch was. Ich meine, kann der überhaupt, sendet der schon wieder? Weil wir haben doch da auch drüber berichtet, Alex. Jeff Renz ist, für alle, die es nicht kennen, das ist ein Radio
Radiohaus, so wie wir, nur halt noch wesentlich etabliert. Der macht das schon ganz lange, so in Amerika, ein Riesending auch. Jeff Renz, ein ganz wichtiger Mann, der hier Infos raus hat. Und auf den wurde doch, das ist noch nicht so lange her, das war doch letzten Winter, Alex, hilf mir mal, da wurde doch auf den ein Attentat verübt. Ja. Da war doch die Geschichte, der ist mit dem Auto gefahren. Nicht verwechseln übrigens hier mit dem... na egal, es bricht nur Unruhe rein. Nee, bleiben wir bei Jeff Renz, also in Amerika war das, in Kalifornien, glaube ich, und er fährt mit dem Auto und er selber beschreibt es so, dass auf einmal mit einer Art Strahlenwaffe, wie auch immer, er komplett gelähmt war. Er sitzt bei voller Geschwindigkeit am Steuern, kann nichts mehr machen, kann keinen Muskel mehr bewegen und es kommt halt zum fetten Crash und er ist auch wirklich schwer verletzt und halb tot kommt er da ins Krankenhaus. War eine riesen Story. Deswegen freut mich das natürlich zu hören, wenn der schon wieder voll auf Sendung ist. Erzähl uns mal was über Jeff Renz. Wie sieht's bei dem aus? Ja, er ist glaube ich, dann schnell aus dem Krankenhaus wieder, wollte er raus. Also da sind auch, also er sagt, ja, sie wollten ihn dann länger behalten und er war skeptisch und hat sowieso niemanden mehr getraut, so ungefähr, ja. In seinem Auto, also was er noch mitgekriegt hat, während er da so gelähmt war und schon verunfallt war, hat er wohl mitgekriegt, dass zwei Leute in seinem Auto waren und seine Sachen durchsucht haben. Ja, und er konnte aber nichts machen, weil er schon gelähmt war und nur noch mit halbem Bewusstsein da war. Ja. Und er ist dann aber auch ganz schnell wieder aus dem Krankenhaus raus und das war, glaube ich, am Wochenende, am Freitag passiert und am Montag hat er sofort wieder eine Sendung gemacht. Ist ihm allerdings sehr schwer gefallen. Aber alle haben ihm gesagt, hey Mann, dass du wieder Sendungen machst, was ist denn passiert und so weiter und so fort. Und dann hat er halt davon berichtet, ja, also ganz mysteriös. Also es sind ja in den Vereinigten Staaten schon so viele Journalisten umgekommen. Da ist ja Russland gar nichts dagegen. Ja, es wird ja immer gesagt, oh, ja, hier in Russland, da hat Putin einen Journalisten beseitigt. Naja, aber wenn man sieht, was in Amerika passiert, wer da alle beseitigt wird, Breitbart, ne, und zum Beispiel war ja auch so ein Fall in der Bush-Area sind da ja auch mit diesem, was war das nochmal, diese Nilsbrand-Erreger, da sind dann auch zwei Journalisten aus Texas bei verstorben. Ja, sonst ist da niemand verstorben. Ach so, noch ein paar Kongressabgeordnete, gegen den Patriot Act handeln wollen. Und dann, wie gesagt, zwei Journalisten aus Texas, die Bushs Töchter irgendwie bei komischen Partys fotografiert haben, ne? Also in Amerika sind, glaube ich, tausendmal mehr Journalisten, die da irgendwie verschwinden und sonst was, als in Russland. Also kannst mir nichts erzählen. Hm, ja, das Land der Freiheit. Ja. Ja, heftige Geschichte. Aber auch eine Geschichte, wo wir auch uns eine Scheibe abschneiden können hier von wegen Commitment, Hingabe an das, was man macht im Leben. So dieser Jeff Renz, weißt du, die Leute lassen sich nicht aufhalten. So. Ja. Also der macht das schon länger. Das kann man nur einen Hut ziehen, so, ja. Ja, ich meine, der macht das schon länger als Alex Jones. Also der macht das jetzt, weiß ich nicht, 23 Jahren oder so. Ja, also und hat seine eigene Radiostation, das ist ja in Amerika Gott sei Dank etwas freier da als bei hier, ist ja alles reglementiert, aber der kann nationwide da senden und das macht er auch und zusätzlich eben Internetradio, da können wir hier in Europa eben auch alle hören, wenn auch um 4 Uhr morgens. Aber ja, der Typ, es geht voran. Ja. Und immer noch voll up to date immer, ja. Echt richtig stark. Ja. Hier was anderes Wichtiges noch. Das ist nochmal zurückzukommen zu diesem Bariloche und diesem seltsamen Phänomen, dass dort hier drei US-Präsidenten und der letzte erst Barack Obama in diesem Jahr dort auflaufen in diesem Ort. Ja. Unfassbar. Ich weiß nicht mehr, wer es war, sorry dafür, aber jemand im Chat hat die Anregung gebracht, dass es auch den Gedanken gibt, es kann auch sein, dass dort in diesem Bariloche
Leute ausgebildet wurden, also Personal ausgebildet wurde zur Führung von allerhöchsten Eliten, und dass das vielleicht auch ein Grund sein kann, warum dort Präsidenten antreten mussten, also dass tatsächlich dort auf welche Art auch immer eine Kommandostruktur auf einmal war und von dort Befehle kamen und Leute ausgebildet wurden, also extrem Einfluss genommen wurde auf dieses ja, nennen wir es mal, weil mir gerade nichts Besseres einfällt, auf diese ganze NWO-Leute so, ja? Ja, das kann sein. Meine Vermutung ist so ein bisschen, dass dort tatsächlich jemand Wichtiges sitzt, ja, welche Seite und was auch immer. Ich sage immer ein Botschafter. Der sitzt irgendein Botschafter, der ab und zu mal einem amerikanischen Präsidenten irgendwas zu sagen hat. Und der wird dann gerufen und dann muss er dahin. Warum auch immer er dahin muss. Ja, das ist meine Vermutung. Und dieser Botschafter, ich meine, das ist schon relativ spät, da können wir auch ein bisschen freakiger reden. Dieser Botschafter ist für eine, sagen wir mal, eine Überzivilisation, also irgendwas Weiterentwickeltes, sei es außerirdisch oder sei es auch im Sinne einer Breakaway Civilization, also irgendwas, was sich vielleicht schon ganz lange in der Antarktis verbirgt, das kann auch menschlich sein, so. Mhm. Der ist Botschafter davon und in Bariloche muss man da antreten, so. Das ist einfach so meine Fantasie oder mein Gedankengang, den ich so habe, warum ein amerikanischer Präsident dort ab und zu mal auftauchen muss, ja. Also, jetzt können wir weiterspinnen, ist ja schon spät. Ja, irgendein aldebaranischer Botschafter dort sitzt, der eben dieser Seite der Macht ab und zu mal da aufschlagen lässt, also hinbefehlt und sagt, ja, du hast jetzt dies und jenes zu tun. Ob er es dann macht oder nicht, wissen wir nicht. Aber dass es dann irgendwelche Konsequenzen hätte oder so. Vielleicht auch, muss auch nicht zwangsläufig befehlen sein. Es kann einfach sein, wenn du mit dieser Kraft irgendwas reden willst, dann musst du nach Bariloche kommen, weil die kommen nicht nach Washington. Ja. Aber wie ist es denn eigentlich jetzt? Ich meine, jetzt wo dieser ganze Stuff raus ist und wir reden hier drüber, in Amerika haben das schon ganz viele Leute gehört. Ich meine, ey, wie ist denn das Bariloche jetzt? Ist das jetzt so ein Kultort, wo dann da alle möglichen, was weiß ich, Rechtsnationalen aus allen möglichen Ländern hinpilgern, machen die dort so, oder wie ist das da? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie ist das dann so abgeschieden? Ich meine, wie kann es sein, dass der Obama da hinfährt, aber gleichzeitig es wird hier offen darüber geredet, über diesen Ort. Da müssen doch mittlerweile auch Tausende, Zehntausende Neugierige da hingehen und sich das mal angucken. So. Also wie gesagt, in den letzten 2-3 Jahren ist das bekannt geworden. Also wie gesagt, Harry Cooper macht das ja schon seit 2009. Aber da war das hier noch lange nicht bekannt und das ist jetzt erst in der letzten Zeit hochgekommen. Ich denke mal, da hat das Internet jetzt auch irgendwo seine Wirkung. Ach, übrigens auch History Channel hat sich dann Harry Coopers Buch geschnappt und ist dann darunter und hat also das quasi verfilmt sozusagen, aber natürlich völlig verzogen, damit es wieder ins Political Correctness passt. Ja. Ah, ja. Tja, das aber haben sein Buch quasi dann oder seine Erkenntnisse zum Anlass genommen, ach ja, wir gehen da mal runter, ach ja, Hitler war hier und ja, ist alles krumm und schief und also da war auch wieder viel Mist dabei, History Channel kennt man ja. Ja, aber das ist erst in der letzten Zeit hochgekocht und ist eigentlich vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass jetzt eine neue Zeit anbricht, weil wir haben immer das Gefühl, wir erreichen nicht viel übers Internet. Ich glaube, dass wir schon eine Menge erreichen, also weltweit. Ja, also guck mal, Bilderberger verfolge ich seit 2005 oder so. Niemand kannte Bilderberg, wenn ich irgendjemand angesprochen habe, 2005 oder 2004. Was ist denn Bilderberg? Was ist denn das? Ja. Inzwischen ist es so, dass Bilderberg ganz offiziell ja dieses Jahr in Dresden, also es geht über die Mainstream-Presse jetzt, also sie scheuen sich gar nicht mehr, ja, vor der Öffentlichkeit. Inzwischen ist es bekannt. Aber das war eben hartnäckig. Viele Leute auch hier, man kann von Alex Jones halten, was man will, aber der hat halt viele Leute auch mit wach gemacht und
hat die als erstes so erwähnt und oder bloßgestellt übers Internet und ja, es geht voran. Also so, und Bariloche ist genauso. Also früher war das ein Ort von 500, es ist inzwischen mehr, weil auch natürlich die Argentinier ihren Freizeitspaß genießen wollen und in der Zivilisation fortgeschritten sind und auch Urlaub machen wollen und so. Das ist also auch ein Urlaubsort geworden inzwischen, ja. Und da sind schon mehr Leute jetzt, als es damals war. Damals war es total abgeschieden. Aber warum? Also trotzdem, ja, ein amerikanischer Präsident da auf dem Golfplatz. Also es gibt so viele Möglichkeiten für einen amerikanischen Präsident, irgendwo Golf zu spielen. Es ist einfach... Und halt auch zeitlich, dass es wirklich relativ nah auch ist, eben wo der Kyrill, der russische Patriarch der russische Orthodoxen, da, nachdem er sich mit dem Papst Franziskus auf Kuba trifft, fährt er nach der Kyrill in die Antarktis runter. Ja, und Kuba, da war ja auch Obama und da gab es dann Kontakte und Ja. Da irgendwas ist da am Laufen. Hätte nie vorher ein Präsident gemacht der USA. Also ihr kennt ja diese Feindschaft, ja, zwischen Kuba und USA. Also das sind Zeichen und dann auf einmal sammeln sich da alle mehr oder weniger zeitgleich. Und der Kyrill geht weiter in die Antarktis und der Obama geht nach Bariloche. Hallo? Crazy, ja. Aber hier, wo wir gerade bei den Bilderbergern waren, lass uns das noch kurz aufgreifen und würde ich gerne von dir hören, weil die Bilderberger ist ja ganz brandaktuell. Die sind nächsten Monat hier in Sachsen, in Dresden, mitten in der Stadt, wirklich in der historischen Altstadt. Und heute kam die Nachricht, und ich habe das auf der Taz gelesen, also da reden wir schon von Mainstream-Presse, also Taz, ja. Und dort stand drin, offiziell vom Bundestag so bestätigt, auf dem Bilderberg-Treffen dieses Jahr nimmt Angela Merkel teil und 5 ihrer Minister. Ja. Ja, nämlich, und zwar die ganzen wichtigen, so Ursula von der Leyen, Steinmeier, Schäuble, Altmaier, Steinmeier, glaube ich. Ja. Ja. Also wirklich die. Alle Befehle, ne? Ich meine, das ist doch schon ein Hammer. Also ich meine, du sagst, weil das möchte ich jetzt von dir hören, du sagst, du beschäftigst dich schon eine Weile mit Bilderbergern. Wir wissen, da sind immer natürlich auch Politiker am Start, klar, auch immer aus Deutschland. Aber hey, das ist doch schon ungewöhnlich, oder? Dass da quasi die gesamte Regierung antritt zum Rapport. Also ich meine, die Kanzlerin plus 5 Topminister. Also, das ist schon ungewöhnlich. Also, wir scheinen doch jetzt irgendwie da ganz oben auf der Agenda zu stehen hier bei den Bilderbergs. Ja, das gab es noch nicht. Also, das gab es noch nie. Ja, und auch, dass es in der Mainstream angekündigt wird und dass eine ganze Regierung da antreten muss, das hat es noch nie gegeben. Also, das ist eine neue Dimension. Das kann aber auch einfach die Arroganz der Macht sein. So nach dem Motto, haha, jetzt. Wir brauchen uns jetzt nicht mehr verstecken. Ja, ja. Das ist, was ich mal gerade sagen wollte, weil die meisten Mainstream sowieso mal von die oberste Hand reguliert an, was gesagt wird und was nicht. Ja. Na, und man spricht immer wieder darüber, egal ob das Symbolik ist oder sowas, da gab es mal immer wieder Anzeichen, dass man sagte, dass die haben sich auf sich aufmerksam gemacht. Das beste Beispiel ist, dass wenn wir reden über diese schwarze Block, na, Frank, eine in New York, ein Astor Place und sowas, und du findest diese Symbolik überall. Jetzt diese Tor vom Ball und alle diese Dinge. So, das sind immer wieder Hinweise. Und jemand, der sich mal mit diesen Sachen mal ein bisschen beschäftigt, sieht, dass das mal keine positive Energie ausstrahlt. Das ist alles im Gegensatz. Oder? Das ist teuflisch alles, ja. Das ist, ja, und der Teufel sozusagen zeigt offen seine Fratze jetzt. Ja, sie brauchen sich gar nicht mehr verstecken. Ja, das ist die Arroganz der Macht. Ja, und Deutschland scheint da eine zentrale Rolle zu spielen. Ich meine, Bilderberg war immer so, dass es immer abwechselnd war in Amerika, also am nordamerikanischen Kontinent, Europa. Es wird immer abgewechselt, ja. Also auf amerikanischer Seite Kanada, USA und dann wieder Europa irgendwo. Aber jetzt in letzter Zeit, also wie gesagt, dann war es in der Schweiz, dann in Österreich und jetzt nochmal zentral in Deutschland.
Und dann auch noch ganz offiziell und mit allen Regierungs, also das hat es noch nie gegeben. Und das scheint sozusagen, sie feiern jetzt offen ihre Macht, glaube ich. Ne? Oh Mann, also der Teufel feiert jetzt offen seine Macht. Wir könnten ja noch über diese Bilderberger Dresden-Geschichte, da werden wir jeder wahrscheinlich noch drüber reden, aber ich möchte nur mal daran erinnern, nicht jeder kennt Dresden so gut. Das in dieser Altstadt von Dresden, ja, das ist, geht alles im Grunde genommen zurück auf diesen August, den Starken. Ja, das war der mächtigste sächsische König und halt superreich. Ja, und diese ganze Reichtum wurde halt in Kunst und Kultur so investiert. Ja. Deswegen spricht man davon auch von dem sächsischen Florenz oder das Elbflorenz. Ja. Und einer von diesen prunkhaften Gebäuden, nämlich der Pferdestall, die Stallung, ja, also der Pferdestall, da ist an der Außenwand ein ganz besonderes Kunstwerk zu sehen. Das ist direkt dort, also ein Steinwurf von dort, wo die Bilderberger residieren. Wirklich gleich um die Ecke. Kann sich jeder anschauen. Das ist der berühmte Fürstenzug. Und dieser Fürstenzug, das ist ein Bild, es ist diese ganze Mauer angemalt. Das ist 60, 70 Meter lang oder sowas, ja. Und gemalt auf Porzellankacheln, ja, Meißner Porzellan, so super edel. Aber was das Ding so interessant macht, Fürstenzug, da ist eine Blutlinie dargestellt, eine Bloodline. Und zwar die Blutlinie der Wettiner. Das sind die sächsischen Könige eben gewesen. Und die beziehen sich halt, die gehen halt zurück auf ihren Stammvater. Und das ist halt, was weiß ich, irgendwo im hohen Mittelalter. Und der ist dort aufgemalt. Ja. Und dann in einer Reihe hintereinander, bis ins Jahr, wann dieses Ding halt gemacht wurde, bis ins 19. Jahrhundert hinein, einer nach dem anderen aus dieser Blutlinie der Wettiner ist dort zu sehen. Die sind hoch zu Ross und das ist super interessant. Du kannst auch sehen, wie unterschiedlich dann die Kleidung wird im Laufe der Jahrhunderte und so weiter. Und das ist der berühmte Fürstenzug. Ja. Der ist da gleich ein Steinwurf weg, so die Bloodlines. Und die Wettiner-Blutlinie, das wollte ich nur auch noch reinwerfen, das ist ja dieses sächsische Königshaus. Das ist ja, da gibt's ja wiederum eine direkte Verbindung dann hin zum britischen Königshaus. Und das Haus Coburg, Sachsen-Gotha, Sachsen, ja. Und das finde ich auch noch eine interessante kleine Connection hier bei Dresden. Können Sie sich dann alle dann dort an dem Fürstenzug und so vorbeigehen und sich das so angucken? So, weißt du? Frank, wie oft haben wir darüber gesprochen? Und ich bin mir mal sicher, dass Volker ist völlig, das ist ihm bekannt. Zu den Nazi-Zeiten. Schau mal, wir schauen mal erstmal Holland an. Der Vater von Königin Beatrix. Na, der ist mal rummarschiert in seiner SS-Uniform. Ne? Was da mal passiert ist mal mit den Rockefellers über die Schweiz, mal mit diesem Ethanol, was die gebraucht haben für die Messerschmitts, das Sprit an die NS verkauft worden ist und 250 Millionen Liter auch mal von Royal Dutch Shell auch mal wieder abgegeben ist. Aber dann schauen wir mal nach England. Die Windsors sind doch keine Engländer mehr. Die haben das Name Windsors genommen, nur weil das ist die Residenz. Sachsen-Coburg-Gotha. Ja, die haben mal dort mal zu den NS-Zeiten bei Adolf Hitler immer irgendwelche Audienzen gekriegt und so weiter, immer wieder. Da wären wir fast schon wieder bei dem England-Flug von Rudolf Hess. Ja. Oh mein Gott. Das ist Wahnsinn, wir können uns so weiterführen. Aber lass hier nochmal, um nochmal die Argentinien-Connection wieder reinzubringen in diese Bloodlines. Du hattest gerade ja das niederländische Königshaus erwähnt, Alex. Es waren ja auch die Leute, die dieses Bilderberg gegründet haben. Also, und es ist doch so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber in meiner Erinnerung so, hatte ich vor ein paar Jahren der Kronprinz der Niederländer eine argentinische Generalstochter geheiratet und das war auch ein Riesenpolitikum, weil das halt, oder? Ja, weil der aus so einer die Tochter von einem von diesen Generälen, die auch diese Militärjunta hatten da in den 70er, 80er Jahren, ne? Und diese schöne Tochter, argentinische Connection so, die hat sich dann eingeheiratet sozusagen in diese Blutlinie des niederländischen Königshauses und da bist du dann eben wieder bei englischen Königshaus Wettin und so weiter. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber schmeißen wir es noch rein in den Ring hier. Im Kern sind ja alle europäischen Königshäuser abstammend vom Haus Hohenzollern. Ja, ob das jetzt der Zar war in Russland oder die Niederländer und die Spanier und König, es kommt alles aus einem Stamm. Ja. Und
Ich weiß nicht, wer die Protokolle der Weisen von Zion mal gelesen hat. Und da wird man feststellen, dass das primäre Ziel war, die Königshäuser zu übernehmen. Und ich denke mal, dass die der Geldadel, ich nenne die jetzt mal so, also der Geldadel, die alle übernommen hat, quasi alle in ihre Zinsknechtschaft gezwungen haben, also erst das Britische, aber dann auch die anderen, die Oranier und ja, den Zar haben sie gleich beseitigt und so weiter und so fort. Also das war auch vielleicht ein Exempel, ja. Der Zar in Russland, wenn ihr nicht macht, dann wird der alle so enden. Und deshalb ist ja dann auch Wilhelm II. Geflohen. Hat gedacht, oh, bevor ich hier auch abgemurkst werde und alle meine Familie, haue ich lieber ab. Und die sind alle übernommen worden. Und ich glaube, die haben noch eine Rechnung offen. Also diese Blutlinie hat noch eine Rechnung offen. Und habt ihr in letzter Zeit mal beobachtet, und zwar war ja die holländische Prinzessin da, die war ja in Bayern, ne? Mhm. Und die hat so merkwürdige Kleidung getragen. Echt? Nee, weiß ich gar nicht, das ist ja spannend. Erzähl mal. Das ging ganz groß durch die Presse, ich gucke keine Presse, aber es erreicht dann ja auch das Internet irgendwann. Ja. Ja, die hat da so ja so einen Mantel getragen, da war dann mal so ein Hakenkreuz drauf, ne, so eine Swastika und so, ne. Ha, jetzt erst, ja? Ja, so verschnörkelt natürlich, ja, aber ganz klar zu erkennen, eine Swastika, ja. Und die ganze Presse hat sich darüber aufgeregt, wie kann die denn und überhaupt und so. Ja, also die rennt also mit einer Swastika im Mantel rum. Finde ich eigenartig und das bayerische Königshaus, das hat noch irgendwie eine ganz besondere oder wird noch eine ganz besondere Rolle bekommen in Zukunft. Ich bin jetzt mal sehr, weil mit Bayern stimmt was nicht. Bayern hat Sonderrechte. Es hatte schon im Kaiserreich, also es ist ja beigetreten, ja, zum Norddeutschen Bund. Und da hat es sich Sonderrechte herausgenommen. Und die scheinen bis heute zu gelten. Das ist ganz eigenartig. Da ist, wenn man so, ich bin ja auch viel in Gesetzgebung, gelber Schein und sowas unterwegs, ja. Mhm. Staatsangehörigkeit, Aktionsbündnis, gelber Schein. Staatsangehörigkeit müsst ihr bei denen nachweisen. So, Bayern hat eine ganz spezielle Sonderrolle noch. Und das wird sich aber erst in nächster Zeit zeigen. Und warum die da jetzt hingeht, ja, und ihre verwandten Königshäuser besucht mit einer Swastika, also das ist eigenartig. Dann gibt es ja noch die Prophezeiung von Irmeier, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, aber das reiße ich jetzt mal an. Irmeier sagt, dass, wie gesagt, nach dem Dritten Weltkrieg, der nur kurz dauern wird, und da könnt ihr selber gucken, wenn es nicht schon bekannt ist, unter anderem sagt er eben, dass die Königshäuser wieder auferstehen werden und dass auch, also erst das bayerische Königshaus und das österreichische. Oh mein Gott, das ist ja genau, was ich mal darüber. Frank, so. Ist das nicht mal jetzt gerade vor kurzem, wo die Habsburger mal wieder mal. Ja, die Habsburger, genau, die sind auch wieder. Aber so. Das Ding ist, dass wir haben mal mit Tom Who Knows darüber gesprochen. Und die Habsburger, die FPÖ, und die Paneuropäische Union. Die FPÖ und sowas und die Parlament, die scheißen zusammen, weil das wurde festgestellt, dass diese. Die Abdankungsurkunde. Die Abdankung ist gefälscht. Die Unterschrift. Genau. Das kommt da jetzt alles hoch. Ja, das kommt alles jetzt hoch und. Er sagt, Irmeier sagt auch, dass Preußen wieder erstehen wird und all solche Sachen. Ja, also wir warten Leute irgendwie im Hintergrund, die noch eine Rechnung offen haben im Geldadel. Das sage ich euch. Oh Mann, wir müssen langsam zum Ende kommen. Es ist wirklich, wir könnten das noch so lange weitermachen, aber es ist wirklich so spannend und vielleicht können wir das auch bei weiterer Gelegenheit mal tun, Volker. Und jetzt einfach mal so, ich hau das auch nochmal raus, auch für unsere Hörer. Wir haben ja
am 10. September haben wir ein Radio Emergency Community Party haben wir geplant. Die wird stattfinden 10.9., das ist ein Samstag, in Wolfenbüttel. Und da kommen ganz viele von unseren Hörern zusammen und auch einfach Leute, mit denen wir in Kontakt sind. Und Volker, wenn du es möglich machen kannst, wenn du Zeit und Lust hast, dann fühl dich herzlich eingeladen, auch am 10.9. dann nach Wolfenbüttel zu kommen. Und da können wir dann vielleicht auch... Wir machen mal eine Monsterrunde. Zum Beispiel, der Boris hat zugesagt, Micha hat gesagt, dass er kommt, auch vorbei. Wir haben auch mal Robert Stein darüber angesprochen, ob der mal kommt, eventuell Mario Prass. Und wir würden gerne eine Monsterrunde, wo wir tatsächlich mal mit dem Publikum und auch eine Diskussionsrunde tatsächlich mal zustande bringen können. Und das wäre großartig. Volker, ich würde auch von meiner Seite, man, ich würde mich mal tierisch freuen, wenn du dabei wärst. Ja, wir alle Verschwörungstheoretiker da zusammen, ja. Und Wolfenbüttel kenne ich auch noch. Nicht, dass da mal irgendwelcher Anschlag da stattfindet, da werden wir mal da sitzen und mal nachdenken. Das ist überhaupt zu gut, wenn wir uns alle treffen. Oh, da sitzen mal die Politiker, die sitzen bestimmt bei Bilderberg und sagen, jetzt. Wir machen unser eigenes Bilderberg. Ja, genau, so sieht's aus. Großartig. Wow. Ja, ein Hammer-Thema heute. Was für eine Sendung wieder. Okay, mal ein paar technische Probleme mal zu Anfang. Aber ich denke, das ist alles mal in die Vergessenheit geraten, nachdem, dass wir über richtig tief in das Hasenloch reingeguckt haben. Und ich bin mir sicher, ist das, weil man sieht, dass man so viele verschiedene Ecke geht, Frank, dass wir können mal mit Volker mal sicherlich mal noch tiefer reinschauen. Ne? Ja, bin ich mir sicher, dass wir es, wäre cool, wenn wir es mal irgendwann fortsetzen können, das Gespräch so. Und von meiner Seite, so du hast dann da auch das Schlusswort, Volker, aber so von meiner Seite möchte ich auch noch, weil es sind so viele Fragen, die natürlich aufkommen, aber eine so eine Frage, die mir vorhin auch so gekommen ist, möchte ich einfach mal so raushauen, kann vielleicht jeder für sich selber mal so dem nachstöbern, so, ist es nicht seltsam, ja, wir reden zum einen davon, von diesen ganzen, es geht immer um Norden, ja, Thule, Ultima Thule, Thule ist die nördlichste Stadt, der Mythos Thule, der Mythos Hyperborea, haben wir schon so oft angesprochen, und ist es nicht seltsam, auf der einen Seite haben wir immer diesen extremen Norden, und dann reden wir immer vom extremen Süden auch, Antarktis, es ist doch seltsam, ja. Ja. Warum das, nur mal so, als einfach, weil es halt so ist, ja. Und jetzt hier, Volker, gib uns doch auch nochmal so ein abschließendes Statement her. Ja, also die Welt da draußen scheint crazy zu sein und scheint immer verrückter zu werden und immer schlimmer zu werden. Aber ich durch meine Forschung und mein Suchen und so weiter bin ich der Ansicht, dass wir uns nicht unbedingt so die Sorgen machen müssen, wenn wir denn bestimmte Regeln einhalten. Und ich glaube, wir werden tatsächlich in eine goldene Zukunft steigen. Allerdings wird es erst noch schlimm. Aber wenn ihr wisst und die Erkenntnis habt, wie ihr das zu handeln habt, dann kommt ihr auch da darüber hinaus. Und dann geht's ins goldene Zeitalter. Davon bin ich überzeugt inzwischen. Ja, das hoffen wir für uns alle, man, auf jeden Fall. Volker, von meiner Seite, man, vielen, 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 vielen Dank und großartig. Und ich würde mich mal wirklich freuen, wenn wir mal wieder zusammen und kommen würden und persönlich kennenlernen würden, man. Vor allem mal auch spätestens im September, sage ich mal, von meiner Seite. Ja, wir bleiben in Kontakt und auch weiterhin hier viel Erfolg hier mit Kulturstudio. Absolutely. Auch großartig hier, da können wir ja gar nicht abschätzen, wie groß auch dein Beitrag dort ist, weil du bist ja immer einer, der eher hinter den Kulissen dort arbeitet. Aber hey, das haben wir heute schon am Abend auch öfter das Thema gehabt. Ja, so die interessanten Leute sind manchmal... Morgen ist wieder Kulturstudio auch, ne? Ja. Super geil, man. Ein Applaus, man. Vielen Dank. Ja, ich danke euch auch. Ich habe noch nie irgendwie als Gast oder Interviewpartner irgendwo, war ich noch nie. Ich bin eingeladen worden, weil ich mit diesem Thema beschäftigt habe, war für mich auch was Neues und hat Spaß gemacht, ja. Ja, man, auf jeden Fall. Ich würde mir das hoffen, dass mal viele Leute das mal zu sich angenommen wurden und dass diese Thema und dich als Gast irgendwo anders mal auch einzuladen, dass du auch die Forschungen von Harry Cooper und das, was du machst, weitergeben kannst, weil höchst interessant, man, ohne Frage. Ja, Boys and Girls, so somit sagen wir auch mal an unsere Hörer und alle im Chat natürlich, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns wieder ausgehalten habt
Und ich habe mal überlegt, was könnte ich mal der Show damit mal beenden heute, Frank? Und ich habe hier mal eine richtige abgefahrene Titel. Die heißt The Point of No Return. Es wird mal erscheinen mit Unbekannt, aber das ist von der Band Kansas. Und warum ich sage The Point of No Return? Weil erstens kommen wir zusammen mal hier in unsere Szene zu einem Punkt, dass wir nicht mehr zurücktreten können, weil es wird immer mehr offensichtlicher. Und zweitens, Frank, ich wollte dir mal einfach mal nur die Cover from the Album zeigen, wenn du das mal kurz erwähnen kannst. Nein. Do you see a black sun? Do you see a flat earth in this cover? Oh yeah. Das ist ja interessant. Kansas, das ist die Band, das Cover kenne ich gar nicht. Kansas, The Point of No Return. Ja, ist sehr interessant, kann sich ja jeder mal googeln. Kansas, Point of No Return, das Cover mal anschauen. Ja, es ist eine schwarze Sonne, Flat Earth. And, ja, also, ich wollte das mal nur erwähnen. Volker, guten Nacht, my ladies and gentlemen, guten Nacht. Here they are, Kansas with The Point of No Return. And wir wünschen euch mal eine weiterhin erfolgreiche Woche. And everybody, peace to your mind. Es ist 0:08 Uhr. Wir haben mittlerweile den 12. Mai 2016. Amok Alex und Frank Stoner signing off hier auf Radio Emergency. Bis nächste Woche. Hau rein and stay chilly. Ciao.